Ja, mädels zusammen, ihr lieben Kasper und Mullen. Und herzlich willkommen zurück auf meinen kleinen, aber feinen YouTube-Channel. Ihr seid gelandet bei der Schanzenkrähe. Oder ist sie vielleicht etwa gerade bei euch gelandet? Schaut mal raus da aus dem Fenster. Ja, meine Lieben, was machen wir heute? Wie ihr am Titel schon sehen könnt und auch an der Länge des Videos, wir setzen uns heute mal wieder wenn Länger zusammen und besprechen heute meinen Teil 4 von. Den guten cola leaks Ich würde sagen, ich halte euch hier auch gar nicht mehr so lange fest. Und ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir starten jetzt übrigens mit Video Nummer 9. Ich habe gerade mal recherchiert, der letzte Teil, also Video Nummer 16, das existiert nicht mehr. Ich habe es auch gerade nicht gefunden. Vielleicht taucht es ja wieder auf, bis wir da sind, aber ich habe auf jeden Fall das Besuchsvideo dazu, wo er dann so richtig schön paniert wurde. Das habe ich auf jeden Fall gefunden. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das dann ganz am Ende dann irgendwie umschiffen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit Teil Nummer 9. Dann fangen wir auch mal an. Ich habe mir gerade eine wunderschöne Mate aufgegossen, also kann das ja jetzt nur gut werden. Na, wie mache ich was vor? Es ist halt reini. Jetzt werde ich echt alt. Wieso? Hm? Wieso alt? <laughs> Weil, seit, ähm, weil mir seit gestern der Arm weh tut und aus irgendeinem unerfindlichen Grund, äh, geht der, kann ich den Arm nicht heben. Oh, okay. Also, ich kann ihn schon heben, aber nicht bis zu einem bestimmten Grad halt. Und das zieht den ganzen Arm, die Schulter hoch. Nee, nee, das hat gestern Abend angefangen. Also, gestern, so, weiß also nicht, um 14, 15 Uhr irgendwann auf Abend zu, ist dann immer schlimmer geworden. Und äh, als ich mich dann gestern Abend hingelegt habe, dann hat äh, ah, die ganze Sache, dass die ganze Sache dann weitergegangen und irgendwann, dass ich dann geschlafen habe, jetzt vorhin ging es mir wieder besser und jetzt geht's wieder schlimmer. Keine Ahnung. Ja, Reini, ich würde mit dem Arm definitiv zum Arzt gehen, weil ist jetzt die Frage, warum er den nicht bewegen kann, weil der Arm taub ist oder so, dann würde ich definitiv zum Arzt gehen. Weil ein tauber Arm heißt eigentlich nie was Gutes, auch wenn das so lange ist. Aber trotzdem, rein, geh damit zum Arzt. Es ist nur zum Besten für deinen Körper. Naja, warum auch nicht? Also, was wolltest du sagen? Ähm, du hattest mir ja an deinem Geburtstag ja auch geschrieben, dass es dir ziemlich kacke ging weil du Besuch hattest und ich muss dann sagen, ich konnte es mir dann doch nicht nehmen lassen Hab halt war halt mal auf YouTube. Und was man da gesehen hat, das war ja ultra heftig. Was ist da bitte passiert? Ich weiß nicht. Ich bin einfach extrem ausgerastet gewesen. Ich war einfach total fertig mit den Nerven. Ja, Reini, das hat man gemerkt. Ich glaube, den Einspieler brauche ich euch jetzt hier nicht reinknallen, weil wir alle wissen, was an seinem 30. passiert ist. Ich meine, eine Sache bringt mich immer noch zum Lachen. Und zwar, die Hater glauben mir ja immer noch, dass ich Jungfrau bin. Schreiben sie überall 30 Jahre ungefickt. Muss ich immer wieder drüber lachen. Aber allgemein war es einfach ein beschissener Tag. Also, ich meine, mein Geburtstag bedeutet mir eigentlich nichts, aber es war schon beschissen, an dem Tag halt niemanden da zu haben und halt alleine zu sein und alles. Deswegen, das ist alles, was mich so angekotzt hat halt. Hm. Und irgendwas war da mit einer Zivilstreife und so? Hast du dich mit denen gekloppt? Oder was Nein, ist das ist wieder mal Lüge von den Hatern. Also es war eine Zivilstreife da, von der ich nichts wusste. Ja, Reini, das ist auch der Sinn von einer Zivilstreife, dass du nicht weißt, dass die da sind. Aber die haben auch gesagt, Reini, du bist derjenige. Und ich glaube, deswegen hast du, glaube ich, auch eine Anzeige kassiert, weil du nämlich auch auf die losgegangen bist. Äh, allerdings habe ich mich weder mit denen gekloppt, noch habe ich denen irgendwie, noch habe ich die irgendwie beleidigt oder sonst was. Achso, weil, weil du ja irgendwie was gesagt hast, von wegen, ja, hier, jetzt bist du der Aggressor und so. Ja, ja, das haben die zu mir gesagt, weil ich derjenige war, der, ähm, der halt, nachdem die mich Stunden, die haben mich fast eine Stunde oder zwei Stunden lang, haben die mich gereizt, gestresst, beleidigt, rumgestehen und so weiter. Und irgendwann bin ich dann halt so ausgerastet, dass ich mit einer, St mit einer Metallstange... Oder hat eine Aluminiumstange über die Straße, auf der Nähe Auto geworfen habt, die da da gestanden waren. Und äh, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Äh, aber es war eben. Oh je. Ein riesiger goblin Scheiße. Meine Fresse reini, kannst du nicht mal beim Thema bleiben? Du hast gerade so schön erzählt, was du an deinem Geburtstag alles für Scheiße gebaut hast. Du hast mit einer Metallstange mal wieder auf Autos geworfen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das das Auto von der Zivilstreife. Und jetzt kommt wieder oh Gott, riesiger Goblinschwarm. Ich meine, ich zock doch auch nicht nebenbei, während ich das hier mache. Mir ist es ja auch wichtig, dass ich hier für euch ein halbwegs solides Video hinzauber. Das schafft man nicht, wenn man nebenbei zockt und du unterhältst dich hier mit einer Person, von der du nachweislich was willst, gerade da kommt es doch sehr unhöflich rüber, wenn du nebenbei wieder mal nur am Zocken bist und dich davon komplett ablenken lässt. Entschuldige, ich spiele Diablo nebenbei. Mhm. Ja, du hast das zu dem Zeitpunkt nicht gewusst und das war dann die Zivilstreife, die du quasi beschmissen hast, oder wie? So gesehen, ja. Ah, nee, nein, nein, nein. Ich habe der Zivilstreife gar nichts getan. Aber du hast auf deren Auto geschmissen? Nein, ich habe denen, ich habe nochmal, ich habe denen gar nichts getan. Also war das Ich habe weder Hater auf deren Auto geworfen, das war ein Hater-Auto, ja. Ah, okay, das hatte ich jetzt so nicht verstanden, das kann jetzt irgendwie. Das hast ja, wie Ende gesagt, Internet ich habe ja, nee, wie gesagt, also ich habe überhaupt nichts. Ich habe denen gar nichts getan, nicht das Geringste. Okay, krass, und kann da jetzt was draus passieren? Naja, ich sag mal so. Ich würde hierzu gerne den Paragraphen 315c Strafgesetzbuch ins Raum in den Raum werfen. Die Gefährdung des Straßenverkehrs. Und zwar, wer im Straßenverkehr? Erstens trifft nicht zu, zweitens, G grob verkehrswidrig und rücksichtslos handelte oder liegen gebliebene Fahrzeuge, ja gut, das trifft auch nicht zu, aber das grob verkehrswidrig und rücksichtslos handelte und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder Fremden Sache von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bliblablub. Trifft hierzu, Rainer hat verkehrswidrig schon und rücksichtslos vor allem gehandelt, dadurch, dass er auf ein Auto, was wohl nebenbei vorbeigefahren ist, beziehungsweise da halt auch stand, aber trotzdem gehört es ja zum Straßenverkehr, und hat dadurch möglicherweise Leib und Leben der Insassen, beziehungsweise halt auch den Wert des Autos angegriffen. Würde mir jetzt hier spontan einfallen. Auch wenn der... 315c vielleicht etwas interpretationsdürftig ist, trifft der 315b eigentlich auch ziemlich gut, denn das ist nämlich der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr. Und der besagt, wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt, Hindernisse bereitet oder einen ähnlichen ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt. Und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sache von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Gucken wir uns das Ganze mal an. Reini hat auf ein Auto eine Metallstange geworfen. Ist für mich ein ähnlicher, aber ebenso gefährlicher Eingriff. Und ja, argumentiert mit Leib, Leben etc. Habe ich ja gerade schon mal. Trifft auch wieder zu. Deswegen. Wenn es der 315C nicht wird, dann wird es zumindest aber der B. Ähm wie, wie hier die, die Sache mit dem Auto, ja, mit Sicherheit. Die werden sich halt wieder aufpissen, schätze ich mal. Und hast du mal über meinen Vorschlag nachgedacht, den ich dir gestern geschickt hatte? Ich weiß gar nicht, ob du es jetzt so in deiner gestrigen Laune so richtig gelesen hattest. Vorschlag, ist jetzt die Frage, welcher Vorschlag? Also ich habe da, ich habe gestern viel gelesen. Das Problem ist, ich habe immer ein sehr schlechtes Gedächtnis, hm. nee, speziell ähm, wenn ich nicht gerade, wenn ich nicht gerade gut drauf bin. Nee, weil äh, ein Kumpel von mir ist Jäger. Der hat ein kleines Revier, was er quasi bepachtet und betreut. Ähm, Wildpflege, aber natürlich auch Schießen, weil es muss ja auch geschossen werden. Und der hat mir halt erzählt, dass du dir theoretisch äh, sowas wie eine Gaspistole holen könntest die ist wohl auch ohne Waffenschein erlaubt zu Hause zur Selbstverteidigung und ich habe halt überlegt, weil die lassen sich ja nicht verschrecken die ganzen Vollidioten aber vielleicht wenn Jein. also hatte ich jetzt auch in den Kommentaren, dass ich da wohl auch wieder weng Mist erzählt habe also nicht wirklich Mist aber nicht genau eingeschränkt habe natürlich man darf so eine Gaspistole halt ohne Waffenbesitzkarte ohne kleinen Waffenschein besitzen. Das Problem ist aber das Führen in der Öffentlichkeit. Auf dem Grundstück kann er damit machen, was er will, solange er niemanden außerhalb des Grundstücks gefährdet, beziehungsweise niemand von außerhalb seines Grundstücks das sieht oder zumindest ja in die Gefahr kommt, dass er von Reini da beschossen wird. Das heißt, wenn die Leute jetzt vor Reinis Tor stehen und er kommt da mit seiner Pistole raus ist insofern noch keine richtige Straftat, aber sobald er anfängt, die Waffe zu ziehen bzw. zu zielen, ist das schon eine Waffenanwendung gegen Leute außerhalb seines Grundstücks, wo das Ganze halt nicht mehr erlaubt ist und wofür er dann einen kleinen Waffenschein bräuchte. Mal so nebenbei würde Reini den nicht kriegen, weil erstens sind die, ich glaube, 35 Euro kostet es. Sind die ihm zu viel? Wird er niemals ausgeben wollen dafür? Zudem so eine Waffe kostet auch ein bisschen Geld, das wird Reini zu diesem Zeitpunkt gerade nicht gehabt haben. Und von den ganzen Hintergrundbedingungen, also dass er ein reines Führungszeugnis braucht und so, das hat er ja zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht erfüllt. Also spätestens da würde es dran scheitern. Aber theoretisch dürfte er so eine Waffe besitzen, er darf sie nur nicht in der Öffentlichkeit führen, beziehungsweise gegen die öffentlichkeit von seinem grundstück aus einsetzen wenn, wenn er sie im haus hat und bei ihm bricht jemand ins haus ein dann darf er denjenigen auch mit der waffe bedrohen beziehungsweise sie auch einsetzen weil da keiner der außerhalb des grundstücks ist was von mitbekommt beziehungsweise davon zu schaden kommt das ist so diese rechtliche einordnung davon ich hoffe jetzt ist es ein bisschen klarer Du dich halt hinstellst und du machst halt dann ein Video, das du im Prinzip zeigst, dass du halt wirklich bewaffnet bist und halt nicht nur so, so hey, ich hab einen Stock oder so, dass sie sich vielleicht auch einfach nicht mehr rantrauen, weil sie Angst haben, dass du halt auf sie schießt, wenn sie nochmal auf dein Grundstück kommen. Das Problem ist, wenn ich das mache, dann kann ich mir schon jetzt anhören, dass ich tausende Anzeigen von den Hatern kriege. Die zeigen mich schon an, wenn ich nur eine... wenn ich nur mit der Kamera am, äh, im Auto irgendwas filme, wenn ich die Kamera irgendwo hinstelle oder so, ne? Und dann filme, wenn ich irgendwo hinfahre oder so. Da haben sie mich auch schon angezeigt dafür. Und nee, Reini, du hast die Kamera nicht hingestellt. Du hast die Kamera in der Hand gehalten. Und das ist genauso zu bewerten wie Handy am Steuer. Weil du darfst keinen Gegenstand oder so in der Hand benutzen, irgendwie, der dich vom Straßenverkehr ablenken könnte, den du frei in der Umgebung umherschwenken kannst, sage ich mal. Wie halt so ein Handy. Was du so halt dann steuern könntest. Das heißt jetzt nicht nur Handy, sondern du dürftest das zum Beispiel auch nicht mit einem Tablet oder, weiß ich, du dürfst ja auch nicht nebenbei ein Buch lesen oder so. Was theoretisch gehen würde, wäre, wenn du die Kamera da in einem Stativ fest verankert hast und dann filmst. Das würde gehen, aber du hast die Kamera ja immer festgehalten und das geht dann nicht mehr. Beim Handy übrigens genau das gleiche. In der Handyhalterung darf man da theoretisch so viel drauf rumtippen, wie man möchte, solange man keinen Unfall baut. Oder zumindest kein Beinahe-Unfall. Denn dann wird das Ganze auch schon wieder schwierig. Schon, das ist ja sogar noch erlaubt, äh, mit einer Hand zu fahren. Äh, also, das ist ja nicht verboten, dass du mit einer Hand Auto fährst. Alter, wie. wie was ist denn das hier gerade mit diesen Goblins, ey? Schön, Reine geht wieder auf sein Computerspiel ein. Tatsächlich, einhändig fahren ist erlaubt, aber du darfst mit der anderen Hand zum Beispiel kein Handy bedienen. Das ist halt. Das ist halt Ding, ne? Das ist halt Ding weil äh, mein Kumpel hat mir auf jeden Fall gesagt, dass das nicht verboten ist, sich halt eine Gaspistole zu Hause Ach, zu haben. Zu ja, aber zu, ähm, zu hohen holen ja, aber die ähm, äh, mit denen auf Passanten zu schießen ist verboten. Ja, du sollst ja auch nicht auf die Passanten schießen, es geht ja um die Abschreckung. Es geht ja nur um die Abschreckung. Die Abschreckung hilft nichts. Die Abschreckung hilft nichts. Glaub's mir, ich weiß es. Ich habe auch schon mit einer mit einer äh Gott, nee, nicht Gott, mit einer Shotgun ähm, wie heißt das blöde Ding? Airsoft meinst du, Reini? Mit einer Shotgun, ja, genau. Ja, Reini hat mit einer Airsoft-Pistole schon mal auf Passanten bzw. Zivilisten, die halt außerhalb von seinem Grundstück waren, gezielt. Ich weiß nicht, ob er geschossen hat, denn das Ding, das sah ja so schlecht aus, dass es keine 10 Meter weit kommt. Mit so einer Plastikschuss, ich habe jetzt den Antrieb, ist mir jetzt bescheuert. Ähm. Weißt du, was ich meine? Die mir die Plastikkugeln. Mhm. Habe ich auch eine da, habe ich auch schon mal die gehabt. Aber naja, das hilft alles nicht. <laughs> Entschuldigung. Gesundheit. Okay, Danke. Gesundheit. Ja, auch von mir an dieser Stelle. Aber ich halte zu zugute, dass er wenigstens Gesundheit gesagt hat. Und wenn ich dann die Polizei rufe, naja, die macht halt zum größten Teil ja auch nichts. Es gibt schon Beamte, die was tun, ne? so ist es nicht. Ähm, aber es gibt halt auch leider sehr viele, die halt schlicht und ergreifend nichts machen. Also wie viele da sind auch, das noch? Bei mir ist auch echt ganz schön äh, ganz schön krass, was die mir alles so schreiben. Wie gesagt, auch Morddrohungen, ja. ähm, Sagen wir mal wieder, ich soll den Kontakt zu dir abbrechen. Ja. Äh, am besten einfach nach Möglichkeit gar nicht drauf reagieren, nichts nee, schreiben, nicht nichts antworten. Großartig. Am besten direkt blocken, wenn sie dich über Discord oder so anschreiben. Am besten, äh, also ich habe das bei Discord so eingestellt, dass mich nur Leute adden können, die ich adde. Also mich, mich kann quasi gar keiner anschreiben. Hm. Das habe ich aber auf jeder Seite, so auf Facebook, Twitter überall. Also Twitter habe ich ja nicht mehr. Und Facebook nutze ich nur für Gaming. Also Facebook gar nicht privat? Ja, nee, ich kann es schon privat nutzen, aber ich nutze es halt eigentlich nicht. Also ich habe halt, es gibt halt für mich keinen Grund, Facebook zu nutzen. Ja, Facebook ist ja auch eine mehr oder weniger tote Plattform. Ich habe mein Facebook-Konto eigentlich auch nur noch, weil ich darüber irgendwelche Spiele mal verknüpft habe, weil ich dafür dann, ja, irgendwelchen Ingame-Bonus oder so bekommen habe, wenn man das Konto damit verknüpft. Für mehr habe ich das Konto auch nicht. Soll ich dachte vielleicht für einen Freundeskreis oder so. Ja, ich habe schon ein paar Freunde drinnen, so ist es nicht. Aber ich nutze es halt einfach nicht. Ich habe halt absolut kein Interesse an Facebook mehr. Das habe ich mal, ich habe das früher mal aktiv benutzt, auch zum Gamen und so und auch für private Sachen. Aber meinen privaten habe ich irgendwann mal gelöscht, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, dass die sich so asozial verhalten, also Twitter, äh, Facebook. Weil die, immer wenn ich jemanden melde, äh, machen die halt nichts, weißt du? Mhm. Ähm, die äh, interessieren sich für Datenschutz einen absoluten Scheißdreck. Reini, das stimmt nicht. Bloß deine Meldung, die wird dann wahrscheinlich so rechtschreiben mäßig totalste Grütze gewesen sein, dass die sich dann dachten, ja, äh, wer von den beiden ist jetzt hier eigentlich der Bot? Und dadurch, dass die, dich, dass die sich für Datenschutz und Scheiße interessieren, bin ich halt irgendwann aggressiv geworden und habe die dann einfach schlicht und ergreifend auf meinen Facebook-Account gelöscht. Ich hatte aber zu dem damaligen Zeitpunkt drei Stück und hatte äh, also einmal für einen Hauptkanal, einmal für einen Gaming-Kanal und einmal für mich privat. Und dann bin ich halt irgendwann hergegangen und habe einfach das Zeug für mich privat äh, auch gelöscht gehabt. Und dann Facebook fürs Gaming, den habe ich früher mal gehabt, ewig lange her. Und den habe ich dann einfach mal irgendwann mal wieder angeschaut, ob ich den überhaupt noch habe, ob der noch existiert oder ob der gelöscht wurde. Aber Facebook ist ja so ein alter, äh, das ist so ein riesiger Friedhof von äh, deaktivierten oder nicht mehr benutzten Accounts. Und dann hat sich halt herausgestellt, der Account existiert. Und dann habe ich den Account halt wieder reaktiviert, aber nie veröffentlicht, weil ich den wirklich nur für mich privat nutze. Mhm. Der Witz ist, wenn ich den jetzt aktivieren würde, also Leute sagen würde: Hey, schaut mal hier, Facebook, ich mache wieder Facebook-Seite und so weiter, dann würde das innerhalb von einem Tag oder was, das ist der Witz daran, deswegen regt mich Facebook so auf, würde es innerhalb von einem Tag oder so passieren, dass, die Facebook, äh, dass Facebook meinen Account wieder löscht. Mhm. Das hatte ich schon mal und ich spiele ein Game auf dem Handy. Und in dieses Game habe ich im Laufe der letzten drei Jahre etwa 1.500 Euro gesteckt, insgesamt. Aber man bedenke, er hat nicht die 20 Euro, um da seinen komischen AIDS-Test zu machen, geschweige denn die 6 Euro oder, weiß nicht, 15 Euro, keine Ahnung, um mit dem Flixbus zu ihr zu fahren. Man stelle es sich einfach vor. Ne, natürlich nicht jeden Tag, nicht, insgesamt, nicht jedes Mal, sondern halt nur so äh, insgesamt halt, ne im Laufe von Jahren halt. Und äh, ich habe das schon mal gemacht, äh, vor etwa drei Jahren. Da habe ich dann einen Account extra fürs Gaming wieder gemacht, damit ich mich da wieder anmelden kann. Das Problem ist, es wird zwar auf dem Handy gespeichert, aber es wird halt nicht irgendwo online gespeichert. Und wenn ich das heißt, also das heißt, wenn ich äh, offline gehe, ist der Account halt weg. Ne? Also wenn ich das Handy irgendwie das Spiel runterlösche oder was, ist der Account weg und äh, das ist mir einfach zu teuer gewesen, wenn ich da Geld reinstecke dass ich das hinterher nochmal benutzen kann, das ist ja Schwachsinn. Und äh, ja, dann habe ich das veröffentlicht, habe eine Facebook-Seite immer wieder gemacht, habe mir gedacht, ja gut, probier's halt nochmal, ne? Ja, und dann ist es halt dazu gekommen, äh, dass die, äh, äh, dann ist es dazu gekommen, dass die mich ähm, gemeldet haben und da wurde ich dann direkt gelöscht halt. Also im Prinzip, mein, die ganzen Fake-Accounts, die ich melde oder gemeldet habe, die wurden einen Scheiß gelöscht. Aber wenn die Hater mich melden, äh, dann löschen sie mich immer. Das war auf Twitter früher anders. Das haben sie dann aber auf Twitter auch irgendwann geschafft. Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange Monolog halte hier. Ähm, ja, Reini, wir kennen es ja nicht anders. Du und der Monolog. Das ist schon fast unzertrennlich. Ja, und dann habe ich halt äh, irgendwann... Äh, mich darüber halt tierisch aufgeregt und Facebook hat halt einen Scheiß dafür gemacht. Ja, und irgendwann habe ich dann halt gesagt, gut, Scheiß drauf. Äh, ich habe den Account zusätzlich noch gefunden, weil ich mir extra wieder einen machen wollte, anonym halt. Mhm. Äh, für, für dieses Game eben, weil ich, wie gesagt, ich spiele dieses Game jetzt schon seit zig Jahren. Und Was ist das für ein äh, Game? <laughs> kennst du Drachen Zähmen leicht gemacht? Ja. Ähm, Im Prinzip ist es Drachen Zähmen leicht gemacht als Handy Game. Das ist allerdings so ein Echtzeit. Das ist so ein, so ein, äh, ja, so ein Game halt, wo du halt äh, aufbauen kannst. Ich weiß nicht, ob solche Spiele. Ja, so ein Spiel wie Clash of Clans. Wir alle kennen's. Ja und warum steckt man in so ein Spiel über 1500 Euro rein? Ich verstehe es einfach nicht. Es will mir einfach nicht in den Schädel. Aber ich glaube, Reini dachte sich, ja, da gibt's Drachen. Ich bin ja der Drache und ja, da können die Bahne da halt mal rein. Wie heißt das denn? Eventuell habe ich das selber mal gezockt. Äh, Dragon's Aufstieg von Berg müsste das heißen. Leider. Ich habe mich ja schon ein bisschen ausgetauscht gefühlt, als du dann da plötzlich das mit der anderen hattest. Muss ich ja, leider ja sagen. aber wie gesagt, das, hatte, das hat sich blöd überschnitten, ja, aber äh, das war nicht der Grund, warum ich damals Schluss gemacht habe. Doch, Reini, das war der Grund, weil du dir bei der anderen größere Chancen ausgerechnet hast. Genau deswegen hast du Schluss gemacht. Ah, das habe ich dir ja gerade schon lange und breit erklärt gehabt. Ja. Ist halt trotzdem irgendwie doof gewesen, vom Gefühl. Ja. Mir ging es nicht viel anders. Ja gut, aber ich wenn, jedenfalls man, aus. Wenn, wenn man der, wenn man der ist, der Schluss macht, ist es immer einfacher, als wenn man der ist, der Schluss macht. Finde ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Was und, was, und, was, und was war da los mit der Tante? Also, du meinst doch, ihr kennt euch schon vor lange. Wieso hat die dich denn dann jetzt irgendwie verarscht? Und was war das da? Und, und du meinst irgendwas mit Sie Baten hatte so? ebenfalls Nachrichten von einem Hater gekriegt, deswegen habe ich da noch nichts gesagt. Sie hatte Nachrichten von einem Hater gekriegt und ich gehe davon aus, dass der Hater ins Blaue hineingeschrieben hat. Ähm, es gab halt, es gibt halt ein paar Leute, die kennen mich und die wissen halt auch, dass hier und da mal was gelaufen ist oder mal was war. Unter anderem wissen sie halt auch von ihr. Das ist einer der Gründe, warum ich noch nichts gesagt habe bisher. Hä? Okay, nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, sie no. hatte eigentlich mit dir Kontakt und dann hat ihr ein Hater geschrieben und dann was? Sekunde. Äh, was ist das? Ähm, der hat. Also, was auf, das ist im Prinzip so: Wer das war, ist bekannt. Beziehungsweise, dass ich mal mit ihr was hatte oder was haben wollte vor etwa einem Jahr. Und, äh, ihr und ihr Facebook-Profil und ihr Twitter-Profil und so weiter sind bekannt und es hatten Hater sie angeschrieben wegen der Sache unter anderem wo wir im D das mit dem Discord da weil da war ja das mit dem einen ne, wo drin stand dass ich eine Freundin habe das in dem Fall war ja noch was ja noch du eigentlich wo ich da angeschrieben hatte diese Minerva oder wie die hieß richtig der da hatte ich ja gesagt dass ich da war die wollte sich auch mit mir treffen da habe ich da damals gesagt dass ich eine Freundin habe das ist aber schon das war halt noch bei uns zwei. Und ähm, ich, hatte, ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, sie zu korrigieren und zu sagen, ja, pass auf, ich habe jetzt keine Freunde mehr, ähm, weil ich da einfach keine Lust drauf hatte. so, ähm, Und weil das einfach sowieso unnötig war. In dem Moment hatte ich andere Sachen im Kopf und wollte mich nicht mit der da Treffen. Und die Tante, und es war die einfacher. hat das Ja, natürlich wollte Raini sich mit der anderen treffen. Es gibt keinen anderen Grund dafür, dass er das so halt abgezogen hat. War nicht der von der du mir erzählt hast, mit der du dieses hin und her hattest. Du hattest mir doch mal erzählt, dass du äh, ne, das ist in, in, in einem gleichen Zeitraum gewesen, aber das ist in dem gleichen Zeitraum gewesen, ungefähr, wo ich die kennengelernt hatte, aber es war nicht die, mit der ich da dieses hin und her hatte, nein. Das war andere. Das ist aber nicht die, die man mal bei dir irgendwann hat sitzen sehen im Video. Ich werde mich dazu nicht äußern, wer das ist. Das habe ich dir aber gesagt. Okay. Das liegt aber nicht daran, dass ich dir nicht vertraue oder so, sondern es liegt daran, dass ich sowas nicht sage, wenn das andere involviert sind. Ah, okay. Ja, gut, das mit der alten Bianca da, das war ja auch mehr so ein. Der Ball kommt gut. Oh, mein Eigentor. Wir alle haben es noch. Gut vor Augen. Reini hat versucht, sie zu positionieren und sie hat ganz klar Nein gesagt. Und dann hat man auch gleich gesehen, wie das Interesse von Reini weggegangen ist. Weil er sich halt wirklich bei der Chancen ausgerechnet hat. Ich meine, hallo? Die alte war einfach bei ihm in der Schanze, also da haben die Hater echt nicht schlecht geguckt, als er da wirklich eine Frau saß. Und, und mhm. du meintest dann irgendwie, dass, dass, dass sie. Dass das dass irgendwie ihr Kerl dir geschrieben hätte von ihrem Handy und sowas? Ihr Ex-Mann, ja. Oder ihr Ex-Freund, ne, die Ex-Mann halt. Also. Und äh, der hat mir halt da geschrieben von ihrem Handy aus, weil die wohnen noch zusammen und so. Und die haben ein Kind zusammen. Ähm, ja, und da ging es halt dann letzten Endes darum, dass äh, sie mir geschrieben hat, äh, weil die... Äh, weil er äh, sicher gehen wollte, dass sie bei mir in guten Händen ist, so ungefähr. Ähm, da war das auch übrigens so eine bescheuerte Situation und alles, es war mitten in der Nacht. Ich habe erst gedacht, ich hat was getrunken und war irgendwie, keine Ahnung, weil es ein ganz komisches Gespräch war. Am Anfang habe ich auch gedacht, das ist sie. Mittlerweile glaube ich, das war vielleicht sogar sie und sie hat es nur als Ausrede verwendet, was weiß ich. Ähm, ja, und dann ist es halt im Prinzip so gewesen, dass die äh, <laughs> Das ist dann, also wir wollten uns, wir waren ja etwa, wir waren ja, eigentlich kann man das nicht als zusammen betrachten, ich weiß nicht. Also ich persönlich sehe das jedenfalls nicht als Beziehung, keine Ahnung. Also ich war mit der dann ja im Prinzip in Anführungszeichen etwa anderthalb Wochen zusammen. So, in der ersten Woche wollten wir uns direkt treffen. Lügenlord. Und in der zweiten Woche war es also so, äh, dass wir. Ja, was heißt in der zweiten Woche? Es war ja eigentlich Lügenort. bloß eine Woche. In der zweiten Woche war das ja, am Montag hat es ja Schluss gemacht und am Dienstag wollten wir uns treffen. Ursprünglich wollten wir uns Mittwoch treffen, aber da ging es halt nicht, weil sie halt äh, sagte, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Äh, sie sagte ja, dass sie ihre Tage hat und äh, es gibt ja Frauen, die haben da Probleme und so und Schmerzen und äh, hat sie halt gemeint, es geht halt nicht. Habe ich gesagt, okay, ist in Ordnung, machen wir halt nächste Woche dann und es wäre jetzt halt die Woche gewesen, also so diese Woche Dienstag. Genau, und das war es im Prinzip dann eigentlich schon. Lügen dort, lügen, dort, lügen dort. Und ja. hat sie dann einfach gesagt, so, haha, ist wieder Schluss, oder was? Nee, sie wurde da angeschrieben und hatte dann Angst und Panik, und weil ich gesagt habe, dass ich drei Leuten gesagt habe, äh, dass ich mit ihr zusammen bin und so. Äh, und es waren aber Leute, denen ich vertraue, die ich, eine Person, die kenne ich mein ganzes Leben lang. Und die hat mir mein Leben lang immer geholfen, und eine andere Person, und zwei andere Personen äh, sind halt Beamte, die halt auch Bescheid wissen mit dem ganzen Zeug, und äh, sie ist dann. Also erstmal dazu, Reini hat keine Freunde. Hatte nie und wird auch nie haben, weil er dafür einfach einen. Ja, er hat dafür einfach den falschen Charakter. Reini hat halt wirklich einen grottenschlechten Charakter. Das sieht man ja auch schon, wie er mit ihr umgeht. Jetzt hier ist aber auch schon wieder Thema Ich, 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 ne. Ich flank ja alle weg und sowas, ne? Ich hab ja hier 5000 Frauen gleichzeitig sieht man hier halt auch schon wieder ganz schön. Zudem, damit hat er sich auch schon wieder ein Eigentor geschossen. Sollte die andere halt wirklich real gewesen sein. Denn wenn sie, wenn sie schon so sagt, so, ja, ich möchte eigentlich nicht, dass das jemand zwischen uns erfährt. Und dann sagt Reini, ja, ich habe das jetzt aber schon drei Leuten erzählt. Ja, das war dann ein Eigentor. Ich spiele den Sound jetzt hier nicht nochmal ein. verfallen, dass irgendeiner von denen was geleakt haben muss weil die eben die Anschrift gekriegt hat. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass das schlicht und ergreifend so war, dass das halt ein Hater war, der halt zufällig ins Blaue hinein sie angeschrieben hat, einfach wegen der Nachricht auf Discord so. Mhm. Und aber ja. da war sie nicht, war sie da auch zu sehen oder bei Discord? Äh, nee, ich habe sie nicht auf Discord. Und wieso sind die dann davon ausgegangen, dass sie das ist, wenn das doch auf Discord quasi der Leak war, wo man sie ja gar nicht gesehen hat? Weil es entweder Lülülü von Reini gerade ist Oder Weil Reiner sie geleakt hat Daran wird es gelegen haben Weil die Hater immer so einen Schwachsinn machen Die Hater gehen ständig Von irgendeinem Bullshit aus Also das heißt, die konnten gar nicht wissen Dass sie das ist Und haben einfach ins Blaue rausgeraten, dass sie das ist Und irgendjemand hat sie dann angeschrieben Richtig, ich denke auch. Es haben auch es sind auch mehr angeschrieben worden. Also ich habe auch noch von ein paar anderen Leuten eine Nachricht bekommen, ich mit denen ja auch ich schon Texte länger. Gekriegt. Richtig, das ist ja auch noch dazu kommt, das auch noch genau. Und es gibt auch andere, von denen die wussten, wo sie angeschrieben haben. Und ich habe halt mehrere Leute gehabt, die angeschrieben wurden. Und da wurde ich halt dann ähm, auch Leute, mit denen ich schon teilweise gar keine schon längere längere Zeit keinen Kontakt mehr habe. Oder halt, äh, die ich zwar noch in meiner Kontaktliste habe, aber eben nochmal mal anschreibe oder mit denen ich halt dann kommuniziere. Mhm. Und ja, richtig und du, dumm halt. Und du sagtest, du kennst zwei Beamte? Sind das dann Polizisten ich oder kenn, was sind das? ich kenne einen kenn ganzen Haufen Beamte, haben ich die, die ganze Scheiße mit den Hatern. Speziell letztes Jahr von, von äh, speziell wegen der letzten Jahressache, äh, mit dem 20.08. Ja, Reini, die kennst du aber alle nicht persönlich. Du hast mit denen vielleicht mal zwei Wörter gewechselt oder so und gehst jetzt schon wieder davon aus, dass ihr Best Buddies seid, dass du Freunde bei der Polizei hast. Ich glaube nämlich nicht, weil die sind deine Scheiße nämlich auch schon leid. Ich könnte mir richtig vorstellen, dass die, dass die unter den Dienstgruppen in der PI näher richtig gefeiert haben, als es hieß, Rainer Winkler zieht weg. Und jetzt ist er auf einmal wieder da. Ganz ehrlich, da würde ich nicht gerne sein. Da würde ich wirklich nicht gerne sein. Weil jetzt ist die Stimmung bestimmt da wieder richtig im Arsch, weil die genau wissen, ja, der Winkler, der könnte jederzeit wieder anrufen. Beziehungsweise jetzt müssen wir hier noch irgendwie Sonderwagen stellen oder so, damit wir den Winkler irgendwie beschatten können. Das ist ja trotzdem deren Pflicht. Aber sie müssen es halt machen. Sie müssen es halt machen, obwohl sie keinen Bock drauf haben. Deswegen sind sie verbeamtet. Dann hast nicht, du dich quasi mit denen ich... angefreundet, weil du sagtest ja, du hättest äh, einer, nee, das, einer Person halt... das erzählt und zwei Beamten. Ja, nee, ich habe mich nicht mit denen angefreundet. Ich muss seit Jahren halt immer wieder mal hier mal Anzeige machen, da mal Anzeige machen, hier mal mit, mit Behörden sprechen, da mal mit Behörden sprechen, weil die Hater ja ständig irgendeine andere Scheiße machen. okay, weil du sagtest, drei Leute wussten, dass du mit ihr zusammen bist und zwei davon waren Beamte. Ja, Beamte. Heißt nicht, dass es Polizisten sind. Ach so. Also kennst du Beamte... andere Beamte. Stimmt, aber in Reinis Wortschatz heißt Beamter gleich Polizist. Und außerdem, wenn man irgendwo in ein Amt geht, um was zu beantragen oder weiß ich, eine Anzeige macht oder so, dann erzählt man dem doch nicht, ja, ach, übrigens, ne, ich bin jetzt mit dem und dem zusammen. Das interessiert die da nicht. Die wollen einfach nur ihre Arbeit machen. Habe ich auch gerade gesagt, ich muss mit vielen Behörden ständig sprechen, weil die Hater ständig mich irgendwo anzeigen, ständig irgendwas anderes machen. Äh. Es gibt, ja, es gibt ja verdammt viele Beamte. Also es ist ja alles sind ja alles Beamte. Die Polizei sind ja Beamte. Äh, Leute von der, vom Landrat und von der, von der. also vom Landratsamt und von der Gemeinde und so sind ja auch alles Beamte. Dazu kommen ja allein schon die Dinger von. Wie heißen sie, Ich habe den Namen vergessen. Äh, Derer? Verdammt. Von der BLM sind ja auch alles Beamte. Von daher. Achso, dann bist du. In den Kreisen hast du dann Freunde. Das muss nicht unbedingt sein. Also bei der Polizei, das sind alles Beamte, das stimmt. Man kann aber auch beim Landratsamt oder so tatsächlich auch nur angestellt sein. Dann ist man nicht verbeamtet. Das ist ein Unterschied wie Himmel und Hölle. Man kann in öffentlichen Ämtern, zum Beispiel auch beim Arbeitsamt, einfach nur angestellt sein, ohne verbeamtet zu sein. Das hat Reini wahrscheinlich noch nie gehört. Das sind keine Freunde, das sind einfach Leute, mit denen ich Kontakt habe und mit denen ich halt unter anderem auch spreche. Ach so. Ja, weil ich. Also, mir ist das jetzt noch nicht passiert, dass ich zu einer Behörde musste und gesagt habe: Übrigens, ich habe jetzt einen Freund. <laughs> verstehst du verstehst, was ich meine. Äh, ich, hab ja denen, ich bin ja nicht zu denen hingegangen und habe gesagt: Ich habe einen Freund. Man hat sich halt unterhalten und man unterhält sich dann, wenn man sich lange kennt. Heißt nicht, dass man Freunde sind. Äh, wenn man sich lange kennt, unterhält man sich auch mal kurz hier und da über das, was gibt's Neues und so. Einfach typisches Smalltalk halt. Ja, okay. ja und dann habe ich halt nebenbei erwähnt, dass ich halt eine Freundin habe. Ach so. Das Aber das heißt, die konnten sie, die konnten sie quasi auch nicht liegen, weil die auch nicht wussten, wer sie M ist. Richtig, ja. Beziehungsweise die haben mich halt einfach gefragt, ist es die oder die und ja. Aber selbst wenn die würden das ja nicht liegen. Die verlieren ja ihren Job, wenn sie das machen. Und ich bezweifle das, weil ich die speziell diese Behörden kenne ich halt schon ziemlich lange, weil ich da halt schon viele Jahre mit ihnen Kontakt habe. falsche Richtung. Nee, Reini, nicht unbedingt. Die verlieren deswegen nicht gleich ihren Job, wenn sie liegen. Ja, Reiner ist jetzt mit dem und dem zusammen, weil das Ganze keinen dienstlichen Bezug hat. Hätte es einen dienstlichen Bezug beziehungsweise einen Bezug zu dem Anlass, weswegen du da überhaupt bist und nicht, weil du Smalltalk geführt hast, dann, dann erst würden sie Probleme im Job kriegen. Aber wenn du denen das einfach so erzählst, dann Könnten die das ruhig weitererzählen, weil Smalltalk hat nichts mit dem Grund zu tun, weswegen du da bist, beziehungsweise wegen, de wegen des Sachverhalts, weswegen du da bist. Das hat damit nichts zu tun und deswegen kriegen die dann auch keine Probleme. Dürften sie zumindest nicht. Also es ist ja Quatsch. Warum sollten die das machen? Ja, ja, nee, es war nur Interessenhalber, weil ich hatte das jetzt noch nicht so, dass ich mich in irgendeiner Beamtenrichtung mit jemandem äh, Kontakt hatte. Ich habe äh, hab unter Beamten auch Freunde, also ich habe zum Beispiel äh, eine Bekannte von mir, mit der ich früher viel auf Party war und so und die mit einem Kumpel von mir zusammen ist oder zusammen war, ich weiß nicht, ob die noch Zam sind. Huch, was war denn jetzt los, jetzt ist mir der Lügenalarm verreckt. Ich habe schon längere Zeit keinen Kontakt mehr. Die ist zum Beispiel Polizistin. Also, die hat damals, als wir in die Disco gegangen sind, so mit 20, 22, hat die so ihre Ausbildung als Polizistin gemacht, zum Beispiel. Also, kenne ich auch genug Leute. Ah, okay. Und ich habe auch generell, ich habe auch ein paar Freunde hier und da. Aber mit denen habe ich halt beruflich nichts zu tun, so wegen YouTube oder so. Das sind halt Leute, die ich jetzt schon vor zig Jahren her kenne. Also die Hälfte haben herausgefunden, in welchem Hotel in Köln ich abgestiegen bin, nur anhand eines Bildes von, äh, also nur aufgrund eines Schrankes in meinem Video, das ich gemacht habe an dem Abend. Reini, das ist falsch. Du hast aus dem Fenster gefilmt und hast deine Aussicht gezeigt. Und daraufhin war es sehr einfach, dein Hotel irgendwie ausfindig zu machen weil man anhand des Ausblicks schon ziemlich gut einschränken konnte, wo du da bist. Und dann dauert es natürlich nicht lange und in Köln wird es ja sicherlich auch den ein oder anderen Hater geben, der vielleicht auch aus der Ecke da kommt, wo du dann halt abgestiegen bist in deinem Hotel. Und der ist dann einfach mal losgelaufen und hat dann mal so verglichen, ja, sieht das hier so aus, könnte das hier sein und dann, ja, hat er dich gefunden. Hat ja, sind schon wieder welche von meinem Tor, Ey, haben die echt nichts Besseres zu tun. Stehen schon wieder Leute jetzt. da? Ja, ja, mit dem Auto. Also, ich wechsle alle zwei Tage meine Hose, von daher. Spätestens. Wenn ich jetzt weg. Ja, hm. Muss ich glaube ich nicht zu sagen. Reini hat doch nur die eine Hose. Gehe oder so oder weiß, dass ich irgendwas unternehme, dann wechsle ich auch mal zwischendurch die Hose. Also ich ziehe mich normalerweise um, wenn ich das Haus Nervenzusammenbruch war es nicht ganz. Es war aber für mich wirklich eine harte Prüfung, weil es halt wirklich, ich war so knapp davor, wirklich rauszugehen und denen wirklich die Fresse einzuschlagen. Für mich ist halt die Sache, ich hasse es anderen Menschen weh zu tun. Und bevor ich jemand anderen weh tue, versuche ich meine Aggression erstmal darin zu ersticken, okay. dass ich halt hergehe und meine Aggression an irgendwelchen Gegenständen auslasse. Okay. Weil ich halt weiß, dass ich im Nachhinein, wenn ich okay. was mache, ewige jahrelange Businessbisse habe. Ich habe in der Schule mal jemanden, nachdem er mich brutal genervt hat und halt immer weitergemacht hat und mich erstmal provoziert hat, bis ich losgelegt habe. Ähm, bin ich dann hergegangen und habe äh, dem ein paar verpasst und da habe ich bis heute noch Gedanken darüber, dass das eigentlich scheiße war und dass ich das nicht hätte machen dürfen. Okay. Lüge. Reini, du wirst den wahrscheinlich einfach so geschlagen haben, weil du gedacht hast, dass der dich nervt. Dabei hat er eigentlich gar nichts gemacht und ja, Gewissensbisse, davon merkt man nichts, sonst würdest du nicht ständig so aggressiv reagieren. Okay. Aber das ist also, ja auch mit diesem einen da letztes Jahr gekloppt, ne? Der da kam und dir deinen Anhänger abgenommen hat. Ja, der Typ war auch schon ungefähr zehnmal hier. Mit dem hast du dich ja auch geprügelt. Nee, mit dem habe ich mich nicht geprügelt. Nee, ich habe den, hab den einfach eine reingehauen, das war alles. Das würde ich nicht als Prügelei bezeichnen. Prügelei würde ich bezeichnen, wenn er mir eine reinhaut ich hau ihn eine rein, dann geht er so lange, bis einer aufhört. Aber einfach nur eine, einfach nur eine geschmiert, das ist ja nicht, ist ja kein, äh, ist ja kein Ding. Mhm. Das ist auch so ein asozialer, mit dem würde ich, den würde ich am liebsten auch mal richtig zusammenfalten. Es gibt eigentlich nicht oft die Situation, dass ich wirklich einem Menschen wirklich ernsthaft wehtun möchte. Auch in dem Nachhinein so. Aber es gibt ein paar Verwe wenige einzelne Leute. Ich könnte jetzt hier schon wieder Einspieler reinschneiden, aber ich sag's mal so, Reini, du hast an deinem 30. Geburtstag zum Beispiel gesagt, dass du am liebsten die ganze Erde auslöschen möchtest, um am Ende dann Selbstmord zu begehen. Das hast du gesagt. Du hast auch des Öfteren den Hatern Schläge angedroht, wenn sie zu dir kommen. Da gibt's Dutzende von Aufnahmen. Du hast... Tausenden Leuten schon den Tod angedroht. Jetzt auch neulich erst wieder, als gab es ja vor kurzem erst diesen WhatsApp-Leak, wo jemand Rainer geschrieben hat: Rainer bist du es, und Rainer dann geantwortet hat mit: Bring dich um. Aber nein, er wünscht keinem irgendwas Schlechtes. Und, er ich, ist hasse einer mich. Davon? und ich hasse mich dafür, dass ich so, dass ich überhaupt solche Gedanken habe. Er ist einer davon, ja. Er und zwei, drei andere. Ja, kannst du nicht irgendwie äh, sowas äh, gerichtlich verfügen, dass er dich in Ruhe lassen muss oder irgendwas? Kostet alles Geld. Okay. Die Sache ist, ich hätte jetzt dieses Jahr so viel Kohle verdient, äh, wenn die Sache mit der BLM nicht gewesen wäre. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ich hatte dieses Jahr eigentlich vor, wenn jetzt die Sache mit der BLM nicht gewesen wäre und wenn ich weiterhin so viel verdient hätte, wie Ende letzten Jahres, äh, dann hätte ich, äh, Mitte dieses Jahres so jetzt im August oder was hätte ich dann wirklich Urlaub machen können, weil ich hätte jetzt so viel Kohle gehabt, dass ich mir für zwei drei Wochen eventuell einen äh, Security hier herstellen kann, während ich im Urlaub bin, Tag und Nacht und hätte nebenbei sogar noch die Möglichkeit gehabt, und wäre ich vielleicht noch irgendwo hingeflogen oder hingefahren. Okay. Ich habe mich sogar nach, uh, nach ziehen und alles umgeschaut. Stelle sich das einer vor. Also erstens allein schon beim Flughafen würden sich Hunderte Leute beschweren darüber, dass du zum Beispiel auch so stinkst. Weil du ja nie wirklich duscht. Du machst dich ja nie wirklich sauber. Alleine im Flugzeug, das wäre eine richtige Qual. Das wäre eine Qual für jedermann, das mag man sich gar nicht vorstellen. Dazu kommt, Reini, von deinen Ausmaßen her passt du, glaube ich, nicht einmal durch die Sicherheitskontrolle durch. Geschweige denn... Das Flugzeug könnte Probleme mit dem Abheben bekommen wegen Übergewicht. Ich wollte es nur mal anmerken. Und einfach auch nur utopisch, der. Der Mann will sich über eine Woche einen Security vors Haus stellen. Naja, ne, so als Security, ne, man kann einfach Geld verdienen, aber das ist doch auch einfach nur komplett weltfremd. Also tut mir wirklich leid, aber. Wir wissen ja alle, Reini lebt nicht ganz so in der Realität, zumindest nicht in der richtigen Realität, er lebt in seiner eigenen, aber dass das Ganze schon diese Ausmaße annimmt, es ist einfach wirklich unbeschreiblich. Aber hm, eventuell nach Mallorca oder so, irgendwo hin, wo es Sonne scheint. Und ich hätte halt so viel Kohle verdient gehabt, ich habe ja zum Teil äh, 3000 Euro verdient gehabt. Oh, krass. Gut, gut, dazu muss man sagen, es kommen natürlich noch Abzüge dazu, na, das ist halt alles bloß. Netto oder brutto? Ich kann das ja nicht auseinanderhalten. Also das ist das ohne Ausgaben, also ohne wo ich Abgaben habe, kam... Ja, Reini, bei dir wäre es netto, weil du ja sowieso keine Steuern zahlst, aber was du meinst, ist brutto. Davon gehen noch Steuern ab. Zudem hatte er damals sowieso noch seine Pfändungen auf dem Konto. Das heißt, am Ende hat er sowieso nur 1200 oder so zur Verfügung. Egal, wie viel Geld er verdient hat. Obwohl, ich, ich sag schon wieder verdient, Junge das nimmt hier wieder. nee, da geht mir schon wieder hier zu kopf alles. er hat natürlich geld bekommen. verdient ist was anderes. Okay, kämen noch die abgaben dazu? Äh, jetzt momentan zahle ich gar nichts, weil ich momentan noch als nebengewerbe gelte. Äh, da muss ich keine abgaben zahlen, zumindest keine umsatzsteuer. ich verwechsel die sachen immer, da muss ich nachgucken. auf jeden fall, äh, oder gewerbesteuer, doch gewerbesteuer muss ich, glaube ich, zahlen. umsatzsteuer muss ich, glaube ich, nicht zahlen. Bis zu einem gewissen Freibetrag. Obwohl von Steuern habe ich keine Ahnung, muss ich an dieser Stelle sagen, aber ich bin der Meinung, beim Kleingewerbe hast du halt einen, ich sag mal, im Vergleichs, im Vergleichswert einen etwas höheren Freibetrag, als wenn du ein richtiges Gewerbe hast. Beziehungsweise sind die Prozente, wenn du diesen Wert überschreitest, sind die noch nicht ganz so hoch, wie wenn du ein richtiges Gewerbe hast. Korrigiert mich da gerne, wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Ist sowas, ja. Und was ist mit Einkommensteuer? Oder was die Einkommenssteuer? Ich verwechsel es immer, muss ich nachgucken, weiß ich nicht auswendig, keine Ahnung. Naja, die zahlt rein ja in die USA oder USB oder wo YouNow auch immer sitzt. Auf jeden Fall irgendwas muss ich nicht zahlen. Okay und, und, und äh, was ist mit Krankenversicherung und so sowas ist doch meistens richtig. Ja das, ja, ja das läuft ja alles anderweitig das hat ja das ist ja alles mal anderes Zeug. Ja doch du musst dich ja selbst ja mit Krankenversicherung Ja du, aber das hat ja mit Steuern wo. nichts zu tun. Aber das nicht unbedingt ich glaube als Kleingewerbe hast du auch noch die Möglichkeit gesetzlich versichert zu sein das weiß ich aber auch nicht so ganz genau. Äh, wo wir gerade dabei sind, ich gucke es einfach mal fix nach. Okay, also wie ich das jetzt hier sehe, äh, muss man sich bei der Krankenversicherung dann, ich sag mal, befreien lassen und der neue Abschlag, den man dann zahlen muss, der richtet sich dann nach dem Einkommen. Also, man kann durchaus auch bei der Krankenversicherung bleiben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bloß dass man halt die vollen Abschläge zahlt und nicht mehr der Arbeitgeber oder sowas dann was zuzahlt. Aber man ist jetzt, soweit ich das verstanden habe, nicht verpflichtet, sich eine private Versicherung zu holen. Also eine Privatversicherung, sondern kann es noch auf dem gesetzlichen Wege machen, aber muss da dann halt deutlich mehr zahlen. Deswegen macht es meines Wissens nach auch eher Sinn, sich dann wirklich privat zu versichern. Aber gut, das ist alles nur. Das ist alles nur gefährliches Halbwissen, was ich hier habe. Das hast du soweit. Zahlst du da viel? Es ja, geht. Momentan ist halt ein bisschen schwierig eigentlich. Wir bist nur versichert gesetzlich oder privat? <laughs> Sorry, aber darüber möchte ich echt nicht reden. Okay. Ähm, aber jetzt muss ich mal fragen, weil ich habe ja auch ein Gewerbe. Du bist ja dann mit 3000 Euro über dem äh, Freibetrag, dann müsstest du doch eigentlich Steuern Nein. zahlen, oder? 3.000 Euro ist ja nicht der Freibetrag. 17.000 Euro im Jahr ist der Freibetrag oder waren es sogar Euro? Auf jeden Fall ein recht hoher Betrag ist das. Und normalerweise hätte ich den jetzt natürlich überschritten, äh, wenn es auf lange Sicht so weitergegangen wäre. Aber jetzt habe ich ihn halt, äh, bin ich halt ganz knapp noch drunter geflogen, weil ich halt Anfang des Jahres, letzten Jahr, nicht ganz so viel verdient habe und jetzt momentan verdiene ich auch wieder nicht so viel. Also ganz knapp drüber. Ja, also ich habe das alles, wie gesagt, auch schon durch so. Ähm, ich würde dir echt gerne, also ich würde dir echt gerne hundertprozentig vertrauen, aber bevor wir uns real getroffen haben und alles, kann ich das einfach nicht. Ja. Ja, ich will halt einfach nur, dass du siehst, dass ich mich ja dir gegenüber eigentlich immer sehr, sehr nett verhalte und ehrlich mit dir bin. Und deswegen streiten wir uns wahrscheinlich auch hier und da, weil ich halt wirklich einfach ehrlich bin, weil ich zu 100% ehrlich mit dir sein will. Und weil ich eben nicht möchte, dass du das Gefühl hast, ich äh, sag dir irgendwas nicht, ich verheimliche dir irgendwas. Ähm, deswegen sage ich dir auch immer, wenn ich irgendwo hingehe und so. Einfach nur damit du quasi siehst, dass du mir halt vertrauen kannst. Das ist mir halt einfach wichtig, weil ich finde, Vertrauen ist halt einfach. Ein wichtiger Punkt. Und ich meine, du hast ja jetzt auch mit dieser anderen Tante gesehen, dass halt auch, wenn man sich kennt, dass das nicht mehr den großen Unterschied macht. Also versuch einfach, ich weiß, das ist schwer, aber versuch vielleicht einfach zu sehen, was ich tue und was ich sage und wie offen ich mit dir bin. Vielleicht hilft das einfach, dass du äh, nicht mehr davon ausgehst, dass ich auch eine von denen bin. Ja, so sollte es ja auch in den besten Beziehungen eigentlich laufen, dass man sich alles erzählen kann. Und mit dieser Vorstellung, dass. Reini ihr deswegen mehr vertrauen soll, da beißt sie natürlich auf Granit. Wir alle kennen doch unseren Wingel. Weil, wie gesagt, das. Äh ich vertraue dir mehr, als ich den meisten vertraue. Das habe ich dir aber schon mal gesagt, glaube ich. Ja, das ist ja auch okay. Ich wollte es halt nur nochmal erklären, weil das ist mir wichtig, weil ich kriege ja jetzt selber Nachrichten von diesen Arschlöchern und mit denen auf eine Stufe gestellt werden, finde ich ehrlich gesagt. Äh, ich habe dich noch nie mit denen auf nein, eine nein, Stufe du gestellt. du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe dich noch nie mit denen auf eine Stufe gestellt. Ich weiß, ich habe es jetzt auch ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ich wollte es halt nur noch mal sagen, dass du. Ne? <laughs> nee, ähm. Und zu der Sache mit dem Pärchen, mit denen ich da schreibe, ich sag denen nicht mehr, als ich dir sage. Ich habe dir sogar schon mehr gesagt als denen. Wenn du immer ehrlich bist, folgende Frage: Was genau hast du denn für Gefühle für mich? Sag mal. Nee, Reini, im letzten Part, da habt ihr euch die ganze Zeit darüber gestritten, wie das jetzt ist, ob Reini jetzt mit anderen Frauen irgendwas machen darf, ob sie das darf oder nicht und wie man dazu steht und sowas. Und dass dieses Thema einfach immer wieder aufgewärmt wurde und Reini mehrfach den Kontakt abgebrochen hat. Und jetzt fängt er wieder an, so ja, äh, was fühlst du eigentlich für mich? Dieser Mensch hat Stimmungsschwankungen, das kannst du dir echt nicht ausdenken. Im Moment kann ich das super schwierig beantworten. Also, ich sag mal, so vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, dass ich wahrscheinlich auch verknallt bin, ein bisschen. Ähm, Im Moment weiß ich das nicht so, weil ich sag mal, wie gesagt, wir haben jetzt gerade erst wieder Kontakt und äh, das hat mir schon wehgetan, was da vorher passiert ist und äh, gut, deswegen kann ich das gerade nicht so gut Kontakt. packen. Kontakt hatten wir ja. Nur halt anders. Ja, ja, gut, du hast im Prinzip gesagt, du willst keine Beziehung mehr, das passt alles für dich nicht und nur eine Freundschaft. Also hast du quasi mit mir Schluss gemacht. Und das hinterlässt halt jetzt erstmal gewisse Spuren. Das heißt, ich brauche jetzt halt quasi erstmal ähm, ein bisschen Zeit, um das wieder zu reparieren. Also im Moment weiß ich es halt nicht. Mhm. Aber wir sehen uns ja eh bald, dann weiß man das ja eh nochmal besser. Also ich, also ich würde nicht hier sitzen, wenn ich total desinteressiert wäre. Der Ball kommt gut. Oh, ein Eigentor. Ich glaube, das ist ja wohl klar. Mhm. Du meintest ja vorhin, dass du diesem einen da, der dich letztes Jahr beklaut hat, dass das einer der Menschen ist, denen du gerne wehtun würdest. Auch wenn ich der Gedanke äh, ärgert. Die Aussage ist vielleicht, äh, die Aussage hätte ich vielleicht ein bisschen anders formulieren sollen. Das ist, wäre einer von den Menschen, bei denen es mir wahrscheinlich weniger ausmachen würde, ihm weh zu tun. Das ist jetzt keiner, zu dem ich. Ist, ich würde niemals zu irgendjemandem hinfahren und dem absichtlich wehtun oder so aber wenn der noch mal hier auftaucht oder wenn ich noch mal die Chance dazu habe und äh, wenn ich in dem Moment extrem angepisst wäre, wäre das einer, dem ich wirklich wehtun würde. Ja. Reini, hast du nicht auch mal ein Video gemacht, wo du bei Hatern waren das die, die dir den Rollator vor die Tür gestellt haben? Bin ich zumindest der Meinung, dass die das waren. Dass du danach ein Video an angemacht oder ein Video aufgenommen hast, wo du gesagt hast, ja, ich werde mich da mal mit euren Eltern unterhalten, da komme ich dann zu euch. Also du würdest nie zu anderen hingehen und den Weh tun oder sowas. Würdest du nicht machen. Und ich glaube auch damals bei der Käferbande, den einen davon den hast du ja auch angerufen und hast ihm angedroht, dass du ihn mal besuchen kommst. Kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Aber Raini würde sowas ja nie tun. Inwiefern? So im Sinne von, willst du den kalt machen? Willst du den verprügeln? Na, also ganz so schlimm ist es vielleicht dann doch nicht, aber äh, ja, das kommt nicht auf die Situation und das kann ich halt bei nicht sagen. Ne? Manchmal hat man ja so Gewaltfantasien, also ich zumindest. Ich nicht, überhaupt nicht. Ich bin genau, ich bin absolut gegen Gewalt, komplett. Aber ähm, oh, Hilfe. aber die, äh, aber das ist halt einer, bei dem ich kein Problem damit habe, wenn ich dem weh tue. Normalerweise bin ich halt immer so, ich hasse es, Gewalt auszuüben und äh, weiß, dass ich mir hinterher nur selber weh tue damit, weil ich damit hinterher letzten Endes nur selber mir schade, mhm. ähm, weil es halt meiner Seele weh tut. Auch wenn ich weiß, dass es gerechtfertigt ist oder dass die, die Verteidigung, die ich mache, gerechtfertigt ist, äh, bin ich halt trotzdem nicht besonders begeistert davon. Mhm. Und äh, bei ihm ist halt einfach die Sache, äh, ja, ich habe halt kein Problem damit ihm wirklich weh zu tun, wenn es nur nötig wäre. Aber das kommt halt auch immer auf die Situation an. Also im anderen würde nochmal vor deiner Tür stehen und nicht nochmal provozieren. Kommt auf die Situation an. Es kommt darauf an, wie aggressiv ich an dem Tag sowieso schon bin. Und äh, ja, ist halt sehr schwierig zu sagen. Es kommt immer darauf an, wie ich an dem Tag drauf bin. Mhm. Für gewöhnlich, für gewöhnlich habe ich mich ja sehr gut unter Kontrolle und normalerweise halte ich an dieser Kontrolle auch fest. Lügen dort, Lügen dort, Tatsächlich Lügen dort. ist mein Zaun unter anderem ja dafür da, Das ist mir aber erst vor einiger Zeit klar geworden, eigentlich ist mein Zaun für mich mehr äh, ein Schutz davor, dass ich den Leuten wehtue, als dass die Leute hier reinkommen. Weil ich... Sag mal, nee, Reini, hörst du dir überhaupt zu? Dein Zorn ist ein Schutz für dich, damit die Leute nicht reinkommen oder so? Oder wie hast du es ausgedrückt? Das war einfach so dumm, ich hab's schon wieder vergessen. Reini, diese Aussage widerspricht sich in, in sich selber. Ich weiß nicht mal, was du damit ausdrücken willst. Willst du damit ausdrücken, dass du, wenn du zornig wirst, so abschreckend wirst, dass sich niemand mehr auf dein Grundstück traut, oder was? Also einen, einen anderen Sinn kann ich daraus nicht sehen. Ich jedes Mal, bevor ich das Tor aufmache, dann noch eine Sekunde zum Nachdenken habe und dann meistens schon wieder bei klarem Verstand bin. Gab es nochmal Neuigkeiten äh, von dieser Gerichtsklamotte da und das mit dem Kind, was du mir erzählt hattest? Ist da noch irgendwas raus geworden? Noch nicht. Weil du ja sagtest, das kann sein, dass du da, da eine Bewährungsstrafe kriegst oder irgendwas. Weiß ich noch nicht. Ja. Bisher ist da noch nichts gekommen. Also immer noch alles in der Schwebe. Ja, Gerichte halt, ne? Die brauchen 300 Jahre, bis die überhaupt in die Puschen kommen, geschweige denn, dass sie irgendwas mal richtig hinkriegen. Okay, und hat dein Anwalt dir da noch irgendwas geraten? Wie gesagt, ich habe momentan überhaupt noch nichts mitgekriegt. Da ist momentan alles noch in der Schwebe. Okay, also auch noch keine Anzeigen reingeflattert oder so? Nee, gar nichts. Ich bin es so leid. Okay, das klingt aber nicht gut. Das hat nichts mit Selbstmordgedanken zu tun. Wollte ich nochmal kurz festhalten. Klingt ein bisschen so. Ja, Reini, dafür, dass du es jetzt wieder ansprichst, gibt mir das wieder eine sehr gute Vorlage. Reini, mit solchen Aussagen versuchst du doch einfach nur Mitleid beim Gegenüber irgendwie heraufzubeschwören. Reini, du hast keine Selbstmordgedanken. Und mit diesen Aussagen trittst du jedem, wirklich jedem, der mit Selbstmordgedanken zu kämpfen hat, trittst du demjenigen richtig in die Fresse. Das ist genau das, was du mit solchen Aussagen machst. Mir fehlen einfach gerade schon wieder die Worte. Er spricht es einfach schon wieder an. Ja, Selbstmordgedanken und so. Reini hatte sowas nie. Nee, nee. Das nicht. Ich habe keine. also ich habe keine Angst davor zu sterben, aber ich habe jetzt auch nicht vor, mich umzubringen. Den Gefallen tue ich den Arschlöchern bestimmt nicht. Dafür bin ich zu egoistisch. Was mache ich? Und ich sagte, oder du hast mit dem ganzen Internetkram auf, es um und machst einen Homeoffice-Job. <laughs> Entschuldigung, Leute, aber wir alle kennen doch die Antwort darauf. Wir alle kennen sie doch. Ja. Und dann würde er ich mein Leben lang in einer Firma buggeln. Nee, danke. Das, ihr Lieben, ist Reiners Einstellung zu richtiger, echter. Arbeit. Wir haben es gerade alle gehört. Äh, und ich kann ja kochen, so ist es nett. Also ich habe ja auch eigene Rezepte zum Teil und so. Und... Natürlich kann Reini überhaupt nicht kochen. Wir haben uns das Elend ja schon mal angeguckt. Wir gucken es uns bald auch nochmal an. Denn Reiners kulinarische Köstlichkeiten wird bald in die zweite Runde gehen. So viel kann ich ja schon mal in die Welt hinauskrähen. Aber Reini, du kannst nicht kochen. Es wäre eine Zumutung für jeden, der deinen Nährschlamm, den du da produzierst, der das essen müsste. Also wirklich, es tut mir leid. Das kann man ja nicht mal mehr essen nennen. Ist einfach eine reine Lebensmittelverschwendung, was dieser Mensch begeht. Und er nennt es Kochen. Angeblich habe er über zehn Jahre Kochen gelernt. Ist klar, Raini. Ist klar. Das glaubt dir ja auch wirklich jeder. Buch, ähm, Handschuhe. Und äh, ja, also ich kann, kann das alles schon, so ist es nicht. Aber ich bin halt für mich alleine, ist es halt einfach immer zu viel Aufwand oder ich finde, es ist zu viel Aufwand. Und dann lasse ich es halt einfach gleich bleiben. Mhm. Ach, wenn meine Küche so ein zusammengewürfelter Haufen aktuell ist. Alle Küche, also mein Vater und meine Mutter noch hier waren, war halt total kaputt. Zum Teil. Und meine Schwester hat damals eine Küche gehabt, die hat sie ja mitgenommen. Also die hat sie sich gekauft gehabt. Und dann ist sie aus der Wohnung, wo sie mit ihrer Freundin damals angezogen ist, ist sie dann rausgegangen und dann hat sie, sie bei mir zwischengelagert und meinte sie halt so, ja, sie braucht die Küche nicht mehr, ich kann sie haben. Und dann habe ich sie halt bei mir einbauen wollen. Habe ich dann auch gemacht, aber das hat dann irgendwie nicht richtig hingehauen, alles. Ach, das war alles für den Arsch. Okay. Ja, Rainy, weil das bestimmt alles nicht gepasst hatte. Ich meine, nicht jede Küche passt in jede Wohnung rein. Und wir alle wissen, was du aus deiner Küche gemacht hast. Also, das ist ja der perfekte Nährboden für irgendwelche Schädlinge oder für irgendwelche Krankheiten gewesen. Also, mich würde es nicht wundern, wenn du wirklich mal Besuch gehabt hättest. Und demjenigen irgendwas zu essen aus deiner Küche angeboten hättest, dass der am nächsten Tag mit Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus liegt. Mache ich sowieso. Ich koche meistens sowieso, äh, weil ich ganz andere Mengen halt gewöhnt war wegen meiner Familie und so. Wir waren jetzt zu so fünf. Äh, Mutter, Schwester, Vater und so weiter und Oma. Da habe ich sowieso immer mehr gekocht und das bin ich immer noch gewöhnt. Also ich koche auch immer so für zwei, drei Personen mindestens, wenn ich was koche. Mit dem Unterschied, dass du auch für zwei, drei Personen isst. Das sieht man dir aber auch an. Ne? Ausmaße wie ein Smart. Wir alle kennen's. Äh, wo ich dann früh was. Äh, wo ich dann an dem Abend oder an dem Tag was essen, dann halt den Rest am nächsten Morgen oder so. Ah, okay. Oder halt vielleicht später in der Nacht, je nachdem, man ich gekocht habe. Wie machst du das jetzt eigentlich fest? Mit dem Zug oder mit dem Auto? Das weiß ich noch nicht. Eins von beiden. Das kommt halt drauf an, ob ich den. Äh quasi unser Gemeinschaftsauto haben kann. Ähm, oder nicht. Das ist gerade noch nicht so hundertprozentig durch, weil eigentlich dürfte ich den Firmenwagen haben. Gesundheit. Danke. Ähm, aber ich weiß nicht, ob an dem Wochenende jemand anders den Firmenwagen braucht. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob ich mit Zug oder mit Auto komme. Mal angenommen, ich würde mit Zug kommen. Würdest du mich am Bahnhof abholen? Nein, auf gar keinen Fall. Natürlich hole ich dich am Bahnhof ab. Nee, Reini. Das erste wäre wahrscheinlicher gewesen. Dass du ihr wahrscheinlich noch gesagt hättest, ja nö, weiß ja, wo ich wohne, kannst laufen. Das wäre so eine typische Reini-Aktion. Aber gut, Reini rechnet sich halt bei ihr Chancen aus. Deswegen sagt er halt alles, was sie hören möchte. Was ist denn das für eine Frage? Du wieder. Warum sollte ich dich nicht an Bahnhof abholen? Nee, ich frag nur. Gerade weil du sagst, ja, wenn, wenn an dem Wochenende viele Leute kommen. Abholen kann ich dich schon, aber du musst halt nach wie vor bedenken, dass es ein Risiko gibt, wenn wir irgendwo hinfahren oder wenn wir irgendwas machen oder so, ne? Dann bleiben wir halt überwiegend drin, ist ja nicht schlimm. Hm. Ich meinte eigentlich, wenn ich dich abhole oder so, oder wenn wir zu mir fahren und da werde ich vor meinem Haustisch stehen. Achso, ja, dann ist das so. Ich muss ja nicht aussteigen. Hm, nee, musst du nicht, weil die dich meistens schon fotografieren, bevor du ausgestiegen bist. Dann ja, schiebe ich halt die Kapuze vors Gesicht. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, wie gesagt, sie haben mich ja eh dass schon Dass du damit so sorglos bist. Nee, ich bin damit nicht sorglos, aber ich sag mal so, die schreiben mich ja eh schon an. Wenn sie dann jetzt noch irgendwie Fotos machen, wo ich mir eine Kapuze ins Gesicht ziehe, also ich sag mal so, da kann ja kein Mensch was mit anfangen, mit runtergezogener Kapuze. Weißt du, ja, dann verschleiere ich mich halt. Das ist mir ziemlich egal. Da kann die eh nichts mit anfangen, wenn ich mir die Kapuze ins Gesicht ziehe. Dann sieht man meine Haare nicht, dann sieht man mein Gesicht nicht. Dann sieht man mich nur in einer großen Searcher-Jacke. Meine ganze rechte, mein rechte Hand ist zerstochen. Was ist denn das gerade los? Äh, die habe ich jetzt gerade in dem Kopf. Was war da drauf? Ähm, also, der eine meinte irgendwie, ich soll dich von. Warte, ich gucke selber nochmal nach. Von Borsti grüßen. Ihr, Sie, ihr seid alte Freunde. Du kennst ja, ihn. das ist ein Hater. Ah, okay, den kennst du also. Ja, das war mal einer, der war mal auf meinem Speaker aber das war ein das Arschloch. Reini, das einzige richtige Arschloch bist du selber. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon gebannt hatte. Und der eine meinte ja auch, ich soll irgendwie alle Chats veröffentlichen, sonst äh, werde ich halt was erleben und so. Und ich glaube, wenn ich ja. da dann noch nichts gemacht habe, dann musst du dir, glaube ich, nicht so den Kopf machen. Weil das war ja schon ziemlich böse. Da, Spoilerwarnung, das Ganze, das kommt natürlich noch. Sie veröffentlicht ja alles. Deswegen, auf welcher Grundlage würden wir uns den ganzen Mist denn hier überhaupt antun? Ja, also Sache ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Du hast zwei Optionen. Aber nur zwei. Überlegst dir gut. Du hast die Option, dass du mit mir, wenn du mit mir was anfängst, mich verarscht hinterher. Mhm. Oder halt dann dazwischen und es dann dadurch beendest. Oder du hast die Option, dass wir versuchen nach Möglichkeit, dass du nicht veröffentlicht wirst, nicht geleakt wirst. Und im besten Falle die Leute nicht mal mitkriegen, wann du bei mir bist. Weil Fakt ist, sobald die Leute mitkriegen, dass du bei mir bist, werden die alles tun, um so viele Leute wie möglich hierher zu schicken, äh, dass du bei mir bist, dass die versuchen können, äh, dich zu liegen bzw. herauszufinden, wer du bist, woher du bist und so weiter. Okay. Also im Klartext äh, ist es. Im Klartext, die Hater sind eine riesige, organisierte Masse. Was natürlich nicht stimmt. Wir machen alle unser Zeug selber. Und wenn wir uns in der Meinung nur mal gleichen, dann sind, glaube ich, nicht wir das Problem, sondern eher du, Raini. Das ist eigentlich immer das Risiko. Sobald einer weiß, dass du hier bist, postet der das. Und äh, es gibt auch Hater, die hier aus der Nähe, aus Nürnberg, aus Fürth, aus der Umgebung, selbst aus Neustadt-Landkreis sind. Und die dann mit aller Macht versuchen werden, herauszufinden, wer du bist, hierher zu kommen. Und hier, wenn es sein muss, stundenlang vor meiner Haustür rumstehen. Okay, krass. Die Frage ist halt letzten Endes jetzt, ob wir überhaupt jemals Kinder haben könnten zusammen. Immer unabhängig davon, ob man es kann oder nicht. Nee. Habe ich ja schon mal gesagt, die Ersten, die bei Reini auf der Matte stehen, wenn er irgendwie mal ein Kind in die Welt setzt, das ist das Jugendamt. Weil die sehen das natürlich gar nicht gerne, wenn ein Kind in der, wir erinnern uns, in der Schanze groß wird. In dieser riesigen Baustelle bzw. Müllhalde. Das hätte das Jugendamt nicht einen Tag mitgebracht, mitgemacht. Das Kind hätte die Schanze wahrscheinlich nie von innen gesehen. Das hätten sie ihm wahrscheinlich schon im Krankenhaus weggenommen. Wieso? Äh, also mein, du weißt schon, was ich meine. Ne? Ich meine jetzt nicht, ob es von der Biologie hier funktioniert, sondern... Ob es damit funktioniert, wenn man jetzt sagt, man will Kinder. Äh, Welche ja die Hater? Willst du wirklich in diese scheiße Kinder aufziehen? Das weiß ich nicht. Ich kann das jetzt noch nicht beurteilen. Tja, ich mache mir darüber jedenfalls sehr viele Gedanken. Ja, Reini, aber das bringt dir auch nichts. Du brauchst dir keine Gedanken machen, weil es wird eh nie passieren. Damit haben wir Teil 9 fertig. Und. Machen wir mal weiter mit Teil 10, ne? Überlege gerade, ob ich mir was von Burger King zum Essen holen soll. Hm, schade, meine Aufnahmen sind nichts geworden. Mist. Naja, ich esse normal gar nichts von Burger King, aber ich stehe ab und an auf Chili Cheese Nuggets oder Cheeseburger. Oder aber er ist ja keine Burger. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Und natürlich seine Aufnahmen, das ist doch nie was geworden. Also ist doch kein großer Unterschied zu sonst. Oder Long schicken mit Kesse. oder den extra scharfen Chili Cheese. Hab dich entblockt und ich werde jetzt wohl schnell fahren, mir was zu essen kaufen. Dauert aber eine Weile, bis ich dir wieder schreiben kann. Hab im Moment unterwegs kein Netz. Ja, sehr schön. Er hat sie auch wieder blockiert und. Ja, jetzt nicht mehr. Also. Wie gesagt, an ihrer Stelle. Ja. Wäre ich schon längst weg gewesen. Aber was mir auch noch. Aufgefallen ist, beziehungsweise was mir durch einen ganz lieben Kommentar gesagt wurde, dass bei einem Gespräch neulich, dass da ein kleines, ich nenne es mal Easter Egg gab, und zwar das Cola-Bärchen gesagt hat, ich mag Schafe, als Reini da aufgezählt hat, was er schon alles für Tiere besessen hat. Und das ist doch wohl eine Anspielung auf Regenbogenschaf, oder? Also ganz viel lieben Dank an dieser Stelle nochmal an den Kommentarschreiber. Liebe geht raus. Okay. Falls du Zeit hast, ich bin im Stream. Übrigens, weißt an wen ich gedacht habe, als ich mein neuestes Wix-Video hochgeladen habe? An wen? Na, dich. Will natürlich auch jede Frau wissen. War der Morgen meines Geburtstages. Ich habe dir ja morgen nicht was geschrieben, weiß nimmer überhaupt was. Und dann hatte ich Lust und hab es gefilmt. Wann warst eigentlich mit dem einen im Bett und woher kennst du den? Das ist jemand aus dem Freundeskreis. Das war dann irgendwie letzte Woche oder so. Ah, ja. Vielleicht war es auch vorletzte. Weiß ich nicht mehr genau. Wieso? Nur so. Würdest du mir was versprechen? Allerdings. Ach nee, vergiss es. Nicht so wichtig. Ja, hm. hat er bestimmt auch wieder aus irgendeinem Anime dieses tiefsinnige So. Ja, würdest du mir was versprechen? Obwohl, nee. Lass mal lieber... Das kommt nicht gut. Ja, das hat er bestimmt wieder aus einem Anime und... Ja, es ist einfach nur wieder Manipulation, was er hier versucht. Aber scheitert ja schon dabei. Sag doch. Es war eine dumme Idee. Okay. Vergiss es einfach, passt schon. Wollte dich um was bitten, dass ich mich aber nicht halten könnte. Und das wäre ungerecht. Monogam zu bleiben? Oder wie? Dass du bis wir uns treffen mit keinem mehr was hast. Allerdings wollte ich mich ja auch noch mit dir eintreffen. Falls die wirklich kommt. Und dann wäre es ungerecht. Reini, ich bin überrascht. Ich bin überrascht, dass du das eingesehen hast, dass es ungerecht ist. Da, aber dann sprich es doch gar nicht erst an. Führ diesen Dialog gerne in deinem Kopf. Aber sprich das doch nicht an, das kommt. Nee, das kommt einfach nur arschig. Aber gut, das bist du ja auch. Du bist ja eigentlich ein riesiger Arsch. Ein Arschgebirge bist du. Ja, das Thema, das hatten wir letztes Mal schon so oft mit dieser, ja, jetzt doch Monogam oder ich dachte, wir warten, bis wir uns sehen und so. Ach, keine Ahnung. Ja, am Ende wird es doch eh wieder im Streit enden. Ich sehe es schon. Das stimmt. Allerdings ist die Sache, wenn die absagt, und davon gehe ich aus, und du hast wieder jemanden, es ist halt ein bisschen blöd alles für mich. Naja, man kann halt nicht alles haben. Risiko gibt es immer. Und ich möchte mittlerweile auch lieber in die Situation kommen, das zu entscheiden, wenn wir uns sehen. Dann ist es eben so. Für mich ist es zu lange her und ich weiß ja nicht, ob es klappt mit einem Treffen. Ja, Reini möchte immer irgendeine Form von Sicherheit haben, aber gerade bei sowas und gerade in Reinis Lage kann er sich eigentlich gar nicht sicher sein. Ja, aber dann habe ich halt auch meinen Freiraum. Das ist mir wichtig. Ich will das Thema liegen lassen, bis wir uns sehen. Naja, nur die Wahrscheinlichkeit für mich liegt bei etwa Null. Gleichzeitig ertrage ich es nicht, wenn ich daran denke, dass ich ein anderer haben könnte. Keine Ahnung. Denk an dich und bin hart. Du bist ja echt der absolute Romantiker. Wenn du hier wärst, würdest du merken, dass ich das bin. Nein, Reini, das bist du nicht. Allein weil du sowas schon wieder hier komplett aus dem Kontext einfach so raushaust, das hat mit Romantik nichts zu tun. Du hast ja auch selber gesagt, du schenkst einer Frau wenn du sie fragst, ob sie mit dir ausgehen will oder so, schon irgendwie Pralinen oder Rosen oder so. Das hattest du mal in einem anderen Video, glaube ich, gesagt. Ja doch, das müsste in den Podcasts gewesen sein. In seinem Podcast, da müsste er das gesagt haben. Und in diesem Fall hat es noch nichts mit Romantik zu tun. Das ist einfach nur eine Überrumpelung des anderen. Reini versucht halt sich die Zuneigung anderer zu erkaufen. So könnte man es am besten ausdrücken. Das hat nichts mit Romantik zu tun. Alles okay? Bist du so still heute? Ich arbeite. Außerdem denke ich viel über uns nach. Was arbeitest du? Jetzt gerade nichts. Worüber denkst du nach? Ich rendere gerade meine Aufnahmen. Bei uns, die Situation, etc. Ja, was genau? Bin neugierig. Hm, beispielsweise, ob ich erträgen kann. Und ob es klug ist. Und was denkst du? Für dich hat Sex nichts mit Gefühlen zu tun, soweit ich weiß. Ich ja, was Sache ist. Naja, ich bin neugierig auf dich, und ich hätte schon Interesse, dich richtig kennenzulernen. Und dann schaut man, was daraus wird. Hm. Für mich ist es halt so. Ich würde mich gerne mit verschiedenen Leuten treffen, also für Sex. Ich mag dich aber sehr. Und finde die Vorstellung, dass du mit einem anderen was hast, alles andere als schön. Dazu kommt, dass ich halt nicht weiß, ob und wen, was das Gänze bringt. Es ist ein Gefühl, das ich nicht wirklich definieren kann. Ich, denke, am ehesten tritt es, dass ich in dich verliebt bin. Allerdings mich generell auch nach neuen oder allgemeinen Sexerfahrungen sehen. Ja, Reini spricht natürlich wieder von grenzenloser Verliebtheit. Aber na, so, so funktioniert das nicht. Ich meine, allein, dass er schon diese Vorstellung hat, sich noch mit anderen Leuten außer ihr zu treffen, das zeigt doch eigentlich schon, dass sie ihm eigentlich scheißegal ist, dass sie nur eine von vielen ist. Gleichzeitig will ich aber, dass du außer mir niemanden hast. Ich denke, das trifft es. Oh, das wäre ja aber nicht gerecht. Habe ich auch nicht gesagt. Für dich ist Sex nur Sex, für mich ist es etwas anderes. Sex ist zwar auch für mich nur Sex, allerdings ist für mich, wen ich eine bestimmte Person mag, wichtig, dass ich dabei bin, wenn sie auch mit anderen. Vielleicht ändert sich das, wen ich mehr Erfahrung damit habe oder auch wen man sich besser kennt. Ich finde aber beispielsweise auch nicht gerecht, dass du jederzeit einen haben kannst, mit dem du Druck abbauen kannst oder der gar nicht bei dir Druck abbauen kann. Ich allerdings habe dafür niemanden. Und kurz dazu gesagt, ich will keinen Ausgleich schaffen. Du hast mich nach meinen Gefühlen gefragt und ich will nur versuchen, es dir zu erklären, wie es mir damit geht. Reden willst oder kannst du nicht wohl? Ja, Raini, du bist einfach eifersüchtig. Weil sie bräuchte eigentlich nur mal mit dem Finger zu schnippen und hätte dann halt schon irgendwen. Ist halt auch ein gesellschaftliches Problem oder ein gesellschaftliches Phänomen, wenn man so möchte. Dass es Frauen einfacher haben, an Sex zu kommen, wenn sie das wollen. Das ist nun mal so, das kann man nicht abstreiten. Aber ja, Reini will dasselbe Recht, beziehungsweise dasselbe Privileg hier für sich nun auch einfordern. Ja, wenn du will, wenn du das kannst, dann möchte ich das aber auch können und. Ach, ihr versteht's schon, oder? Wieso ist das jetzt plötzlich so schlimm? Was? Mit den anderen Typen war es schon immer, jeden als für mich. Aber du wolltest ja am Anfang eine offene Beziehung. Ja, wollte ich oder möchte ich eventuell immer noch. Allerdings habe ich keinerlei Erfahrung damit, das hatte ich aber schon gesagt. Wenn wir uns treffen und ich wirklich sicher bin, dass du mir gehörst, kann ich das anders definieren und beurteilen. Ja, jetzt hier schon wieder schön, dass Reini wieder so ein Besitzdenken hat, dass er die Frau besitzen würde, dass sie seine wäre. Ja umgangssprachlich vielleicht okay, aber vom Inhalt absolutes nee absolutes absoluter Bullshit einfach. Sehen wir ja dann. Ja, die Frage ist halt, wie es bis dahin ist. Na ja, so wie bisher auch. Also erwartest du jetzt, dass ich keusch bleibe, aber dir deinen Freiraum lasse? um Erfahrungen nachzuholen. Und wenn du genug gesammelt hast, dann werden wir beide monogam? Noch. Genau das ist es, was Reini damit sagen möchte. Nochmal. Du hast mich gefragt, wie meine Gefühle aussehen. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe dir weder was gesagt, was du machen sollst, dir nichts befohlen oder sonst was. Das war nur meine Antwort auf deine Frage. Was heißt was? Dass ich will, dass du glücklich bist? Du schreibst, du willst, dass ich glücklich bin. Hä? Wie kann man den Satz nicht verstehen? Ja, ich will wissen, was das in unserem Fall heißt. Was bedeutet das jetzt für uns? Seufzt. Das heißt, dass ich will, dass du glücklich bist. Und wie ich schon dreimal sagte, seufzt. Es heißt, dass ich nur deine Frage geantwortet habe und nicht mehr und nicht weniger. Versuch dir bitte über deine Gefühle klar zu werden. Ich möchte nicht so ein Hin und Her. Ich bin mir meiner Gefühle im Klaren. Nein, Reini, bist du nicht. Das, was du hier gerade machst, das ist die Definition von se sich seiner Gefühle nicht klar sein. Reini möchte auf der einen Seite, dass sie nur ihm gehört, aber auf der anderen Seite möchte er am besten mit jedem weiblichen Wesen auf der Welt schlafen. Das hat nichts mit sich seiner Gefühle bewusst zu sein, zu tun. Also tut mir leid, das ist nun mal so. Ja, aber anscheinend bist du ja hin und her gerissen. Dafür kann ich aber nichts. Da musst du dir vielleicht Zeit nehmen, um dir darüber klar zu werden, was dir wichtiger ist. Seufzt. Du verstehst es nicht. Ist aber auch egal. Ich weiß bereits, was ich will. Die Frage ist nur, ob ich es auch bekomme. Und das kann nur die Zeit zeigen. Ja, das stimmt. Und wir wissen alles. alles. Weißt du? Wir wissen alles, mein ja, Lieber. Ja, okay. Was habe ich zum Frühstück gegessen? Digga, das will ich gar nicht wissen. Hast du wieder Eier? Hast du dir deine scheiß wieder, Spiegeleier dein wieder mit Argument, der Hand reingeschürt oder du was? Du wieder dein Argument widerlegt. Du hast gar gesagt. Du weißt alles über mich. Wenn du alles über mich weißt, dann weißt du auch, was ich zum Frühstück hatte. Hey. Ein Speech-Skill von über 100. Definitiv. Hey, ich glaube, die meisten Leute können morgens nicht so schwer essen. Ich kann zum Beispiel morgens nur ein oder zwei Eier essen. Warum schwer? Hab ich nie verstanden. Es ist Essen. Ich frühstücke normal gar nicht. Naja, Nudeln mit Käse ist schon richtig mächtig. Hm, sehe ich anders, aber okay. Selber kochen. Ja, hab ich mir schon was rausgesucht, was ich die Tage mal machen will. Ach, erwartet doch nicht zu viel vom Reini. Reini und selber kochen. Aber man sieht schön wieder hier die fertig Macaroni, da irgendwie, Nudeln mit Käse, keine Ahnung, was das ist. Ist natürlich zum Frühstück. Gut, zu dem Zeitpunkt war es Mittag, aber für Reini war es halt Frühstück. Ist schon sehr heftig. Ist ein ordentlicher Kalorienbomber, danach weißt du, was du gemacht hast. Oh, was machst? Hab vier rausgesucht, die sag ich dir später. Ich will erstmal essen. Okay, guten Hunger. Danke. Was machst du heute? Mir fällt gerade auf, dass ich mich wohl mit Knoten beschäftigen sollte. Hab heute übrigens geschaut, die Kirche fängt genau am 23. an. Die vier hab ich mir rausgesucht. Favorit Paprika gefüllt. Mach das heute mal, ist bestimmt lecker. Na, ich will, wenn das koche, auch als Video machen. Und ich will vorher meine Küche aufzuäumen. Also, ich sag mal so, hätte ich mir gerne angeguckt, aber da hätten wir bestimmt wieder nur Reinis Hackfresse gesehen, die er da in die Kamera hält. Und er hätte uns mal wieder nicht gezeigt, was er da überhaupt macht, beziehungsweise wie man das macht. Aber gut, ne? Das habe ich jetzt einfach mal nur hier so vorhergesagt, halt. Ah, okay. Mach doch einen Aufräumstream. Dann sehen die Leute wenigstens, dass dir das wichtig ist und dass du ordentlich sein kannst. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich denke, ich muss jetzt erstmal was machen. Und dann würde ich, denke ich, aufräumen. Wollte ich eh machen. Okay. Wäre schön, wenn du mir helfen könntest. Also bei was machen, XP? Leider nein. Was? Kann nicht helfen. Ach so, würdest du den? Wenn wir uns sehen, wissen wir, wie wir zueinander stehen. Ja, Reini wollte jetzt wieder auf Sechsschreibende hinaus, aber Cola-Bärchen hat ihn wieder mal sehr schön gegen die Wand fahren lassen. Vorher mag ich mich da gerade nicht festlegen. Nach dem ganzen Hin und Her die letzten Wochen. Warum hast du auf pH eigentlich meine Freundin geschrieben? Ähm, also gestern hast du Doc. Okay, vergiss es. Ich habe gesagt, dass wir schauen, was sich ergibt, wenn wir uns sehen. Reini, dieses, also gestern hast du doch drei Punkte. Das funktioniert nur im Gespräch und nicht im Geschriebenen, weil da hättest du es genauso gut auch ausschreiben können. Aber gut, Reini versucht wieder zu manipulieren, ging bloß wieder nach hinten los. <laughs> Du hast gesagt, dass du es nicht weißt. Und dass du. Äh, du hast gesagt, dass du es gestern, dass du nicht weißt, ob du es schaffst. Aber heute schaffst du es auf jeden Fall. Das waren deine Worte. Oder soll ich es raussuchen? So wie du es immer mit mir magst. Scheiß drauf. Ist egal. Ich dränge mich nicht auf. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ach, das meinst du, du? Sorry. Ähm. Ich weiß, dass ich gestern gesagt habe, dass ich das heute hinkriege, aber ähm, ne, wenn halt Arbeit dazwischen kommt, I'm sorry. So, tut mir leid. Und wir sind ja auch nicht zusammen so. Ich versuche mir schon so viel Zeit zu nehmen wie möglich, um mit dir zu quatschen und zu texten. Aber ich kann mich halt leider nicht vierteilen. Sorry. Was machst du? Streamen und Film schauen. Was für einen Film? Oh, das letzte Einhorn. J. Blu-ray. Film schreibst. Ja, auch wieder typisch damals. Reini hat gestreamt und nebenbei einen Film geschaut. Das ist nicht der Sinn vom Streamen, aber gut, Reini ist ja auch professioneller Internetbettler. Gewerblicher Internetbettler sogar. Ich schaue nur ab und an auf Snapchat. Ach so. Du hast meine Frage gar nicht beantwortet. Welche? Ob du mich als deine Freundin siehst? Dachte, du weißt die Antwort. Sonst würde ich nicht fragen. Wollen wir das Thema nicht wann anders besprechen? Nicht, wenn ich gerade im Livestream bin? Wie du willst. Hatte dich das ja auch vorhin schon gefragt. Ja, aber ich bin ja da auch im Stream gewesen. Wusste ich nicht. Ich will das jedenfalls nicht im Stream klären. Und wir waren uns ja einig. Du traurig? Was für ein geiler Satz, du traurig. Ach, nur ein bisschen einsam Dann schlaf trotzdem gut. Na, schlafen gehe ich noch nicht. Ich zocke noch ein wenig am Tablet und falls du noch ein bisschen schreibst, dann schreibe ich dir halt noch ein bisschen. Reini, geh ein bisschen vom Mikrofon weg. Ach, außerdem äh, habe ich mich nur hingelegt, weil ich mich ein bisschen hinlegen wollte. Mir tun ein bisschen die Beine weh zur Zeit. Also die Peinigtume, sie da zerstochen sind, meine ich. Ja, Reini. Und warum? Weil deine Bruchbude natürlich der perfekte Nährboden für Mückenlarven und sowas ist. Ich meine, du hast da ja auch hinten deinen komischen Pool da aufgefüllt mit Wasser. Natürlich gibt's da dann auch Mückenlarven. Und da du keine Fenster mehr hast, zumindest keine Intakten mehr, kommen die natürlich auch rein. Obwohl, ich glaube, die sterben schon an einem Zuckerschock, wenn sie bei dir einmal stechen. Aber gut, ne? Die Folgen vom Bückenstich, die bleiben dann ja trotzdem. Ich sollte mal öfter lange Hose anziehen, aber ich habe gemerkt, wenn ich sie ein bisschen hochlege, dann geht es relativ schnell wieder. Oh, gute Besserung. Danke. Das wird schon wieder. Das ist typisch bei mir in der Jahreszeit halt, ne? Die blöden Insekten im ganzen Gedöns. Ähm. Um. Und jetzt im Moment stechen sie heute noch besonders arg, wie im Regen. Außerdem ist heute mal eine der seltenen Gelegenheiten, wo ich mich früher hinlegen kann, weil es so ein Unwetter ist. Ja. Verstehe ich nicht. Was hat denn das Unwetter jetzt damit zu tun, ob Reini sich früh hinlegen kann oder nicht? Also zumindest mal ein bisschen bessere Situation wie sonst. Allerdings stechen sie mich jetzt in die Hände, merke ich gerade. Ach man, ist immer dasselbe. Wenn das eine nicht ist, kommt das andere. Wie üblich eben. Ähm, was wollte ich jetzt sagen noch? Äh, habe ich vergessen, so ein Mist. Ja, ich finde es auf jeden Fall schade, dass wir jetzt heute noch mal reden konnten. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, aber gut. Ja, jetzt weiß ich, was ich vorhin sagen wollte. Ich liege halt extrem ungern alleine im Bett. Mir ist es immer lieber, wenn man zu zweit im Bett ist. Äh, nicht unbedingt gleich, um Sex zu haben, sondern einfach, um zu zweit da zu sein. Reini, woher weißt du denn, wie sich das anfühlt? Du hast doch noch nie irgendwie zu zweit mal bei dir da im Bett gelegen oder so. Das kannst du dir doch nur vorstellen. Ein bisschen kuscheln, ein bisschen streichen, vielleicht ein bisschen küssen. Einfach mal ein bisschen zusammen in die Zeit genießen. Einfach mal hinlegen und alles vergessen, außer den Partner. Und weil du neulich meintest, dass ich ja so romantisch bin, äh, was natürlich sarkastisch gemeint war, äh, ich bin durchaus ein extrem großer Romantiker. Ich bin ein großer Fan von Romantik. Ähm, aber wenn ich in der Früh einen Ständer habe und an dich denken muss, äh, naja, da ist es halt ein bisschen blöd mit Romantik. Aber. Romantisch bin ich an sich schon. Wenn du hier gewesen wärst, hättest du es auch mitgekriegt. Dann hätte ich das Ganze nämlich anders angefangen. Naja. Wenn ich nee, Reini, du hättest das auch nicht anders angefangen. Du hättest dann einfach gesagt, ja, ich bin gerade hart, ne? Weißt ja, was jetzt kommt. Und dann hättest du erwartet, dass sie dann auch, dass sie dann auch macht. Das wäre genau das, was passiert wäre, wenn sie da wirklich da gewesen wäre. Oder du hättest sie noch nicht mal gefragt. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Dass du einfach deine Hose runtergezogen hättest. Genau so wäre das passiert. Wenn ich nicht mehr antworte, bin ich wahrscheinlich eingeschlafen. Das Bett ist heute erstaunlich gemütlich. Ich schlafe zwar normalerweise nicht mit dem Handy in der Hand ein, aber vielleicht passiert es heute doch. Guten Morgen. Frühstück. Nochmal wie gestern? Ja. Vielleicht auch ein gutes Rezept. Bin gerade am Song aufnehmen. Ich dachte auch gerade so, hatten wir das nicht schon mal, aber nee, das ist ja das Gleiche. Das war wohl die Zeit, wo er sich jeden Tag da irgendwie Margaroni mit Gäse reingerendert hat. Oh, was für ein Song. Ein neuer XD ist ein Liebeslied. Oh, das klingt ja toll. Weiß gar nicht. Wusstest du, dass ich auch Musik mache? Ja, hattest du erzählt. Naja, naja über die Frage, ob das jetzt wirklich Musik ist, kann man sich streiten. Aber. Ja, ich sag mal so, Skr Skr ist halt schon irgendwie eingeschlagen, aber ich muss auch sagen, das hat Ohrwurmcharakter. Das ist leicht zu merken, der Rhythmus ist gut und. Ja, das Einzige, was eigentlich stört, ist Reinis Stimme. Das muss ich, das muss ich dem Lied halt wirklich lassen. Es hat irgendwie Ohrwurmcharakter. Aber der Rest von Reini, das war natürlich alles unterste Grütze. Er ja, ist mehr ein Lied über Liebeskummer. Naja. Oh, das ist aber traurig. Bis auf, dass ich betrogen wurde während einer laufenden Beziehung, aber wer weiß, kommt sicher auch noch so, wie ich mich kenne. Einfach so in der gerade gewesen. Was? Wieso denn das? War ein Fan, der mir Geld geschickt hat. Satte 50 Euro. Crazy. Ich denke, ich muss es, um in die Sauna zu gehen die Tage. Du könntest es natürlich auch sparen und mal zu mir kommen oder so. Naja, das wäre ja zu einfach. Das wäre ja zu einfach oder er hätte es auch in seine Stromschulden investieren können oder sein Auto davon abbezahlen oder was weiß ich er hatte ja so viel zu bezahlen damals noch er ist ja er war ja damals wirklich bis ins unendliche gefühlt verschuldet also und er denkt da, er denkt daran für das Geld in die Sauna zu gehen ja gut ne? muss man nicht verstehen reini halt mit dem Zug ich fahre lieber Auto. Oder Auto. Das, äh, das ist ja egal. Außerdem dachte ich, wir hätten das mit dem Treffen geklärt. Auto kann ich nicht. Es geht doch auch nicht ums erste Treffen. Ja, dann sehen wir uns wohl nach dem ersten Treffen lange nicht mehr. Das sagt doch keiner. Mein Auto sollte, hoffe, ich bald wieder fahren. Und dann kann ich zu dir auch mal kommen. Zu dir zu kommen, ist nicht mein Problem. Oh, du trinkst heute? Hä? Nein, das ist für die ganze Woche oder so. Das bissele reicht nicht, dass ich richtig trinke, XD. Das widerspricht sich gerade, Reini. Also, na gut, was haben wir denn da? Wir haben da Malibu, das ist lecker. Mhm. Bananennektar, der gute von Rewe, das ist auch lecker. Und Happy Day, irgendwie Passionsfrucht ist das. Ja, ist eigentlich an sich ganz lecker, aber. Ja, ich fürchte, Reini wird das alles wieder dann irgendwie zusammenkippen oder so und das dann im vollkommen falschen Verhältnis so, dass es dann einfach scheiße schmeckt. Ja gut, so kennen wir ihn ja. Alles, was er macht, das macht er scheiße. Ach so, wie viel Alkohol verträgst du denn? Bist du so in der Übung? In Übung nicht, aber du vergisst etwas bei mir. Was? Mein Übergewicht. Ich trinke generell selten. Ich habe gerade fürs Festival morgen fertiggepackt. Also, ich habe gerade Film angefangen und streame. Und du? Hab fertig gepackt. Okay. Morgen werde ich von meinen, meinen Freunden abgeholt. Punkt, Punkt, Punkt. Dann eine Nacht im Auto und dann Dachzelt vom Camper. Trauriger Smiley. Was denn? Nix schon. Okay. Mit wem schreibst? Ist das wichtig? Interessiert mich nur. Du fragst ja auch immer, mit wem ich mich so treffe und so. Ich schreibe, ich treffe mich nicht. Was er dem kann ich dir auch nicht mehr sagen, als du mir sagst. Also, eine Frau, mit der es um Sexuelles geht? Ich sag dir doch auch, wenn ich mit wem was hab. Ich hab nix. Na dann. Ja, Reini versucht jetzt natürlich, ihr das Festival wieder so ein bisschen madig zu reden, weil er genau weiß, die beiden sind nicht zusammen. Die dürfen. Jeder darf machen, was er will. Und er weiß auch, dass sie vorhat vielleicht auf dem Festival ihr wisst schon ich muss es nicht weiter ausführen und das macht ihn natürlich jetzt so ein bisschen so ein bisschen mad und da versucht er ihr jetzt glaube ich so ein bisschen so schlechtes Gewissen einzureden dass sie dann am Ende vielleicht sagt nee dann fahre ich halt doch nicht aber klappt halt auch nicht macht mir aber einen riesen Kopf gegen uns das heißt das weißt du ich hatte es dir schon gesagt weil ich ab morgen auf dem Festival bin? Wegen deiner Ankündigung, dass es feuchtfröhlich wird. Ach so, sorry. Und warum genau entschuldigst du dich jetzt? Weil ich natürlich nicht toll finde, dass es dir damit nicht gut geht. Das ändert ja auch nichts. Das stimmt. Aber ich mache das jetzt nicht, um dich zu ärgern, sondern weil ich lange geplant und ich mich schon so darauf gefreut habe. Eben. Es stand ja schon, ich glaube, knapp ein Jahr im Raum, dass sie dann da zu dem Festival geht. Zumindest das, was ihr Rainer da erzählt hat. Da kann Rainer doch jetzt nicht erwarten, dass sie nur wegen ihm da jetzt nicht hinfährt. Also gerade, weil das ein Festival ist, auf das sie sich ja scheinbar sehr gefreut hat. Dass du da mit anderen fixt? Okay. Also ich gehe aufs Festival, um die Musik zu genießen. Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und nachts sind keine Bands mehr. Auch sehr schön. Man spürt förmlich, wie Rainer richtig matt wird. Und warum Rainer auf Festivals geht, um, um sich an Frauen ranzumachen. Deswegen, also, wir haben es ja bei Ariella zum Beispiel gesehen, da ist er ja auch in der ersten Nacht, ist er dann ja auch schon gefahren, weil sie dann halt irgendwie, ich glaube, einen anderen Typen geküsst hat oder so. Irgendwie sowas war da. Und weil Rainer sich natürlich bei ihr Chancen ausgerechnet hat. Und das dann aber nicht eingetreten ist. Und dann ist Rainer halt enttäuscht nach Hause gefahren. Also, Rainer geht nicht zum Festival, um die Musik zu genießen. Er geht dahin, weil da Frauen sind und weil er erhofft, weil er sich erhofft, dass die Frauen da wegen dem Alkohol und so etwas schwerer Nein zu ihm sagen können. Das ist der einzige Grund. Ich will da nicht drüber reden. Okay. Das tut mir nur weh und ich will nicht wissen, was du da machst. Hä? Du willst dich doch nächste Woche auch mit dem Mädel treffen. Das ist doch genau das Gleiche. Um ehrlich zu sein, glaube ich, will die nächsten Monate gar nichts mehr von Frauen wissen. Ach, also sagst du mir ab? Habe ich gerade abgesagt? Klingt so. Klingt wirklich so. Dieses Ja, ich will gar nichts mehr von Frauen wissen jetzt die nächsten Monate, das heißt so viel wie Ja, ist mir scheißegal, ob du jetzt kommst oder nicht. Ist mir egal, ich will nichts mehr von dir wissen. Man kann sich treffen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da was sexuell mit dir anfangen will, wen du es so oft brauchst. Und anscheinend es ja eh so aussieht, als ob wir uns ein- bis zweimal im Monat treffen können. Ich denke, ich werde dir halt nicht reichen, wenn wir uns erstmal nur ein-, zweimal im Monat treffen können, wen überhaupt? Naja, wenn ich Single bin, sehe ich keinen Grund, die Situation nicht zu nutzen. Ich auch nicht. Ich bin ja nicht nymphoman und kann für nen Partner warten. Wenn ich allerdings jemanden liebe, vergiss es. Ich sehe das eben anders. Single oder nicht, du hast Interesse an mir, dachte ich, ich komme damit eben nicht klar. Liebst du mich oder wie? Ich wünsche dir viel Spaß auf dem Event. Ja. Ja, Raini ist im Moment wieder total verliebt, weil er natürlich denkt, dass sie was von ihm will. Und dann natürlich auch erwartet, ja, du hast gesagt, du hast eventuell Interesse an mir, also darfst du jetzt auch nichts mehr mit anderen haben. Aber selber dann mit anderen Frauen wegen Sex schreiben. Das ist halt Reini. Es ist halt Reini. Einfach nur verwerflich. Ja, hab ich. Aber ich will seit der Trennung von dir halt warten, bis wir uns sehen. Das hat mich halt getroffen. Ich weiß nicht, ob man das Trennung nennen kann. Wir waren so gesehen ja nie richtig zusammen. Oder siehst du das anders? Nein. Da gebe ich ihm recht, die waren nie wirklich zusammen, aber. Reini, du hast mehrfach den Kontakt zu ihr abgebrochen. Ich denke schon, dass man das Trennung nennen kann. Und ich glaube auch, dass ihr, beziehungsweise der Person, der Rolle Cola-Bärchen, das schon wehgetan hat. Und dass sie deswegen auf Abstand zu dir geht und dich erstmal nicht so nah an sich ranlassen möchte, wie da, es davor vielleicht gewesen ist. Natürlich kann man das so nennen. Du hast Schluss gemacht. Warst mit einer anderen zusammen und du schreibst ja anscheinend eh dauernd mit anderen Frauen und Kerlen und im Paar. Und mir willst du jetzt ein schlechtes Gewissen einreden, dass ich auf dich warten soll? Also für mich ist eine Beziehung, wem man sich auch trifft. Du hast mich deine Freundin genannt und ständig gesagt, wir sind in einer Beziehung. Warum hast du so wenig Zeit für mich? Was meinst, wie ich mich fühle nach all dem Scheiß? Ich habe jedenfalls nicht mit dir Schluss gemacht für einen anderen. Mach, wie du es so richtig hältst, ich werde es genauso machen. Sorry, dass du keinen zum Vögeln hast. Du hast mir vor ein paar Tagen noch gesagt, du triffst dich mit einer. Wenn das nicht klappt, ist das nicht meine Schuld. Nur so viel dazu noch. Ich hätte dich schon lange besucht, wenn du nicht Schluss gemacht hättest. Du eben. Bei Reini war das alles. Der war kommt gut. Tor. Aber gut, Reini halt, er hat sich halt alles komplett selbst verbockt. Du kannst offensichtlich jederzeit Sex haben. Es ist für dich also kein so großes Opfer, wenn du bis wir uns getroffen haben darauf verzichtest. Für mich ist das anders. Und ich soll das ahnen, wenn du mir das nicht sagst. Was ist denn das für eine Logik? Das war eine Überraschung zu deinem Geburtstag. Das sag ich dir doch nicht vorher. Du hast eine Woche vorher Schluss gemacht. Dann kannst mir kaum einen Vorwurf machen, oder? Ich habe jedes Recht, dir einen Vorwurf zu machen, wenn du Schluss machst. Ich streite. Und wir sind wieder beim guten alten Thema. Ich hab's doch vorhin vorausgesagt. Ich streite mich nicht weiter mit dir über das Thema. Schon gar nicht, wenn ich im Livestream bin. Es hatte ja auch seine Gründe, warum ich das gemacht habe. Weißt du, wenn jetzt eine alte vor deiner Tür stehen würde, dann würdest du die Gelegenheit doch auch mitnehmen. Also tu mal nicht so. Und Stimmt. Genau so wäre es gelaufen. Und dann hätte Rainer wieder gesagt, ja, nee, du brauchst nicht kommen, weil ich habe jetzt eine andere. So wäre das dann gelaufen. Diese scheinen sich auch nicht zu ändern. Deine Gründe interessieren mich ein Scheiß. Wir sind nicht zusammen. Ich kann die ganze fucking Welt durchficken und es hat dich einen Scheiß zu interessieren. Ich kann nichts dafür, dass du so wenig Sex hast. Wir hatten alles geklärt. Also hör auf, mir vorzuwerfen, dass ich das mache. Aber äh, über das wir gesprochen haben und wir haben uns geeinigt. Nein, würde ich nicht. Aber das zeigt mir, dass du über mich nichts weißt. Du kannst froh sein, dass ich es nach der Trennung überhaupt nochmal versuche mit dir, hast du selber gesagt. Richtig. Ganz richtig. Also spätestens nachdem er den Kontakt abgebrochen hätte, da wäre bei mir halt auch vorbei gewesen. Hätte ich gesagt, ja, bleib da, wo der Pfeffer wächst. Aber gut, sie hat natürlich recht. Sie kann machen, was sie will. Sie kann mit dem ins Bett gehen, mit dem sie möchte. Sie ist nicht mit Rainer zusammen. Also hat der ihr auch nicht vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat. Das ist alles völlig richtig, aber Rainer will das nicht einsehen, weil in seinem Kopf spukt halt der Gedanke, ja, wenn sie jetzt was mit einem anderen hat, dann ist sie ja für mich befleckt, dann kann ich sie nicht mehr gebrauchen. Meine Fresse. Das läuft ja wieder sehr gut hier. Du hast gesagt, ich kann machen, was ich will. Also tu nicht so, als wäre ich ein schlimmer Mensch deswegen. Ja, du kannst machen, was du willst. Ändert nichts an meinen Hoffnungen. Was für Hoffnungen? Wenn ich dir das sage, macht es ja keinen Sinn mehr, oder? Ja, doch. Wir haben da schon so oft durchgekaut. Na dann. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ja, ganz normal, bis wir uns sehen. Was bringt es mir, wenn ich Albträume davon habe, wie du mit einem anderen, ne, im Bett liegst. Sowas träumst du? Dachte, das hast langsam verstanden. Hey, ich kann nicht hell sehen. Sag ich dir seit etwa einer Woche. Du sagst mir ja nicht, wie du empfindest. Kannst du reden? Nee, lass bitte schreiben. Mich macht das hier gerade nervös. Da mag ich nicht reden. Gestern nicht, heute auch nicht und die kommenden Tage geht nicht. Ja, wir haben doch gerade erst vor zwei, drei Tagen gequatscht. Ich mach das nicht so oft. Und wir sind ja auch kein Paar. Richtig, Raini hat darauf keinen Anspruch. Also er kann für jede Minute, die sie sich für ihn Zeit nimmt, müsste er eigentlich. Müsste er eigentlich auf die Knie vor Dankbarkeit fallen. So wie er sie auch schon behandelt hat. Aber gut, verstehe einer diesen Menschen. Ich denke auch nicht, dass wir ein Paar werden, weil du mir zeigst, weil du zeigst mir damals wie jetzt, dass du keinerlei Interesse zu haben scheinst. Das stimmt nicht. Ich war damals mega eifersüchtig. Und ja, ich weiß, du wolltest mich besuchen. Kommen, äh, davon kann ich aber nichts wissen, auch wenn es eine Überraschung war. Habe mich damals auf eine Beziehung mit dir eingelassen. Und dann plane ich eine Tour zu dir. Und du machst Schluss und bis dann mit einer anderen zusammen. Und als wir ein Paar waren, hast du auch keine Zeit gehabt zu reden. Wie soll ich mich denn jetzt fühlen? Ja, Reini, wenn sie keine Zeit hat, dann hat sie keine Zeit. Das ist nun mal so, da kannst auch du dann nichts dran ändern. Wenn sie arbeiten muss, dann kann sie da schlecht irgendwie mit dir dann quatschen. Das geht doch nicht. Ja, weil ich viel arbeite. Ich habe dir gesagt, Sommer ist eine fiese Jahreszeit von der Arbeit her. Du selbst hast gesagt, du willst lieber reden, weil das Schreiben so missverständlich ist. Warum willst du also nicht reden? Vorgestern meint es morgen ganz sicher und du hast mich auch schon versetzt und das, obwohl ich mich den ganzen Tag drauf gefreut habe. Ja, Reini, es ist nun mal nicht jeder ein arbeitsloser Internetbettler wie du, der eigentlich immer Zeit hat. Sie arbeitet wirklich für ihr Geld. Das, was du nachweislich niemals machen wollen würdest. Ja, ich hab's nicht geschafft. Sorry, dass ich arbeite. Und wie gesagt, du hast gerade erst Schluss gemacht vor drei Wochen. Das hier ist für mich emotional immer noch schwer, mich wieder zu öffnen. Du hast mich sehr verletzt. Warum hab ich den Schluss gemacht? Das spielt doch keine Rolle. Das hat mich verletzt und dann hattest du fast direkt eine andere jetzt brauche ich mal Zeit mich emotional wieder auf dich einzulassen deswegen will ich warten bis wir uns sehen und ich sicher sein kann dass du das bist was ich suche aber auch wenn du warten willst kannst auch mit dem sex mit anderen lassen bis wir uns gesehen haben weißt was vergiss es Du verstehst es nicht, was soll's? Du wolltest dich doch vor ein paar Tagen noch mit einer Frau treffen. Ergo, wartest du doch auch nicht. Richtig. Reini will, dass sie wartet, aber will selber nicht warten. Dieser Mensch trieft einfach nur vor Doppelmoral. Man kann es sich nicht ausdenken. Also Ich weiß nicht, was uns die Autoren da wieder hinbeschert haben. Mir fehlen gerade echt so erwängen die Worte. Ja, wen du meinst, zwei Sachen. Erstens, wie schon gesagt, Ge Ach Gott, hier. Ne, muss einmal pro Video sein hier, dass ich wieder mit der Technik nicht klarkomme. Im Gegensatz zu dir ist mein letztes Mal sechs über eineinhalb Jahre her. Ja, ich kann nichts dafür, dass die Weiber dich alle verletzt äh, versetzt verarscht haben. Du planst es aber immer wieder. Auch seit wir uns kennen, hattest du doch auch genug Kontakt zu anderen Frauen. Zweitens, du kannst jederzeit, wie es aussieht, jemanden finden, der dich befriedigt. Was mich schon genug verunsichert, auch ohne dass ich mir da, willst du mal wissen, warum ich zu so vielen Frauen gleichzeitig Kontakt habe? Weil es egal ist, ob ich eine oder tausend habe, es ändert nichts. Ich habe keine Chance und bei dir werde ich genauso leer ausgehen, nehme ich an. Richtig, Reini. Wenn du so weitermachst, garantiert. Das verspreche ich dir. Allein schon das Plan, sich mit einer anderen zu treffen, ist für mich schon, betrü ist für mich schon Betrügen. Ist für mich schon vollendeter Betrug. Also jetzt nicht strafrechtlich, ne? Nicht, dass hier wieder die Jurakrähe rauskommt, sondern in der Beziehung. Das wäre für mich schon Betrügen. Und... Ja, Reini, du scheinst ihr halt wirklich überhaupt nicht zu vertrauen, deswegen macht eine Beziehung auch überhaupt keinen Sinn. Wenn du ihr nicht mal vertraust, dass wenn ihr in einer Beziehung wärt, dass sie dann, obwohl sie die Gelegenheit hat, jemanden zu finden, der sie halt befriedigt, dass sie dann nicht auf dich warten würde. Beziehungsweise, dass sie dir treu sein würde. Wenn du ihr dahin schon, dahingehend schon nicht vertraust, dann. Macht das Ganze von vornherein keinen Sinn. Dann hätte man hier jetzt auch genauso gut einen Cut machen können und wir wären fertig mit dem Thema. Aber nee, wir haben noch ein paar Stunden vor uns. Deswegen machen wir lieber schnell weiter. Also hättest du mich doch wieder für eine von den anderen. Hältst du mich doch für eine von den anderen. Alles klar. Wenn du mir eine monogame Beziehung hättest haben wollen, hättest du die haben können. Aber auf mich warten bis Ende August war dir ja auch zu viel. Ich finde es schade, dass du mir jetzt hier so eine Szene machst und mir nicht einfach eine schöne Zeit wünschst. Ich muss morgen früh los. Dir ein schönes Wochenende, ich schlaf jetzt. Meld mich Montag wieder bei dir. Okay, schau mal. Ich halte dich nicht für eine Haterin oder derartiges. Ich kannte genug Frauen, die keine waren. Ich sag nur, wie es immer läuft. Ich lass mich auf. Was ein, ich verliebe mich und am Ende stehe ich alleine da. Siehe den körlichen Fall. So läuft das schon mein ganzes Leben. Es ist dumm, aber du kannst nicht erwarten, dass ich nach über 20 Jahren solcher Erfahrungen noch glaube, oder? Gute Nacht, ich muss schlafen. Okay, dann nur eine Frage. Du willst also definitiv Sex haben auf dem Event. Und selbst wenn, Reini, es geht dich einen feuchten Kehricht an. Okay, ignoriere meine Angst. Ich finde auch interessant, dass als ich dich damals gefragt hast, du meintest, du bist nicht eifersüchtig. Okay, jetzt im Nachhinein sagt was anderes. Geht er nicht? Sechs, neun, acht, Was ist los? Würdest du mir bitte eine Antwort geben? Selbst wen? Es ist nur, äh, ist, lass mich in Ruhe. Der nächste Tag. Tja, sieht aus, als sei es berechtigt gewesen, dass ich Schluss gemacht habe. Reini, Sie hat dir doch gesagt, sie fährt auf ein Festival. Da wird sie wahrscheinlich entweder das Handy komplett auslassen, oder keinen Empfang haben. Such dir eine Möglichkeit davon aus. Oder sie will einfach wirklich nichts von dir wissen und ignoriert dich deswegen, weil sie genau weiß, dass du ihr das Festival madig reden würdest. Ja, soweit denkt Reini aber nicht. Und jetzt hier sieht aus, als sei es berechtigt gewesen, dass ich Schluss gemacht habe. Ja, Reini, dann bricht doch den Kontakt ab, dann ist fertig. Dann brich einfach den Kontakt ab, aber... Du rechnest dir immer noch Chancen aus, immer noch, trotz all dem, was passiert ist, was du mit ihr gemacht hast, rechnest du dir wirklich noch Chancen aus. Und... Ja, du, kann du kannst einfach auch nicht diese zwei, drei Tage warten, wo sie jetzt auf dem Festival ist und dir das sogar vorher gesagt hat. Und du spamst jetzt hier rum, dass sie sich dann gleich wieder denkt, sobald sie wieder Internet hat, ach nee, der hat mir jetzt hier 1500 Nachrichten geschrieben. Zwei Tage später... Soll ich dich aus meiner Liste jetzt rausnehmen? Antwortest du mir jetzt überhaupt nicht mehr? Oder was erwarte ich jetzt? Alter Reini, sag mal, ist dein... Ist dein Kurzzeitgedächtnis so hart zermartert worden, dass du dir nicht merken kannst, dass sie auf einem Festival ist? Zumal, wenn es dir entfallen ist, du hättest doch einfach mal ein bisschen hochscrollen können. Ihr hattet vorhin noch das Thema... Okay, wenn du dich bis morgen früh nicht melodest, ist die Sache für mich gelaufen. Hey, sag mal, was ist an ich melde mich Montag wieder bei dir? Ist so schwer zu verstehen. Hatte ich nicht gelesen. Ich. Ja, genau, reinis hätte ich jetzt auch gesagt. Dann scroll einfach ein bisschen hoch. Ich hatte dir gesagt, ich melde mich wieder. Du benimmst dich wie ein Kontrollfreak. Wir sind nicht zusammen. Und du machst mir doch eh nur Vorhaltungen. Es sind super krasse Sachen passiert von den Hatern. Und dann kackst du mich hier auch noch an. Die Hater haben mich auch sehr schön Streamausschnitte von Freitag geschickt, dass du ja eh nur was zum Ficken suchst. Schön, dass das ganze Internet das erfährt und mich laberst du mit Eifersucht voll. Eigentlich hatte ich ein schlechtes Gewissen wegen dir weil es dir schlecht ging und wollte gar nicht mehr ficken auf dem Festival. Aber du suchst ja eh nur was zum ficken, also habe ich mich auch nicht zurückgehalten. Ich verstehe trotzdem nicht, warum du dich nicht meldest. Kannst meine Nachrichten gesehen, hast du? Was genau ist denn mit den Hatern passiert? Die Hater haben mich übrigens fotografiert. Die waren da und wussten, wie ich aussehe, und haben mir das geschickt. Woher wissen sie das bitte? Ah ja, siehst aber nicht aus wie die Bilder, die du mir geschickt hast. Äh, doch? Reini, das war jetzt nicht die Reaktion, die sie vielleicht erwartet hätte, beziehungsweise die die Gesellschaft von dir erwartet hätte. Eigentlich hättest du jetzt sagen müssen, das tut mir leid, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte oder sowas. Ich habe da Anteilnahme dran, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber was von dir kommt, ah ja, du siehst ja nicht aus wie auf den Bildern. <laughs> Ich möchte jetzt hier am liebsten rumschreien, aber meine Nachbarn hassen mich dann und ich will euch das hier auch nicht antun. Deswegen habe ich es gerade noch mal unterdrückt bekommen. Machen wir lieber schnell weiter, bevor ich hier wirklich die Kontrolle über mich verliere. Ich weiß nicht, woher die das wissen. So hätte ich dich nicht erkannt. Man sieht ja nicht mal mein Gesicht richtig. Ich hatte dir schon mal gesagt, dass das krass ist mit dem, was da drin was ist daran bitte zu erkennen oder nicht zu erkennen? Und dass ich für meine Gesundheit etwas zugenommen habe, wusstest du? Und ich habe mich nicht gemeldet, weil du ja im Stream gesagt hast, du willst eh nur was zum ficken. Der Ball kommt gut. Oh, ein Eigentor. Das sind jetzt Ausreden. Also Fakt ist, ich hatte dir schon mal gesagt dass das, was ich live und im Netz sage, nicht immer was mit der Realität zu tun hat. Nee, das ist die Wahrheit. Bin sauer. Mir was von Gefühlen und Eifersucht und Albträumen erzählen und dann sagst, suchst du eh nur was zum Ficken. Bin doch austauschbar für dich. Das zweite ist, dass du wusstest, dass ich was zum Ficken will. Dazu kommt, dass du auch weißt, dass ich Gefühle für dich habe. Das klang vor meinem Festival aber anders. Und du meldest dich ein ganzes Wochenende nicht. Ja, weil ich das Festival genießen wollte. Hatte so schon genug Stress. Außerdem ist da eh kaum Empfang. Du bist sauer, weil ich dir was von Gefühlen erzähle und du fix mit anderen. Okay. Und das mit den Hatern hat dann noch einen draufgesetzt. Reini, du hast es scheinbar nicht verstanden. Sie hat nicht mit wem anders geschlafen, weil du Gefühle hast oder so oder irgend, irgendwas von Gefühlen geredet wurde, sondern weil du in deinem Stream gesagt hast, ja, ich suche eh nur was zum Ficken. Deswegen hat sie das gemacht, weil sie sich dann dachte, ja gut, wenn das bei ihm jetzt so ist, warum sollte ich mich dann zurückhalten? Ja, Reini, das war aber ein richtiges Eigentor. Oder an der Stelle nochmal, ich vergesse manchmal den hater counter mitzustellen, weil das Ganze hier für mich noch... Neuland ist. Deswegen seht's mir nach, wenn die Zahl manchmal erst im Nachhinein sich aktualisiert. Machen wir weiter. Wir haben noch genug vor uns. Wir sind nicht zusammen. Und du wolltest doch auch mit einer anderen ficken. Weißt was? Lass uns das hier und jetzt beenden. Auf diese Scheiße habe ich beim besten Willen keinen Bock. Ich das ist vernünftig. Ich habe nämlich auch keinen Bock mehr. Deswegen. Macht am besten hier Schluss, dann kann ich beruhigt Feierabend machen. Ach nee, warte. Allein von dem Teil haben wir noch über eine halbe Stunde vor uns. Das wird eine lange Nacht. Ich habe mir das ganze Wochenende in den Kopf gemacht, Albträume etc., aber du bist das Opfer. Hier ist recht. Ja, bin ich auch. Die haben mich fotografiert, weil ich mit dir Kontakt habe. Ob zusammen oder nicht, wenn ich jemanden liebe, hat das nichts damit zu tun, ob ich mit jemandem zusammen bin. Ach, jetzt liebst du mich plötzlich. Aber du hast sicher starke Gefühle für mich. Hast nach nicht mal einer Woche, als ich sagte, es ist Schluss, mit einem anderen rumgefickt. Nur weil du so wenig Sex hattest und das mit dem Frustfick nicht kennst. Also, Außerdem kann es dir egal sein, wann sie wie, wo, was mit irgendwem hatte, wenn ihr nicht mehr zusammen seid. Das ist dann. Ja, das ist dann nicht mehr deine Angelegenheit. Aber du kommst jetzt hier wieder mit. Ja, ich liebe dich doch oder so, ist doch unabhängig davon, ob wir jetzt zusammen sind. Und du musst mich ja auch lieben, weil ich bin ja der Reini. So läuft das aber nicht. Also ja, ich denke, das Ganze mit Gefühlen ist einseitig und noch dazu ungerechtfertigt, wie ich es mittlerweile sehe. Hm, weil du ja weißt, wie es mir geht. Beleidig mich weiter, wen du meinst. Deswegen rede ich nach dem Terror auch noch mit dir. Wo hab ich dich beleidigt? Was ich hier nochmal anmerken möchte, ist mir gerade nochmal aufgefallen. Auch hier sieht man, Reini versucht sich wieder in die Rolle des Opfers zu finden. Er weiß ganz genau, dass er die Scheiße gebaut hat jetzt hier. Und dass er Kolabärchen damit verletzt hat. Gut, ob er das weiß, das weiß ich jetzt nicht. Aber er weiß auf jeden Fall, dass er Scheiße gebaut hat. Ansonsten würde sie ihn jetzt nicht so ankacken. Und er versucht trotzdem wieder in die Opferrolle zu kommen. Ja, du bist doch die Schuldige. Ja, hättest du das nicht gemacht, dann wäre jetzt alles gut und so. Dann hätte ich das auch nicht gemacht. Wäre das nicht passiert, hättest du das nicht gemacht und so... Es ist einfach utopisch. Also hier sieht man, Rainer drängt sich wirklich zwanghaft in die Opferrolle. Auf mich hast du jedenfalls nicht den Eindruck, dass du starke Gefühle für mich hast. Hast du auf dem Meer rumgefickt? Reini ist erstens egal und zweitens, das hat sie auch nie gesagt. Sie hat nie gesagt, dass sie starke Gefühle für dich hat, nur, dass sie sich vielleicht was mit dir vorstellen könnte. Dazu müsste sie dich aber in real erleben. Das hat sie gesagt. Nicht, dass sie starke Gefühle hat, denn die kommen meistens erst dann. Selbst wenn, geht dich nichts an. Du wolltest dich ja auch mit einer anderen zum Ficken treffen. Ich weiß gar nicht, wie du dich auf so ein Podest stellen kannst, als ob du hier moralisch besser bist als ich. Du hast Schluss gemacht und warst mit einer anderen zusammen und willst jedes Mal jede Gelegenheit mitnehmen, um irgendwen zu ficken. Aber wenn ich rumvögel, dann bin ich die Böse hier. Ja, aber ich habe dir gesagt, dass ich abwarte. Was abwarten? Naja, spiel keine Rille für mich, ist die Sache erledigt. Du hast letzte Woche noch gesagt, ich treffe mich mit einer. So wie du mich behandelt hast, finde ich nicht okay. Hallo, geht's noch? Du bist der absolute Kontrollfreak. Das mit den Hatern tut mir leid, keine Ahnung, wie das rausgefunden haben, aber ich kann das nicht ändern. Du hast Schluss gemacht und ich soll dir jetzt zu Füßen liegen? Hoffe, das ganze geht gut für dich aus. Meinst du nicht, dass du da was wieder gut machen solltest, bevor du hier ständig Forderungen stellst? Aber wieso denn? Wieso sollte Reini denn was wiedergutmachen? Es ist ja nur seine Schuld, dass die Hater wissen, dass es dich gibt, beziehungsweise wie du aussiehst. Warum sollte er sich denn da entschuldigen oder irgendwas wiedergutmachen? Also ich verstehe nicht, was du jetzt hier vor dem guten Mann verlangst. Ich hatte es dir schon gesagt. Warum habe ich Schluss gemacht? Weil wir immer streiten. Und das hat sich nicht geändert. Außerdem, wenn du direkt nachdem ich Schluss mache, jemanden zum Ficken suchst, finde ich, hatte ich recht damit. Ja, genau. Genauso wie du dir direkt eine andere gesucht hast. Also Ganz genau, Reini. Reini soll hier nicht erzählen irgendwie. Er hat doch haargenau das gleiche gemacht. Bloß dass es bei ihm scheinbar nicht funktioniert hat. Also erzähl mir nix. Ich habe keine gesucht, ich kannte sie länger als dich. Ja, trotzdem warst du direkt danach mit ihr zusammen. Und ich wollte sie für dich links liegen lassen. Also tu mal nicht so, als wäre das irgendwas anderes. Es finde ich auch keine gute Aussage, ich wollte sie für dich eh links liegen lassen. Das zeigt eigentlich, dass Raini sein Partner so egal ist wie... Ja, weiß ich nicht... <laughs> mir fällt gerade kein Beispiel ein, tut mir leid, aber... Das würde, da würden bei mir doch schon die Alarmglocken schellen, wenn er eine bessere findet, dass er sie dann halt auch einfach so für die andere verlassen würde, ohne großartig darüber nachzudenken, einfach weil die andere irgendwie besser ist oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn man es mal so betrachtet, dann ist das halt echt eine sehr grenzwertige Aussage, die er zwar für sich selber so positiv gemeint hat. Ja, für dich hätte ich sie allerdings ja liegen lassen. Aber gleichzeitig so, ja, er wird mich links liegen lassen, falls er eine bessere findet. Die Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Ja, weil ich sie lange kenne, real getroffen habe und wusste, woran ich bin. Anders als bei dir. Bye. Ich hab mit dem Typen gepennt, weil ich Ablenkung wollte. Du hattest drei Tage später eine Freundin, also erzähl du mir nix von Gefühlen. Wenn du so Ablenkung suchst, bist du ne Schlampe. Und ab da hatte er sie wieder blockiert, wie so ein Kleinkind. Du wirfst mir vor, dass ich weiß, der Geier was bin, und steigst direkt mit einem anderen ins Bett. Wer weiß, ob du das nicht eh die ganze Zeit gemacht hast? Vertrauen ist das jedenfalls nicht. Egal, glaub was du willst, ich werde mich nicht mehr melden und dich in Ruhe lassen. Echt Scheiße, weil ich möchte dich echt und wollte es mit dir versuchen, aber es hat sich nichts geändert. Und das auf dem Bild warst sicher nicht du, könnte ich jedenfalls nicht mit deinen Bildern in Einklang bringen, die ich kenne. Leb wohl und fick mit so vielen, wie du willst. Ich weiß, wer auf dem Bild du sein sollst, und es geht nicht um das Gewicht, sondern die Haare. Was genau willst du von mir? Du meldest dich ein ganzes Wochenende nicht und hast kurz nachdem ich Schluss gemacht habe, Ablenkung in einem anderen Kerl gesucht. Das Daran ist ihr nichts vorzuwerfen. Und sie hat dir gesagt, dass sie ihre Haare färbt. Beziehungsweise auch so ein Festival, das geht ja auch nicht spurlos an der Optik vorbei. zu kommt, dass du mir andauernd Vorwürfe machst. Ja, ich habe mich auch nicht besonders gut verhalten, das streite ich auch nicht ab. Allerdings zeigst du mir nicht gerade, dass du wirklich Interesse an mir hast. Du meldest dich kaum, bis nie. Du hast mich das ganze Wochenende links liegen gelassen. Und das, obwohl du wusstest, was ich empfinde. Meine Sorgen trittst du mit Füßen und das Hauptproblem ist, dass wir dauernd streiten. So oder so, es wird eh nicht gut gehen, an wir uns treffen. Inwiefern um die Haare? Die sind halt etwas kaputt von drei Tage Festival. Die Farbe. Ja, ich hab dir doch gesagt, ich werde jetzt Kupfer. Spielt auch keine Rolle, es ging nicht um das Gewicht. Muss man halt in zwei Stufen machen, wenn man so dunkel war, wie ich das hatte. Die zweite Stufe kommt kurz bevor wir uns treffen wollten. Damit die Haare ein bisschen Zeit haben, sich zu erholen. Und dann sind sie auch gescheit Kupfer. Bis dahin halt komischer Zwischenton. Versetz dich halt mal in meine Lage. Das ist doch Gela. Darum geht es doch nicht. Die Hater schicken mir Ausschnitte, dass du eh keine Freundin mehr willst, sondern nur ficken und dann bombardieren und stalken die mich auf dem Festival. Sorry, dass ich da nicht super rücksichtsvoll bin, aber ich war richtig sauer, weil ich dachte, du lügst über deine Gefühle, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Und ich glaube, da hat er dann halt auch wirklich gelogen. Aber gut, Reini hat offensichtlich die Scheiße gebaut, will's aber nicht zugeben. Ich wollte vorhin schon sagen, ja, kreist durch den Tag im Kalender ein. Reini war selbstkritisch, aber ich bin froh, dass ich das nicht gesagt habe, denn er hat's wieder kaputt gemacht. Dann im Stream, wo du weißt, dass ich weg bin, erzählst du den Leuten, dass es dir eh nur um Ficken geht und dann werde ich auch noch von dem komischen gestalkt. Und ich hatte das Gefühl, du wolltest eh bloß zoff Du hast mir das Festival gefühlt überhaupt nicht gegönnt. Wohl eher madig geredet. Es zumindest versucht. Teilweise stimmt das. Nur, dass es nicht das Festival war, was ich dir nicht gegönnt habe, sondern den Sex, wenn du mit mir in die Kiste willst. Außerdem spielst du ja auch mit meinen Gefühlen: Blocken, Entblocken, neue Freundin, wieder getrennt, dann wieder eifersüchtig, dann wieder blocken. Das macht einen fertig. Ich hab dich nicht geblockt nach der Trennung. Und getrennt hab ich mich. Das hab ich dir ja schon oft gesagt. Warum? Ich dachte, du hast dich nicht getrennt, Reini. Aber gut, so reagiert ein Kleinkind. Und wenn ich von dir Support will, wegen den Hatern, kommt von dir, oh, das sieht nicht aus wie du. So viel Vertrauen und Rückhalt bekomme ich von dir. Und da soll ich mich krass freuen? Das nicht gerade sensibel. Und dann nennst du mich auch noch eine Schlampe. Ich weiß nicht, warum wir das immer wieder durchkauen müssen. Nee, Reini, ich auch nicht. Aber komm zum Potter. Ich sehe schon, wie lang diese Audios werden. Das werden wieder ein paar schöne Minuten. Also pass auf. Erst einmal sollten wir vielleicht einmal das klären, was wir, geklärt, was wir machen wollten, bevor du in, in den Ding gefahren bist. Der Grund, warum ich nämlich immer noch sauer bin, ist nicht das mit den, mit den Hatern oder mit dem jetzigen oder so, sondern dass du dich nicht gemeldet hast und dass wir davor noch besprochen oder be geredet haben und du einfach weg warst. Einfach so, ja, tschüss, gut Nacht, ich habe keinen Bock mehr so ungefähr. Und deswegen bin ich stinksauer. Und dazu kommt jetzt noch, dass du dich nicht gemeldet hast und dazu kommt noch, dass ich mir jetzt einen Vorwurf anhören darf. Ich habe keine Ahnung, wie die das herausgefunden haben. Ich habe hab dir bereits gesagt, dass es mir leid tut. Und äh, ich kann dir keinen Support geben, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Weil ich nicht weiß, was sie dir geschickt haben, was sie gemacht haben, was sie tun. Was soll ich also machen? Und das mit der Schlampe, naja, schau das mal aus meiner Sicht an. Nee, Reini, da sagt man, ist scheiße gelaufen, tut mir leid, das wollte ich nicht. Das, da habe ich die Kontrolle verloren, keine Ahnung. Und nicht, ja, schau dies mal aus meiner Sicht an. Reini relativiert wieder. Reiner kann sich nicht entschuldigen, weil er immer richtig handelt. Und wenn es mal irgendwie Probleme gibt, dann sind die anderen schuld, aber nie er. Ja, ja gut, ne? ist recht. Ich habe ich hab mich von dir getrennt, weil ich das immer noch in Anführungszeichen setze, weil wir meiner Meinung nach nicht richtig zusammen gewesen sein können, weil habe ich aber auch schon erklärt warum. Fakt ist jedenfalls, ähm, die Hater, ey, äh, Quatsch, die Hater. Ich habe mich von dir getrennt und habe kurz darauf mit der anderen was angefangen. Mit der ich übrigens schon vorher was anfangen wollte. Und das hast du gewusst. Damals war das ja so, deine Bedingung war damals, dass wir zusammen was anfangen und alles. Aber mein Problem war damals immer wieder, und das habe ich dir auch schon oft geklärt, dass wir uns nur am Streiten sind. Ich meine, was, was haben wir denn in den letzten Monaten überhaupt groß gemacht? du Nix, Reini. Du kennst sie eigentlich gar nicht. Du weißt nichts über sie. Und redest dann davon, dass du Gefühle für sie hast, obwohl du sie überhaupt nicht kennst, obwohl du sie nur von ein paar Bildern bisher gesehen hast, obwohl du vielleicht ein, zweimal ihre Stimme gehört hast. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass das wirklich echte Gefühle sind, was du da hast. Du möchtest so gut wie nie reden. Du möchtest nicht cammen, du möchtest im Prinzip eigentlich nichts mit mir machen, außer wenn wir uns dann sehen. <laughs> Finde ich persönlich eigentlich nicht so besonders geil, weil ich die Person, mit der ich rede, auch gerne sehen möchte. Und ich meine jetzt nicht ein Bild, sondern ein richtiges Video, wo man, wo man sich unterhält und alles. Also ah, Raini! Das hatten wir doch alles schon mal. Wenn sie dir sagt, sie fühlt sich dabei nicht gut, dann hast du das zu akzeptieren und nicht irgendwie so zu erzwingen. Das hatten wir doch alles schon mal und ich wärme es jetzt hier nochmal wieder auf. Also gefühlt dieses ganze Gespräch, es dreht sich immer im Kreis. Wir sind jetzt hier schon wieder an einem Punkt angekommen, wo ich halt echt sage, Leute, meine Gesundheit macht das nicht mehr lange mit. Richtig mit Cam und so. Und dabei beides, WhatsApp, Snapchat haben und alles, äh nicht Snapchat. Da wir bei Discord haben und alles und auch Mikro und so weiter, sollte man eigentlich denken, dass man das im Normalfall und in Ruhe reden und klären kann. So, dann kommt weiterhin dazu, äh, dass äh, ich mich mit ihr mit mir zusammen war. Okay, ja. Nachvollziehbar. Dass du da sauer bist und alles. Aber du bist ja wann? Sag mir das mal bitte. Wie viele Tage genau oder wie viele Stunden genau bist du, nachdem du mit mir. Nachdem ich Schluss gemacht habe mit dir, äh, mit einem anderen ins Bett gesprungen. Also Ablenkung hin oder her. Ich persönlich finde das nicht normal, dass man sagt, man ist mit jemandem zusammen und du siehst es ja anscheinend anders als ich. Du sagst ja, wir sind auf jeden Fall hundertprozentig zusammen gewesen. Also bist ja, wart ihr ja auch, Reini, aber du kennst das halt nicht. Du kennst menschliche Gefühle und menschliche Reaktionen halt nicht. Du quasi jetzt meine Ex-Freundin in dem Sinne, wenn man das so will. Da würde mich jetzt interessieren, warum du so schnell, nachdem ich mit dir Schluss gemacht habe, direkt mit einem anderen in die Kiste springst, selbst als Ablenkung. Ich war auch nicht besonders gut drauf, als ich das gemacht habe, weil ich eben auch echt Gefühle für dich habe. Und ich erzähle das halt irgendwie jetzt, um dich ins Bett zu kriegen oder sonst was. Weil ins Bett gekriegt hätte ich dich an, ursprünglich auch ohne Lügen Gefühle. Dort. Zumindest hatten wir das damals so gedacht. Ähm, und darum geht es mir auch nicht. Ja? Äh, mir geht es darum, dass ich nicht verstehen kann, äh, wie du direkt mit einem anderen in die Kiste springst, obwohl du zu mir sagst, dass du Gefühle für mich hast und so weiter und so fort. Das ist für mich einfach unbegreiflich. Und deswegen habe ich Schlampe gesagt, weil es für mich einfach, ich weiß nicht. Ja? Wobei Schlampe in dem Fall ja noch nicht einmal zuzulösen ist, weil Schlampe wird, ist, ja im Prinzip, ist ja im Prinzip eine Frau, die sich sogar noch dafür bezahlen lässt. Ich gehe mir davon aus, du kriegst kein Geld dafür, wenn du mit jemandem ins Bett steigst. Schätze ich zumindest mal. Ähm, also ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Für mich ist es jenseits von allem, dass Sex und Gefühle nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Das ist mir durchaus klar. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist, wenn ich in jemanden verliebt bin oder in jemanden äh, verschossen und so weiter und der macht Schluss, dass ich einen Tag später oder so, sonst was direkt mit einem anderen ins Bett gehe. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Ähm, <laughs> Wenn ich jetzt vielleicht ein paar Monate warten würde oder vielleicht zumindest ein paar Wochen, so vier, fünf Wochen oder was weiß ich, mindestens einen Monat oder was, dann würde ich sogar nachvollziehen können. Aber wenn ich mit, aber gut, vielleicht ist es bei dir einfach anders, weil anscheinend äh, beziehst du deinen Kopf ja nicht mit ein. Ich wenn mit einer Frau im Bett liege, dann denke ich in erster Linie an diese Frau, dann möchte ich dieser Frau gefallen, dann möchte ich, dass die Frau mir gefällt und dann möchte ich mit der Frau meinen Spaß haben. Und dann denke ich in dem Moment auch nur an sie. Wenn ich in eine Frau verliebt bin, ist das Ganze sogar noch intensiver. Und wenn ich dann in eine Frau verliebt bin und mit einer anderen rummache, rumkuschel oder ins Bett gehe, gut, habe ich in meinem Fall vermutlich noch nicht gemacht, zumindest jetzt, soweit ich wüsste. Aber ich denke da dann auch an die Frau. So. Und äh, als ich mit meiner Ex damals Schluss gemacht habe, habe ich einige Monate später dann mit einer anderen, mit der Schüssel, mit der ich da jetzt eigentlich zusammen sein wollte, äh, mich damals getroffen. Neutral, das ist jetzt, wie gesagt, auch schon fast ein Jahr her. Haben wir uns ganz normal getroffen und so, haben an dem Abend dann auch ein bisschen äh, rumgeknutscht und so, ein bisschen rumgefummelt. Und ich habe da auch gemerkt, dass ich tatsächlich äh, da teilweise an meine Ex gedacht habe. Einfach weil ich an meine, weil meine Ex einfach diejenige ist, mit der ich das bisher als einzige Mal gemacht habe. Und es wird vermutlich sich auch in Zukunft immer wiederholen, wenn ich mit einem in eine Frau verliebt bin oder verliebt war, dass ich das erst einmal darauf beziehe. Ähm, heißt es nicht, wenn ich mit dir ins Bett gehe, dass ich mit einer anderen denke, weil bei dir sind ja auch Gefühle im Spiel, zumindest aus meiner Sicht. Aber naja, das ist, bin halt ich. Vielleicht sehe vielleicht seh ich das alles einfach zu eng. Aber genau deswegen äh, ist es für mich absolut daneben. Und. Äh, ja, du hast mir ja absolut keinen Grund dafür gegeben zu glauben, dass du nicht mit anderen Leuten ins Bett gehst. Zumal du meine Befürchtungen ja schon mal in den Wind geschlagen hast, als das mit dem Pärchen neulich war. Ich wollte einfach mal ein paar Tage für mich ohne den Stress hier. Das wäre ja sowieso eine einzige Diskussion gewesen. Ich wollte das Festival genießen, auf das ich mich ein Jahr gefreut habe und das nicht mit dir in WhatsApp verbringen. Ich habe dir gesagt, ich melde mich Montag. Und ich finde, das ist mein Recht, das zu machen. Wir sind kein Paar und reden können wir. Aber ich muss halt auch arbeiten. Ich mag das mit der CAM nicht. Aber du willst ja auch viele Sachen nicht, bis wir uns sehen. Also von daher ist das ja nicht unfair. Und ich finde es super daneben, dass du eine neue Beziehung anfangen darfst. Aber ich darf nach der Trennung keinen Sex haben. Was soll denn diese Doppelmoral? Du bist doch der, der eine offene Beziehung wollte, weil er sich austoben will. Aber ich bin die Schlampe, weil ich ein paar Tage nach der Trennung Sex hatte. Aber hallo, du wolltest eine offene Beziehung und mit dem Paar Sex haben und so weiter. Das ist dann plötzlich alles okay. Da sind Gefühle dann egal. Das spielt nur bei mir eine Rolle. Ich höre jetzt die anderen beiden an. Und nein. Ich habe dir gesagt, das war nicht ein paar Stunden später, sondern ein paar Tage. Und ich schalte vom Kopf her ab, wenn ich Sex habe, ist mir drumherum der Rest egal. Das ist der Sinn von Ablenkung. Und ich kann echt nichts dafür, dass du Schluss gemacht hast. Ich hatte das Treffen mit dem Paar vereinbart und sag das bestimmt nicht ab damit du dann wieder blockst, was du ja wieder getan hast. Hätte mir also nichts gebracht zu verzichten. Und bei den Hatern bekomme ich von dir auch kaum Unterstützung. Ich bräuchte mal jemanden, der mich unterstützt und mir den Rücken stärkt, und nicht wer, der sich über meine Haare aufregt und mich als Schlampe beschimpft. Und trotz der ganzen Scheiße wollte ich mich mit dir treffen. Also erzähl mir nichts, ich hätte keine Gefühle. Da hat sie in wirklich jedem Punkt recht. Aber mal gucken, was Reini dazu sagt, denn sie hat ja alles getroffen. Meine Fresse, ich habe weder deine Haare beleidigt noch habe ich... Ja gut, das mit der Schlampe ist natürlich beschissen gelaufen, ja. Ich war sauer, was soll ich sagen? Und was das mit dem Beschützen angeht, ich bin... Reini, vielleicht fängst du mal damit an. Entschuldigung. Ist ganz einfach. Ich sag's dir sogar nochmal, damit du es nochmal nachhören kannst, falls du es vergessen hast. Entschuldigung. Jemanden, ich beschütze meine Freundin. Immer. Allerdings habe ich dir auch schon gesagt, dass ich einfach äh, nicht weiß, was ich jetzt dazu sagen soll. Ähm, ich hatte dich von Anfang an, was die Helle angeht, gewarnt. Ja, es ist meine Schuld gewesen, dass die das überhaupt mitgekriegt haben. Aber ich kann dagegen nichts machen. Wenn das, wenn das so ist, wenn du weißt, wie das ist oder wer, wer das war oder so, kannst du versuchen zur Polizei zu gehen. Ähm, wenn die nämlich ein Bild von dir haben und es veröffentlichen, dann äh, kannst du dir dafür anzeigen, weil das ist äh, recht am eigenen Bild. Das müsstest du ja wissen, gehe ich von aus. Allerdings ist die Sache die, dass die Leute, die da sind. Was? <laughs> gerade der Nachricht noch gelesen. Ähm, dann sag mir was du willst. Wie sollte es weitergehen? Ich persönlich bin nämlich eigentlich selber echt sauer. Ich will dich treffen. Das was ich die ganze Zeit sage, sich treffen und hoffentlich sich gut verstehen und eine schöne Zeit verbringen und schauen, was man hinterher möchte. Blöd gelaufen mit der Schlampe, ist jetzt nicht ganz die Entschuldigung, die ich erwartet hatte. Aber ich glaube, was Besseres wirst du nicht von ihm kriegen, deswegen sei zufrieden. Ja, ich bin nicht gerade gut darin, mich zu entschuldigen, wenn ich über WhatsApp-Nachrichten oder so spreche. Ich entschuldige mich immer lieber real. Also hör, hör zu. <laughs> hör auf, wieso wollte ich aufsagen? Also hör zu. Äh, es tut mir leid, ja. Uh, es ist beschissen, dass ich es gesagt habe. Ich war stinksauer in dem Moment sowieso noch mehr als, so, als ohnehin schon. Um, und ich hätte das nicht sagen dürfen oder sagen sollen. Allerdings, <kühm> ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Schlampe ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck ohnehin gewesen. Um, wenn ich stinkig bin, dann sage ich oft mal Sachen, die ich gar nicht so meine oder die ich gar nicht so möchte. Also es tut mir leid. Und was die Sachen mit dem Treffen angeht, die Leute wissen nicht, dass wir Kontakt haben oder nicht Kontakt haben. Vermuten tun sie natürlich die ganze Zeit was. Und natürlich schicken sie dir irgendwelche Sachen, die ich im Stream gesagt habe. Und im Stream sage ich ständig irgendetwas. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Zumindest nicht unbedingt. Manches ja, manches nein. <laughs> ja, aber Raini, erkenn mal das Problem. Vielleicht hatte das ja was mit der Realität zu tun. Man kann dir einfach nichts glauben, was du sagst. Und genau deswegen hat sie auch so reagiert, weil sie nicht wusste, ob sie dir das glauben kann, dass du das nur gesagt hast oder dass du das auch wirklich so meinst. Ähm, und deswegen kann man das nicht immer ernst nehmen. Ich habe das unter anderem auch deswegen gesagt, ich kann dir das ja gerne mal auch erklären, wenn du unbedingt möchtest. Äh, ich habe deswegen vor allem gesagt, dass ich keine Freunde möchte und Sex. Also nur sechs, weil äh, ich zum einen gedacht habe, ja, ähm, das mit dir wird eh nichts mehr, weil du dich nicht mehr meldest. Du sagst, du hast, dann, hast geschrieben, du schreibst am Montag. Habe ich nicht gesehen, die Nachricht. Ja, äh, Ich weiß, die ist da. Ich weiß, ich habe sie gesehen dann im Nachhinein nochmal. Aber ich habe die Nachricht anscheinend irgendwie nicht richtig realisiert. Deswegen habe ich mich die ganze, das ganze Wochenende über geärgert. dass So wie du dein ganzes Leben scheinbar nicht realisierst. Oder auch, was du hier gerade wieder abziehst. Nicht antwortest. <laughs> und ich weiß auch nicht, wie das jetzt in der Zukunft weitergehen soll. Also du machst dir jetzt Sorgen oder Gedanken, was nachvollziehbar ist wegen den Hatern. Aber was glaubst du, was passiert, wenn die dich bei mir sehen oder bei mir erfinden oder erwischen? Also, das was oder mit mir zusammen, wenn man mal unterwegs sein sollte. Also ähm, ich meine, am Wochenende kann man sowieso nicht weg, eigentlich bei mir wegen den Idioten wenn du wenn du eine Woche kommen würdest, würde die Sache anders aussehen. Da könnte man unter der Woche auch mal weggehen, mal in die, ins Schwimmbad, mal in die Sauna oder so. Schwimmbad ist bei mir sowieso schwierig, weil ich keine Badehose habe. Aber in die Sauna oder so oder, oder auch ins Kino oder sowas könnte man dann machen. Aber am Wochenende ist es halt so gut wie unmöglich, weil die Leute hier Randale machen würden wie Sau. Und ja, es ist halt, weil Jetzt im Moment sind sowieso noch Ferien, das kommt noch dazu. Also es ist auch ohne der Woche nicht so besonders prall. Ich war jetzt zum Beispiel vorhin schon in Nürnberg, deswegen habe ich mich so spät erst gemeldet nach deiner Nachricht, weil ich dich erst auf dem Heimweg wieder gesehen habe. Und ich weiß nicht. Ich denke, das wird halt noch schlimmer werden, wenn die jemals rauskriegen, dass wir uns getroffen haben oder uns gesehen haben oder dass du bei mir warst oder so. Oder die dich hier jetzt nur in der Nähe mal sehen würden. Ich weiß nicht. Ja. Ich würde dir gerne Rückhalt dagegen geben, aber ich kann da leider auch nichts machen. Ich kann dir nur empfehlen, geh zur Polizei, wenn es dich stört. Allerdings würde ich dir davon sogar zum Teil abraten, weil es zum Teil gar nicht so einfach ist. Wenn die das nämlich rauskriegen, dass, es, dass du sowas angezeigt hast, dann werden sie es nur schlimmer machen. Das Einzige, was ich dir dazu empfehlen kann, ist eigentlich das Ganze zu ignorieren. Auch wenn das alles andere als schön ist und ich weiß sowieso, dass man das nicht so ignorieren kann. Wenn, ich, wenn man es ignorieren könnte, hätte ich so viele Probleme gar nicht. Mein Auto geht die ganze Zeit schon. Nur ich kann keine zu weiten Strecken fahren, weil wenn ich zu weit fahre, der Kühler halt nicht mitmacht. Heute war das Wetter relativ kühl, also war es sogar ganz gut geeignet. Aber wenn ich nach Nürnberg fahre und direkt wieder zurück, nachdem ich das Sache mit meinem Strom oder mit dem Einkaufen oder so gemacht habe, äh, ist es meistens auch so, dass das... Ähm, also es ist meistens auch so, dass das äh, schon sehr heiß wird, wenn ich auf dem Rückweg bin. Also, wie weit fahre ich da? Also, Reini, du hast ein Schrottauto gekauft. Äh, den guten Rudi A4. Das war ja nun wirklich nicht die beste Karre. Das sind hin und zurück grob 60, vielleicht 70 Kilometer. Plus, minus. Also, hin und zurück. Insgesamt. Wenn du bei mir bist, würden wir halt einfach nicht rausgehen. Oder wenn wir rausgehen, würden wir halt eventuell in die Sauna oder so gehen. Aber das geht halt nicht, wenn du unter der Wo wenn du am Wochenende da bist. Äh, weil am Wochenende kann ich halt nicht raus wegen den Idioten. Mir wäre lieb, also mir persönlich wäre eigentlich ganz recht, äh, wenn du am äh, Freitag kommst und äh, wir dann äh, schauen, wie wir uns verstehen, wie es läuft und wenn du dann da bist, dass man dann halt sagt, okay, machst du halt noch eine, hängst die Woche gar dran, aber das geht ja leider nicht wegen deiner Arbeit. Also ich persönlich würde eigentlich gerne mit dir was unternehmen, vor allem in die Sauna und so, würde ich gerne gehen. Du rast nicht aus, ist nur eine Vermutung, aber kann es sein, dass das Bild einer deiner Freunde gemacht hat, als einer von denen eventuell ein Hater? Weil das würde erklären, warum die dich fotografieren konnten und aber darauf geachtet haben, dass dein Gesicht nicht gezeigt wird. Was? Nicht dein Ernst. Alter, Reini, hörst du dir da gerade selber immer zu? Nee. Also ihr auch sowas noch zu unterstellen? Fehlen mir gerade so ein bisschen die Worte. Ganz ruhig, ich spiele Möglichkeiten durch, soll kein Vorwurf sein. Langsam, das ist keine Anschuldigung. Ich frage nur, ob das möglich sein kann. Nee, meine Freunde sind keine Hater. Die, kenn die kennen dich auch nicht. Ich frage das nur, weil ich das schon bei jemandem erlebt habe. Hab mal irgendwann nebenbei gefragt. Okay, wie gesagt, war nur eine Frage, weil ich das schon mal erlebt habe. Uff, das ist aber krass. Und mir würde nie jemand so Angst machen von meinen Freunden. Ja, wie gesagt, du wirst nicht glauben, was ich schon mitgemacht habe. Die haben sich alle voll Sorgen gemacht. Hm, wenn du meinst. Frage, soll ich mich auf jeden Fall testen lassen bis dahin? Also ich denke, du weißt, was ich mit der Frage meine. Ja, Reini, solltest du. Und nicht alle, alleine nur nicht, weil sie sich das wünscht, sondern deiner Gesundheit zu willen. Dass du auch mal weißt, was du da alles für Krankheiten in dir herumträgst. Du hast doch selber gesagt, dass du mit... Zwei Typen da irgendwie was hattest, wo du dir auch eventuell alle möglichen sexuellen Krankheiten hättest einfangen können. Alleine deswegen würde ich schon einen Test machen. Fände ich schon schön, wenn du das machen könntest. Wäre auf jeden Fall toll, weil man sich dann alle Optionen offen halten kann. Hm, okay. Übrigens, Frage: Wie ist dir am liebsten? L Lang, Haare kurz, rasiert, gute Nacht. Intim kurz. Ansonsten auf dem Kopf gerne lang. Allgemein also intim auf dem Kopf Bart. Intim kurz Bart Schnauzer, Haare lang oder Glatze. Ich mag die extremen Gegensätze. Naja, ne? Und deswegen hat sich Reini dann seinen Pornobalken rasiert. Einfach nur utopisch. Also das sah halt auch wirklich zum Schießen aus. Okay, aber intim, nicht rasiert, nur kurz. Oder rasiert, Hauptsache kurz, gepflegt oder ganz ab. Okay, gibt es irgendwas, was ich besorgen soll? Zum Beispiel? Also Kondome ist ja klar, ich trinke keinen Wein, aber vielleicht willst du ja welchen. Oder, oder du trinkst keinen Alk, glaube ich, oder? Irgendwas zu essen? Oh, was ist das Leckeres? Aufgebrochene Chili Cheese Nuggets und Cordon Bleu. War aber zu viel Red, gibt es später zum Abend nennt oder so. Ich esse jetzt auch. Guten, ich bin am Zeichnen. Leider da sieht man auch nochmal richtig schön die blaue Futterschüssel, wo er sich das Zeug dann einfach nur immer reingestopft hat. Kann ich es nicht. Was zeichnest du? Sex. Hat er vor kurzem auch wieder auf seinem ph-Account was veröffentlicht, was er dann gezeichnet hat? Nee, also da zeichnet ein Grundschüler besser. Muss ich wirklich so sagen. Ich kann auch nicht zeichnen, aber selbst ich kann das besser. Allerdings bin ich scheiße, kannst ja mal auf Porn abschauen. Hast du einen Link oder so? Oh, der Hoden ist ein bisschen weit vorne. Was für ein Schloss? Falscher Schätz, sorry. Was? Für oh Gott, das muss ich ja nachbearbeiten. Hilfe! Ich. Danke dafür übrigens. Was für ein Schloss willst du wechseln? Haustür. Oh, Schloss kaputt? Mir ist vorhin der Schlüssel verbogen. Nee, Schlüssel. Und du redest darüber mit jemandem, der dir das tauscht? Nein, spielt keine Rolle mit wem ich geredet habe. War der falsche Chat. Was mir gerade wichtiger ist. Okay. Wann wollen wir reden? Ich versuche hier zeitlich fertig zu werden. Bin gerade etwas müde, hab nur vier Stunden geschlafen. Okay, verstehe. Na dann, gute Nacht. Du könntest wenigstens gute Nacht schreiben, wen du ins Bett gehst. Ich warte immer einen Wolf auf dich. Sorry, war auf dem Sofa eingeschlafen. Hab von dir geträumt. Werde jetzt ins Bett gehen. Hab eine gute Nacht. Ja, das kennt Reini halt auch nicht. Reini schläft da durch, wo er einschläft. Das ist nun mal so. Wenn du willst, können wir ein bisschen reden heute. Nee, heute wird nichts. Ich hab gestern auf dich gewartet und nicht gestreamt, daher muss ich das heute nachholen. Außerdem muss ich noch an dem ein oder anderen Video arbeiten. Und ein. Sei ehrlich, machst du doch eh nicht. Ein Treffen, schauen, ob das klappt oder nicht. Okay, dann vielleicht morgen. Was ist morgen? Donnerstag, oder? Oh, mit einem Mann oder einer Frau? Nee, da kann ich nicht. Da gehe ich abends in die Sauna. Frau decke ich, keine Ahnung mal sehen. Gehst du mit ihr in die Sauna? Nein. Aber ihr trefft euch heute. Nein. Sondern? Was an, ich muss schauen, wie das mit dem Treffen läuft. Versteh's jetzt falsch. Das ist in Planung, keine Ahnung wann. Außerdem spielt das eine Rolle? Nee, stimmt. Viel Spaß. Du warst es doch, die lang und breit erklärt hat, wir sind nicht zusammen. Danke. Nee, Reini, du hast deswegen eine Szene gemacht und machst es jetzt selber. Einfach nur utopisch dieser Mensch, einfach nur utopisch. Werd ich wohl haben. Sehr schön. Was für Videos machst du heute so? Erzähl mal, wie geht's dir? Videos weiß ich noch nicht. Im Moment bin ich überm Frühstücken, war vorhin einkaufen. Und mir Alter, der ist jetzt am Frühstücken. Zu dem Zeitpunkt ist es 14:02 Uhr und der ist am Frühstücken. Na schön, dank auch. Geht es wie immer, wenn ich alleine bin, schlecht. Aber dafür gibt es nur eine Lösung. Aber du kriegst ja Besuch. Das habe ich nicht gesagt. Wie du sehr gut weißt, ist bei mir etwas auszumachen, die tatsächliche Umsetzung. Naja, wir sehen uns ja nächste Woche. Freue mich schon total. Hm, Ende nächster Woche. Und ich hoffe es, bin da aber zwiegespalten. Ja, ist ja nächste Woche. Wieso? Einmal wegen unser dauerndes Gestreite und einmal wegen den Hatern. Wegen den Hatern? Naja, sogar noch weiter mit meinen negativen Erfahrungen, ist aber nicht böse gemeint. Ich kann das nicht ändern. Ich hoffe, du freust dich trotzdem. Ja, auch hier reini wieder. Ja, ich weiß ja nicht, ob du wirklich kommst. Wenn das real gewesen wäre, er hätte es sich immer selber kaputt gemacht. Und da wäre niemand anders schuld. Nur er. Streamst du heute? Wenn wir schon nicht quatschen, dann würde ich gerne zugucken. Immer noch finde ich es unfair, dass du mich angucken kannst. Können alle anderen im Internet ja auch. Eben, du müsstest einfach nur nichts mehr hochladen, dann könnte dich auch keiner mehr im Internet sehen. Das ist jetzt nicht die Ausrede. Nur weil ich meine Fresse ins Internet halte, musst du das doch nicht auch machen. Das macht keinen Sinn, Reini. Ah, aber die bedeuten mir ja nichts. Ja, wie gesagt, wenn wir uns gesehen haben, kann man auch mal über Webcam reden. Streamst du denn? Dann kann ich mich auf etwas freuen. Ich sagte dir schon, dass ich streame, deswegen habe ich keine Zeit. Allerdings befürchte ich, dass du enttäuscht sein wirst, wenn du darauf hoffst, mich zu sehen. Schade, sehe dich immer gerne im Stream. Aber vielleicht entscheidest du dich ja noch um, mir zu Liebe. Würde mir eine Freude machen. Äh, das ist mein Job. Das hat nichts mit dir zu Leibe zu tun. Ich muss schauen, dass ich Geld verdiene. Du änderst deine Pläne, was das Arbeiten angeht, ja auch nicht, um mir einen Gefallen zu tun und mal ein paar Minuten zu reden. Me Reini, sie schaufelt sich eine ganze Woche frei, um zu dir zu fahren. Das macht sie. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Na ja, aber wenn du streamst und was spielst, dann kannst du ja auch noch ein paar Minuten normal im Stream sein, oder? Nein, weil ich dafür immer den ganzen Stream neu starten muss. Ich us jetzt los. Bis vielleicht später. Du, ich habe gerade in deinem Stream das mit dem Zwangsgeld gelesen. Was ist denn da los? Auf der Seite von der BLM steht auch was so stream vorbei fürs erste. Wünschte, wir könnten zusammen hin und danach schön vögeln ist nach der Sauna besonders intensive. Schon mal gemacht? Ja, wäre bestimmt gut. Nee, nee glaube ich nicht. Nee, leider noch nicht. Ja, nach der Sauna ist die Haut so empfindlich. Ja, das stimmt. Du hast vorhin gar nicht geantwortet. Stimmt das mit der BLM? Muss ich mir Sorgen machen um dich? Ja, das stimmt allerdings das, was ich gesagt habe im Stream auch. Im Moment sollte es erstmal aussitzen. Hast du dich denn mit denen einigen können? Noch nicht. Welche Streams sind denn lizenzpflichtig? Konnten die das sagen? Wie gesagt, als abwarten. Erzimmer deinen Traum, weiß doch, dass du das schon die ganze Zeit willst, XD. Flüster ich dir ins Ohr, wenn wir uns sehen. Sei nicht so gemein. Los, raus damit, du geile Schnecke musst du jetzt wohl durch. Nix da. Los, raus damit, kleines. Mm -mm. Komm schon, meine Kleine, meine. Was machst du heute noch so? Nicht ablenken. Tue ich nicht. Wenn wir uns sehen, erzähle ich es dir. Ja, jetzt fängt er hier schon wieder an, ja, meine Kleine. Ja. Aber vorhin noch so eine Szene machen. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Reini leidet entweder an Schizophrenie oder ja, weiß ich nicht. Oder er ist halt wirklich so dumm, dass er das schon wieder vergessen hat. Nee, jetzt. Nee, nee. Komm schon, kleine Maus. Vorfreude ist die beste Freude. Also langsam glaube ich, dass du es genießt, mich zu quallen. Dann behalte es halt für dich. Meinst du, dass ich nach über eineinhalb Jahren, in denen ich keine Frau mehr angefasst habe und gefickt, dass ich mich schon genug darauf freue? Aber du solltest dich ja auf mich freuen und nicht nur auf Sex. Tue ich doch. Egal, behalte es für dich. Was machst du heute noch so? Habe ich dir doch gesagt. Wann gehst du mit deiner Freundin los? 15 Minuten. Okay. Finde es auch immer interessant, wie du immer Zeit für sowas findest, aber nicht mit mir zu reden. Auch wenn du heute Zeit gehabt hättest. Ich habe dir doch angeboten, heute zu reden. Eben, sie hat dir doch angeboten. Und wenn du sagst, nee, möchte ich nicht, dann. Hat sie die Zeit? Kann sie doch anders nutzen. Sie muss denn ja nicht einfach doof auf der Couch rumsitzen, so wie du das machen würdest. So komisch, dachte du würdest dich freuen und deine Arbeit alter machen, naja. Du hast gesagt, du bist busy. Ja, hast du. Das war aber nicht das, was ich gemeint habe. Gall. Hi, na? Also, wenn du nicht mehr reden willst, können wir das nächste Woche auch absagen. Ich gebe mir so eine Mühe mit dir die letzten Tage. Du willst mich gar nicht mehr sehen, glaube ich. Nee, sehen will er dich nicht, er will dich nur ins Bett bekommen. Und da ist es ihm eigentlich auch egal, ob das jetzt du bist oder irgendjemand anders. Mühe? Ich habe dir gestern Morgen, guten Morgen geschrieben, um. Was war's? Um halb elf, um, um, um elf rum, keine Ahnung. Und von dir habe ich keine Nachricht bekommen, bis abends um 19 Uhr. Und wenn ich jetzt einmal ein paar Minuten erst einmal frühstücken will, beziehungsweise erst einmal aufs Klo will, äh, jetzt einmal kurz einkaufen will äh, und erstmal richtig wach werden will, heißt es gleich, dass ich dich nicht treffen will. Na, vielen Dank. Also, Mühe betrachte ich persönlich anders. Aber vermutlich ist es einfach meine beschränkte Sichtweise der Dinge. Ach Reini, sie hätte sich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr mit dir unterhalten müssen. Aber das weißt du ja auch nicht zu schätzen. Du hast vorgestern auch nicht mehr gute Nacht gesagt oder geantwortet, als ich geschrieben hatte, dass ich aus der Sauna wieder da bin. Hast gestern auch nicht gute Nacht gesagt oder guten Morgen heute. Ich versuche gerade dir zu zeigen, dass ich mich freue. Und du bist total einsilbig. Ich habe dir nicht mehr gute Nacht geschrieben, weil du mir geschrieben hast, dass du ins Bett gehst. Und weil ich die Nachricht erst eine Stunde oder zwei später gesehen habe. Und weil ich dir nicht schreiben wollte, weil ich dich nicht aufwecken wollte. Äh, vom Piepston, vom Handy. Das nennt man Rücksichtnahme. Ich habe dir direkt morgens guten Morgen geschrieben. Sonst schreibst du mir nachts doch auch. Ich werde jetzt jedenfalls erstmal einkaufen gehen. Und wenn es einseitig ist, dann bedenke, ja? ich bin vor nicht mal acht Minuten erst aufgestanden. Ich bin erst um. oder vor 20 Minuten mittlerweile. Ich bin um 11.04 Uhr erst aufgewacht. Ja, weil ich normalerweise davon ausgehe, dass du wach bist. Weil du bist ja anscheinend auch immer recht lange wach. Nee, Reini, du schreibst ihr auch, wenn sie dir schon gesagt hat, dass sie schlafen geht. Also komm mir nicht mit Rücksichtnahme. Ich werde jetzt einkaufen gehen. Wenn du danach noch Lust und Zeit hast, äh, ich werde etwa so eine Stunde unterwegs sein. Wenn du danach noch Lust und Zeit hast, dann können wir danach am um reden. Aber wenn nicht, dann reden wir halt heute Abend oder wenn das dir nicht passt, dann halt übermorgen. Was weiß ich. Bis gleich. So, wieder zu Hause. Willst du nun reden? Sonst esse ich was. Können danach quatschen. Was gibt's? Okay, Sandwich. Willst du mit zwar eigentlich Collin bleu machen? Mit Chili Cheese Nuggets, aber das muss erstmal reichen. Hast du das die Tage nicht gegessen? Und? Etwas einseitige Ernährung, Reini. Ist ja schon ein bisschen eine Kalorienbombe. Da hätte ich nicht so viel Bock drauf öfter. Ich esse halt, was mir schmeckt. Du Freundes, wie schaut's denn aus? Wann willst du denn du reden? Keine Ahnung, halbe Stunde oder Stunde oder so. Hm, okay, dann sag Bescheid. Worüber magst du quatschen? Hä? Ich dachte, du wolltest reden. Wir können ja erstmal über das Treffen reden, wann, wie viel Uhr, etc. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber ja. Sag's halt Bescheid. Hätte jetzt Zeit. Okay, schick mir mal nochmal deinen Discord-Namen, bitte. Weil er sie bei Discord nämlich auch wieder gelöscht hatte. Aber gut, so geht Reini mit Konflikten um. Dann wollen wir mal sehen, was die beiden denn so schönes zu bereden haben. Ich hatte dich noch in der Blockliste. Normalerweise kann ich dich dann nochmal adden, aber das hatte ich jetzt irgendwie verkackt, bevor ich dich rausgenommen hatte. Ja, Leute, ich hab's doch gesagt. Er hat sie wieder blockiert. Oh. Deswegen boah, musste ich jetzt nochmal noch adden. Ach so. Ja, Was war denn heute Morgen los? Du hast dich, äh, hast mir gleich direkt äh, die Hölle heiß gemacht, obwohl ich nur fünf Minuten. Äh äh, obwohl ich jetzt fünf Minuten wach war oder so. Naja, du kamst mir halt die letzten zwei, drei Tage ziemlich einsilbig vor und deswegen habe ich dann gestern auch nichts mehr geschrieben, weil ja abends von dir auch nichts mehr kam und du halt den Tag vorher halt auch schon, also vorgestern, auch schon so kurzsilbig warst und so einsilbig und ähm, dann dachte ich, du hättest irgendwas und deswegen habe ich mich dann gestern halt auch nicht gemeldet, sondern bin halt direkt arbeiten gefahren und habe mich dann halt erst gemeldet, als ich wieder zu Hause war abends. Einsilbig? Ich habe einfach nur Guten Morgen geschrieben. Nee, naja, das meine ich nicht. Ja. Ich meine halt vorgestern. Und halt auch heute. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass gerade nur so... Gestern habe ich dir mehrere Sätze geschrieben teilweise. Ja, Reini, du weißt einfach nicht, was einsilbig bedeutet. Das heißt, du... Du hast halt immer nur sehr kurz geantwortet. Sehr kurz und knapp. Du wirktest angefressen, etc. pp. Von allem... Ja, von allem nur erdenklich Möglichen. Und nicht, dass du nur eine Silbe immer schreibst. Das ist nicht die Bedeutung von dem Wort. Ja, aber es wirkte halt irgendwie so, weiß ich nicht, so leicht angefressen, so, hm, nee und hm, und okay, und, aber kam mir halt nur so vor. Ich hatte halt das Gefühl, wir hatten kein so richtig angenehmes Gespräch die letzten Tage. Mhm. Wo ich da eigentlich versucht habe zu erklären, dass ich ja mich schon auf das Treffen freue. Ja, ich bin nun mal, auch wenn man das manchmal bei mir nicht merkt, weil man manchmal, vor allem wenn meinen Videos und meinen Streams und so, Hm? Ja, die kommt da noch was? Oder. Oder lässt uns jetzt hier im Dunkeln? Da fliegt doch 100 Burschel eine Drohne über mein Gebäude. Eine Drohne? Ich, mh, die, die fliegen manchmal mit einer Drohne über mein Grundstück. Oh. Und die Drohne machen so ein bisschen so ein Summgeräusch. Es scheint aber eine ziemlich große Drohne zu sein. Die ist ziemlich laut. Ja, Reini, das ist eine von der USA oder CIA oder wie die auch immer heißen. Ihr wisst schon, was ich meine. Man darf doch gar nicht mit Drohnen über Privatgelände fliegen. Meinst du, das juckt die noch? Die Typen interessieren sich nicht dafür, was man darf und was nicht. Und die Polizei lässt sie meistens noch davon kommen. Das ist ja das Problem. Zum äh, Freitag nächste Woche. Mhm. Wir wollen uns ja, also du willst ja am Freitag kommen, richtig? Mhm. Oder kommst du schon am Donnerstag oder erst am Samstag? Ne, ich komme sehr wahrscheinlich am Freitag. Also okay. 99 Prozent sicher. Okay, weißt du schon ungefähr, wann du losfährst, beziehungsweise wann du zu mir kommst dann? Also Plan ist, dass ich so morgens irgendwann losfahre. Das wird wahrscheinlich irgendwas zwischen. Da fällt mir erstmal ein, das ist eine andere Frage dazu. Äh, fährst du mit dem Auto? Also hast du das Auto jetzt gekriegt mhm. oder fährst du mit dem, mit dem Zug? Ähm, ja, ich fahre mit dem Auto. Okay. Allerdings werde ich das Auto in Nürnberg abgeben. An Kollegen. Okay. Und werde dann das Reststück quasi, ich habe das nachgeguckt, das ist ja nicht so weit mit der Bahn, werde dann das Reststück äh, da abstellen. Ja, nee, das ist mit der Bahn nur ein oder zwei. Äh. Das ist mit der Bahn nur ein oder zwei äh, Stationen, je nachdem, genau. was für eine Art von Zug du da wischst. Wenn du den Bummelzug erwischst, sind es ein paar Stationen mehr. Ja, ist ja nicht schlimm. Nee, genau. Also, das heißt, das Auto gebe ich halt äh, an unsere Niederlassung in äh, Nürnberg. Da lasse ich das Auto stehen, weil da kannst es ein Kollege gebrauchen und ich brauche es halt nicht so zwangsläufig. Ich habe das nachgeguckt. Ich kann das ganze Wochenende ohne Probleme mit den Öffis fahren. Und äh, da ich ja am Samstagnachmittag eh nochmal nach. Oh wie ja, heißt das da? Moment, muss ich nachgucken. Auch da ein Kraft bei euch in der Nähe. Ich muss mal kurz die Polizei anrufen. Oh, mach das. Ich höre dich aber weiterhin. Okay. Und ich glaube, jetzt hören wir auch mal, wie Rainer mit der Polizei redet. Das wird interessant. Ja, hier ist mal wieder Winkler, hallo. Ähm, vier Personen von meinem Grundstück, äh, zwei davon komplett äh, schwarz oder sehr dunkel gekleidet, eine Person weiß und eine mit einer weißeren Hose und einem schwarzen Oberteil. Außerdem fliegt die ganze Zeit eine Drohne anscheinend über mein Grundstück, die höre ich nämlich die ganze Zeit. Dieses ist ja so ein ganz markantes Summen. Vier Personen. Also es sind zwei schwarz gekleidet. Eine ist eine Person hat ein Oberteil schwarz und eine weiße oder graue Hose, genau. Und eine Person ist komplett weiß oder halt sehr sehr hell gekleidet, genau. Auch weiße Schuhe und so, also wirklich komplett hell. Die stehen jetzt gerade davor, genau. Und noch nicht, allerdings höre ich die ganze Zeit. Genau, sehr gut. Vielen Dank. Ade. Gut, dann passt das ja. Okay, sehr schön. Und die kommen dann jetzt gleich und kümmern sich, oder? Ja, Reini hat seine persönliche Schutzstaffel gerade gerufen. Ich meine, er konnte ja nicht mal sagen, ob überhaupt eine Drohne über seinem Haus fliegt. Er meinte nur, er hört Summen. Das kann natürlich auch irgendein Kühlschrank sein oder so. Oder irgendein anderes von seinen elektronischen Geräten, was da dieses Geräusch macht. Es muss ja nicht unbedingt eine Drohne sein. Deswegen, an seiner Stelle hätte ich vielleicht mal nachgeguckt, bevor ich gesagt hätte, ja, die fliegen hier mit einer Drohne rüber. Und natürlich, es ist natürlich auch eine Straftat, wenn man bei ihm vor der, vor der Tür steht, also auf der öffentlichen Straße davor. Das ist ja eine Straftat, das muss unbedingt verfolgt werden. Und, ja, ich weiß nicht, wer den Sarkasmus gerade nicht gehört hat. Was bei denen heißt, die sind erst in drei Stunden da. Oh. Aber ja. Ja, Reini, wundert es dich denn? Du rufst mehr als zehnmal am Tag da an. Mit Nichtigkeiten. Wirklich mit Nichtigkeiten. Ja, da stehen ein paar Leute vor meinem Grundstück. Na und? Lasse doch da stehen. Solange die nichts machen, kann auch die Polizei nichts machen. Und du rufst dann trotzdem da an. Du bist halt der Junge, der Wolf ruft, aber dann, wenn der Wolf wirklich mal kommt, dann glaubt ihm halt keiner. Und außerdem, die Polizei braucht da nicht immer drei Stunden. Natürlich kann es sein, dass es mal wegen der Einsatzlage oder so ein bisschen länger dauert. Aber halbe bis dreiviertel Stunde maximal werden die brauchen. Also, Rainer übertreibt die natürlich maßlos. Ja, auf jeden Fall äh, muss ich halt dann Samstagnachmittag kurz für eine Besprechung. Deswegen bin ich ja, ich habe ja gesagt, ich habe mir ein kleines bisschen Arbeit unten gesucht. Bei mhm. dir ähm, bin ich dann Samstagnachmittag mal kurz da, das ist dann da äh, irgendwo da bei Ansbach, heißt das so? Ja, mhm. genau, da bin ich dann mal kurz drüben und äh, ja, wie gesagt. Und kurz dann drüben ist gut, nach Ansbach kommst du nicht so leicht. Ja, du nee, nee, dann dann erst nicht. nach Nürnberg und von Nürnberg aus dann nach Ansbach weiter. Ja, ja, genau. Das wäre dann so die Idee, dass ich quasi dann am Samstagnachmittag quasi wieder zurückfahre mit der Bahn und dann nach Ansbach rüber. Und wenn ich ganz viel Langeweile habe, nehme ich mal halt ein Taxi. Wird ja sowieso von der Firma bezahlt. Von hm. daher, mir nee, egal. Ähm, nee, genau. Und äh, deswegen bin ich dann halt Samstagnachmittag kurz ein bisschen weg und da muss ich halt mal gucken, wie lange der Spaß geht. Äh, könnte aber danach dann nochmal wieder kommen. Muss dann okay. wahrscheinlich nur am äh, Sonntagabend oder Montagmorgen, da warte ich noch auf finales Feedback, wieder nach Hause fahren, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, wann jetzt das äh, Shooting angesetzt ist. Das ist halt für Montag angesetzt, aber ich habe halt okay. keine Uhrzeit. Und ich sage mal so, wenn das jetzt am Montag um 9 Uhr losgeht, dann muss ich halt Sonntag fahren. Hm. Und wenn das halt erst um 17, 18 Uhr losgeht, dann kann ich halt am Montagmorgen fahren. Mhm. Ähm, verstehe mich nicht falsch. Ich habe ein Auto, von daher wäre es mit Mobil nicht so schlimm. Äh, aber blöde Frage, die mich jetzt irritiert. Äh, haben die in Nürnberg nicht eigene Autos? Wir mhm. sind ja Freiberufler. Reini weiß ja auch, was das ist. Naja, dann sollte man erst recht ein eigenes Auto haben eigentlich. Mhm. Nicht zwangsläufig, weil. Ähm Gerade der Kollege in Nürnberg sagt halt, dass der Verkehr bei euch da unten wohl ziemlich grauenhaft ist in Nürnberg. Und er sagt, mhm. ihr kriegt halt grundsätzlich nirgendwo einen Parkplatz und hat sich deswegen selber nie ein Auto angeschafft. Was ja auch vernünftig und nachvollziehbar ist. Ich meine, warum sollte man sich ein Auto anschaffen, wenn man sowieso seine Ziele perfekt mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht? Beziehungsweise nicht weiß, wo man das Auto lassen soll, wenn man nirgendwo einen Parkplatz findet, geschweige denn überhaupt durch den Verkehr durchkommt. Das macht doch keinen Sinn. Also warum sollte man deswegen Tausende von Euro in fahrbaren Fahrbahnuntersatz investieren? Ähm, aber ich habe halt mit ihm gequatscht. Wir sind halt so vier Leute und teilen uns halt das Auto. Und ähm, er ist halt quasi nicht so richtig in dieser Teilerei mit drin, aber er ist halt einer von unseren Freiberuflerkollegen. Und ich habe halt gesagt, du, ich brauche das. Auto am Wochenende nicht so super dringend, hast du irgendwas? Und er meinte halt so: Ja, er hätte halt einen Auftrag und er müsste auch ein gutes Stück fahren. Wenn ich das Auto nicht brauche, wird das halt gerne nehmen. Hm. Die Kollegen ja, im Ruhrgebiet haben ja auch kein Auto. Das teilen wir uns ja dann, weil äh, im äh, Ruhrgebiet kannst du auch nicht parken. Und da kannst du halt mit den Öffis alles machen. Das heißt, das Auto ist halt quasi, das teilen wir uns für, ähm, wie heißt es, für die. Er meinte damit Straßen. eigentlich hauptsächlich: Ich verstehe halt nicht, warum in Nürnberg keiner denn immer Auto leihen kann. Oder er sich da so eins leihen kann. Ähm, weil die Sache ja ist eigentlich, äh, da du ja aus Kölner Richtung bist, das ist ja ein ganz schönes Stück, wenn du daher fahren müsstest, dafür extra. Ja, ja, aber ich kann ja das Auto quasi bis Nürnberg haben und dann kann das ja haben. Weil ich sage mal so, an dem Wochenende bin ich ja nicht unbedingt aufs Auto angewiesen. Weil du hast ja vorher schon gesagt, dass du mich am Bahnhof abholen könntest. Und äh, wie gesagt, dem <laughs> Kollegen wird es halt, wird's halt helfen, weil da muss ich nicht extra eins mieten. Hm. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich das... Auto bei dir auf dem Hof abstelle, ist das auch nicht so die schlauste Idee. Richtig, weil natürlich würden dann die Haters sich das Kennzeichen aufschreiben, könnten damit dann vielleicht sogar herausfinden, wer sie ist, beziehungsweise auf wen es angemeldet ist und demjenigen, der ja dann mit ihr in Verbindung irgendwie steht, Schwierigkeiten machen. Das wäre ja auch nicht so die schlauste Idee, vor allem über denjenigen, auf den das Auto angemeldet ist könnten sie ja dann auch Rückschlüsse ziehen auf sie als Person. Und das wäre, glaube ich, nicht das Intelligenteste. Ja, deswegen habe ich dich gefragt, ob du mit dem Auto kommst, weil wenn ja, dann hätte ich halt geschaut, dass ich die Garage freikriege. Ja, weil äh, wenn die mich sehen, dass ich mit meinem Auto bei dir auf den Hof fahre, das muss man ja jetzt sagen, das kann ja jetzt wirklich passieren und die haben mich ja jetzt eh schon auf dem Kika, muss man ja leider sagen, das würde ich ganz gerne vermeiden, weil das Auto ist halt auch auf mich angemeldet. Ja, gut, dann kann man es noch mehr verstehen. Weil sie dann nämlich keinem anderen schaden würden, sondern ihr selbst gleich. Mhm. Und dann kriegt man halt auf jeden Fall mehr über mich raus und das würde ich halt gerne vermeiden. Und deswegen, ähm, ja, war halt meine Idee, das mit dem Auto, das Auto einfach in Nürnberg stehen zu lassen, damit ich halt nicht Gefahr laufe, dass mich da jemand in meinem Auto sieht und äh, sich dann das Kennzeichen aufschreibt. Das war so die Idee. Mhm. Okay. Uh, und uh, wie gesagt, uh, du, wann hast du gesagt, fährst du, du bist um 11 oder was? Nee, morgen. Die Frage ist: lasse ich das jetzt schon als Hater-Erwähnung für den Hater-Account erzählen? Aber ich würde mal sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Morgens fahre ich. Also wahrscheinlich hm, irgendwo, zwischen, irgendwo zwischen 7 und, weiß ich nicht, wahrscheinlich 9 Uhr, je nachdem, äh, wie schnell ich loskomme. Morgens. Okay. Dann wirst du gegen 12 Uhr eins, bei mir sein, schätze ich. Nee, mach mal ein bisschen länger, weil Würzburg ist ja meistens immer Stau. Also ich vermute eher so 2, 3 Uhr, vielleicht sogar vier. Also als ich das letzte Mal runtergefahren bin, habe ich super lange in Würzburg gestanden, weil da einfach alles dicht ist in der Autobahn. Und gerade Freitag, frühen Nachmittag, da ist ja dann auch Feierabendverkehr. Geht ja dann so ab 1, 2 Uhr los. Da kann das locker passieren, dass du da gut im Stau stehst. Wie vor allem Pendlerverkehr, die da irgendwo arbeiten und dann übers Wochenende nach Hause zur Familie fahren. Aber das kennt Raini auch nicht, weil er hat ja auch nie wirklich ernsthaft richtig gearbeitet. Und generell das mit dem Pendeln, dass man sich dann vielleicht eine Zweitwohnung nimmt oder so da auf der Ecke, das ist ihm ja auch, scheint ihm ja wirklich kein Begriff zu sein. Wie gesagt, weil wenn ich erst um 9 Uhr wegkomme und im Moment ist ja... Bei uns im Kölner Raum ja auch äh, die A1 so dicht. Weiß ich nicht, ob du das äh, weißt, da kommt man schlecht weg. Von daher, das kann schon einen Augenblick dauern. Naja, gut. Also dann so 1 oder 2 herum wahrscheinlich. Ja, mach mal eher so 2, 3. Erfahrungsgemäß. Okay. Ähm, das ist dann ein wenig so eine Sache. Weil das ist dann halt genau, meistens vor allem, wenn das Wochenende von der Kirche ist, ist so die Hauptverkehrszeit von den Hatern bei mir. Okay. Weil die Kirche fängt so um eins an. Mhm. Ähm, ich, muss noch, ich muss noch genau checken, ob die jetzt am Freitag oder am, 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 am Donnerstag anfängt. Naja, wie gesagt. sondern wenn wir bei mir vor, vor dem Tor stehen, ich habe kein elektrisches Tor, das heißt, ich muss aussteigen, Tor aufsperren, reinfahren, raus, äh, aussteigen, Tor zu machen. Ansonsten also kann ich auch aussteigen und das Tor aufmachen, dann kannst du schnell reinfahren und ich schlüpfe halt hinterher. Ja, rein elektrisches Tor, das hättest du dir doch, wenn es sowas geben würde, auf die Amazon Wunschliste gesetzt. Sei doch mal ehrlich. Das ist ja noch schlimmer. Nee, mir macht's nicht, mir, machen, mir macht's keine Sorgen, auszusteigen, das Tor aufzumachen und reinzufahren oder das so, so machen. Sondern mir macht's Sorgen, außerdem also geht es nicht, weil das, der Schlüssel am Autoschlüssel hängt. Achso. Ähm, nee, mir macht's Sorgen, dass wir dann vor meinem Tor stehen und die Idioten vor meinem Tor sind. Naja. Und ich fotografieren und alles. Darum geht's mir. Die haben ich mich, auch mir auch mich ja schon fotografiert. Ja, trotzdem. Das muss nicht, wir müssen dann nicht noch mehr Feedback liefern. Ähm, Apropos zu Hause hinlegen, warst du schon beim Arzt? Nein, das mache ich am Montag. Ah, okay. Das ist alles schon geplant. Ich noch? Gehe ich von aus? Weil ich muss heute Nachmittag, also so in einer Dreiviertelstunde, fahre ich kurz rüber zu unserem Gesundheitszentrum. Und weil die brauchen mich mindestens so bis Mittwoch, Donnerstag, bis ich die Ergebnisse habe, deswegen äh, mache ich das heute noch, damit ich die quasi noch pünktlich vor dem Wochenende kriege. Ich gehe von aus, dass er das schafft. Weiß ich nicht. Für ein Zwanziger sollte das schon hinhauen. Ja, Reini. Was weißt du eigentlich überhaupt? Jetzt mal so ganz ehrlich. dass. wenn du das schon so kurz vor knapp machst, dann sollte das dann aber auch wirklich hinhauen und nicht so. Ja, ich. Ich denke mal, dass er das schafft. Ich meine, ich bezahle dafür ja gut. Ja, Reini, das ist mir klar, dass du deine Eigenleistung bringen musst. Aber Mach dir doch mal vorher Gedanken über sowas. Ich meine, du hättest es doch locker vorher machen können. Und dann hättest du jetzt nicht die Rennerei gehabt. Ja, das äh, bezahlt sich. Also ja. heute, heute schaffe ich es nicht, weil äh, ich wollte eigentlich gestern gehen, aber da war wieder die Hölle bei mir los. Und wenn da so viel los ist bei mir, möchte ich ja dann nicht unbedingt weggehen. Und Montag ist eigentlich immer so relativ ruhig. Im, so. Moment ist halt das, Im Moment ist halt das Hauptproblem, diese blöden Idioten da die ganze Zeit. Inwiefern? Also es ist momentan Ferien. so, ja. Es sind Sommerferien aktuell, deswegen stehen die auch unter der Woche hier. Hoffentlich kommt die Polizei bald. Das nervt. Ja gut, ähm, was möchtest du eigentlich dann machen an dem Wochenende? Reini, du hast vor nicht mal zehn Minuten da angerufen. Sollen die zum ASB fliegen? Jetzt mal ohne Scheiß. Sollen die sich in Hubschrauber setzen und zum ASB 8 fliegen, nur weil der Wingel wieder brüllt? Das kann's doch nicht sein. Also bisschen Zeit musst du denen auch mal geben. Du weißt, wie scheiße das manchmal ist mit der Straßenführung in ländlichen Gebieten. Da fährt man auch ganz gerne mal einen Umweg. Was können wir denn machen? Ähm. Um naja, am Wochenende ist halt jetzt spezielles Problem wegen den ganzen Idioten und noch dazu wegen der Kirchweih. Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bloß was unternehmen können. Weggehen können, würde ich eigentlich nach Möglichkeit gerne vermeiden. Also, mhm. wir können gerne mal was unternehmen, aber halt an dem, am Wochenende ist halt immer schwierig bei mir, weil da sind die Idioten halt also auf jeden Fall unterwegs. Mhm. Vor allem momentan in den Sommerferien sind sie dann in den Massen unterwegs. Ich weiß allerdings nicht, ob die Polizei da für das Wochenende sich was überlegt hat. Weil äh, das, wo du da kommen willst. Es ist ja dann die Woche, das Wochenende nach dem 20. Mhm. Hast du mir... Ach nee, das war was anderes. Ich hatte was, mir hat gerade jemand was geschickt. Was denn? Hm? Uh, ich habe da jemanden kennengelernt, also so ein Mädel kennengelernt, die äh, äh, zeichnet. Ich habe auf meinem Pornhub-Account auch ein Video, ein Bild hochgeladen. Und die hat mir gerade ein Bild geschickt von der Zeichnung hier. Die hat jetzt eine neue Zeichnung gemacht. Ja, Reini, was sprichst du es denn auch an? Also ich meine, die hat dir vielleicht ein Bild oder so gezeichnet. Und schon ist es gleich deine Zeichnerin. Ja, am Ende musst du dir noch Gehalt zahlen. Pass bloß auf, was du da redest. Ah, okay. lässt du die nachher hoch? Die ist noch nicht fertig, aber also die hat mir schon mal so, so ein Bild zwischendurch gemalt. Na gut. Ähm Ach so, ich wollte mich jetzt eventuell am Samstag auf Sonntag mit jemandem treffen. Das hat sich allerdings erledigt. Okay. Ich hätte dir das schon ich hätte dir das jetzt früh gesagt, aber das hat sich erst gestern ergeben. Hat sich aber gestern auch direkt erledigt. Ich hätte sich das jetzt bis heute gehalten. Also wäre das jetzt quasi morgen direkt gewesen, hätte ich dir gesagt. Ähm, dass ich mich mit jemandem treffe, aber es hat sich erledigt. In die Person hat äh, gemeint, ich soll ihr ein paar Bilder schicken. Die hat mir selber ein paar Bilder geschickt. Also habe ich ja ein Bild von meinem Schwanz geschickt und dann noch wie ich abgespritzt habe. Und dann meinte sie sowas sowas wie äh, zu dem Bild mit dem Schwanz, meinte sie, oh, ich dachte, der ist größer. sie mir so, hä? Und dann. Äh, <lacht> <lacht> Leute. Also das war ja mal wirklich die feinste Art der Abfuhr. Und vor allem gerade gegen Reini, der ja immer sagt, ja, ich habe so 16, 17 Zentimeter, keine Ahnung. Und dann so eine Äußerung, ich dachte, er ist größer. Wir alle wissen, dass Raum und Zeit am ASB ein kleines bisschen anders fließen. Aber das finde ich schon, ich finde es einfach super lustig. Also mit ähm, dem Bild mit dem hat sie gemeint, oh, ich dachte, es ist mehr. Und dann ich gesagt, das ist schon wieder volle Farsche. Mhm. Ach, wie auch immer. Jedenfalls hat sich das erledigt. Das habe ich direkt geblockt, und alles. Nicht, weil ich da mir denke, dass das zu viel oder zu wenig oder zu groß oder zu klein ist, sondern äh, weil es halt einfach schon wieder so diese typischen Hatersprüche waren. Ach, was weiß ich. Okay. Nee, Reini, weil du in deinem Ego gekränkt wurdest. Deswegen hast du sie geblockt. Und die wollte eigentlich vorbeikommen? hat sie gesagt am Samstag um 11, aber ich bezweifle, dass die kommt. Weil wie gesagt, das hat sich erledigt, ich habe sie direkt geblockt nach dem Quatsch. Habe ich noch eine Nachricht geschrieben und dann war es das. Ach so. Und äh, eventuell treffe ich mich am Sonntag mit jemandem, allerdings. Oder am Montag, aber das bezweifle ich ehrlich gesagt auch noch. Auch äh, ein Mädchen? Auch ein Mädchen, ja. Aber ich glaube noch nicht dran. Weil es auch so wird, dass so ein ähnliches Verhalten ist. Ich das, schon, das ist die, wo ich dir schon mal gesagt hatte. Ich hatte dir schon mal gesagt, dass ich da mit jemandem schreibe momentan. Aber ich persönlich bezweifle, dass das die ist. Weil die ist jetzt im Moment im Urlaub. In Spanien. Bei der Familie irgendwie. Aber das ist Quatsch. Da kommt bestimmt wieder niemand. Das ist, ist das die, die man auf diesem Leak-Dings gesehen hat, die du gefragt hast, ob sie volljährig ist? Was? Du hattest doch mal hier als. als, als äh als dieser Sk die hey da haben wir doch diesen Screenshot geschickt von deinem Discord wo ich ja auch mitgelegt wurde. Ähm, da war so eine Unterhaltung mit so einem Mädel, wo dann irgendwie stand, bist du denn wirklich schon 18 oder so. Ach so, du meinst die ähm, du meinst die Minerva. Ja, genau. Nee, die ist das nicht. Mit der schreibe ich schon länger der Zeit, ich habe die zwar noch im Discord drinnen, aber mit der schreibe ich derzeit auch überhaupt nicht. Die meldet sich auch von sich aus gar nicht. Oh, keine Ahnung. Nee, das ist nicht die. Ach so. Die mit der ich mich eigentlich treffen wollte, das wäre eine, die heißt Pussycat, aber die meldet sich auch gar nicht mehr. Ist auch gar nicht mehr online. Von daher keine Ahnung. Was weiß ich. Es ist alles immer dieses typische Hin- und her und, und Deswegen, deswegen sage ich das auch, sage ich da auch nichts groß dazu, weil ich schon im Vorfeld weiß, dass da nichts bei dir rauskommt. Okay. Ja, natürlich was dabei rauskommt, dann sage ich dir das natürlich schon. Beziehungsweise wenn wir dann uns treffen und so und du willst dann äh, eine monogame Beziehung, dann ist es natürlich sowieso vom Tisch die ganze Sache. Ja, Rani, besser wäre es auch. Aber wenn sich etwas bei dir mal nicht als Fake herausstellen würde, dann ist das doch meistens schon an einem Punkt, wo es dann, ich sage mal, zu spät ist, es ihr vorher zu sagen. Weil bei dir kann man sich eigentlich erst sicher sein, dass, was passiert ist, nachdem es passiert ist. Bloß das beißt sich wiederum mit dem, ja, ich sag dir vorher Bescheid. Ähm. Weil, wenn du das so willst, dann machen wir das halt so. Und ansonsten, äh, momentan haben wir ja selber gesagt, ziehen wir mal nicht zusammen. Weiß jetzt nicht, wie du das siehst, was wir jetzt wie bei so 10, keine Ahnung. Speziell nach der Sache mit dem Wochenende da. Mhm. Keine Ahnung, wie du das siehst, was du davon hältst. Ja, ich würde halt sagen, wir treffen uns und äh, dann schauen wir halt, wie gut wir uns verstehen. Und wenn wir dann beide eine monogame Beziehung wollen, dann können wir das ja machen. Und bis dahin ist ganz normal, oder wie? Ja, klar. Okay. Nee, Reini. Abnormal bis dahin. Natürlich ganz normal. Was erwartest du denn? Na gut, jedenfalls, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit der treffe oder nicht, oder ob die kommt oder nicht, weil die ist, wie gesagt, bis Sonntag im Urlaub. Oder bis Samstag und Sonntag wird sie dann zurückkommen. Oder am Montag dann, ich weiß es nicht. Ähm, hat aber auch. Ich spoiler mal, sie kam nicht. Gesagt, ich müsste eigentlich wieder arbeiten ab Montag. Ähm, die wohnt jetzt auch nicht so weit weg von mir, die kommt jetzt aus Baden-Württemberg irgendwie, keine Ahnung. Aber, ach, ich glaube dann nicht dran. Das ist wieder dieses typische, übliche Gedöns. Ja, aber dann können wir nämlich äh, ein paar Sachen am Computer an der Konsole spielen, habe ich mehr als genug da. Bisschen was, ein bisschen Filme schauen. Ähm, der Pool ist im Moment nicht im Gebrauch, der ist im Moment ausgeleert, weil er nicht richtig funktioniert. Hast du äh, nicht repariert das... gekriegt? Ich habe ihn noch nicht repariert, ehrlich gesagt ein Loch ja da ist eine Schnecke drunter gewesen beim Schneckenhaus während ich dann rumgelaufen bin und ihn ausgespritzt habe und sauber gemacht habe und auf einmal äh, spüre ich halt wie mir links im Bein im Fuß was, was in, in, die, in die Fußsohle sticht weil ich bin ja ohne Schuhe drinnen rumgelaufen logischerweise hm. und äh, da hat habe ich hab, bin ich auf eine Schnecke gequatscht gequatscht ja, ne auf eine Schnecke getreten und habe dann äh, und dann hat sich ein Stück vom Schneckenhaus durch den Pool in meinen Fuß gebohrt, wo dann auch dann stecken geblieben ist. Ja, und der Pool hat quasi jetzt ein Loch da. Hat sich in den Pool oder in deinen Fuß gebohrt? Beides. Da hat sich durch den Pool in meinen Fuß gebohrt. Und da in meinem Fuß ist es dann ein Stück stecken geblieben. Hä? Hey, ich sehe gerade nicht mehr durch. Ich denke, den hat er vernünftig ausbetoniert. Beziehungsweise nicht vernünftig ausbetoniert, sondern einfach nur irgendwie. Und da soll jetzt ein Schneckenhaus durchgekommen sein? Was? Nee. Reini, du bist wahrscheinlich in deine eigenen Scherben gelatscht und hast dir deswegen irgendeine Infektion zugezogen und musst ihr dann jetzt hier wieder irgendwas vom Pferd Blue vorliegen. Uh. Also richtig hässlich. Oh. Hat, auch, hat auch mehrere Tage richtig weh getan. Polizei mittlerweile da? Nein. Scheiße. Sind die Typen noch da? Ja, Kacke. noch. Aber diesmal schreien die nicht so rum, ne? Sonst hat man die ja manchmal gehört. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt kommt die Polizei gerade. Das ist ja gut. Ich hab's gespürt. Ja. Und wie lange hat's gedauert? Nicht mal 20 Minuten. Das ist schon... Die müssen wohl in der Nähe gewesen sein gerade. Und sich dann gedacht haben, ja, da fahren wir mal beim Winkler vorbei. Ach ja. Musst du da ist? raus? Ich gehe jetzt erstmal nicht raus, außer die stehen, stellen sich auf mein Grundstück und winken mich raus. Ich schaue auf die Kamera gerade. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, wolltest du mir eigentlich jetzt noch ein, äh, ein Ganzbild mal von dir schicken? Du meinst ein aktuelles? Hm, hatten ja. wir, glaube ich, mal drüber gesprochen. Ja, ja, mache ich jetzt die Tage mal. Okay. Müsste ich auch erkennen. Ja. <laughs> ähm, das ist nicht böse gemeint, nur meiner Erfahrung nach. Mir geht schon ein bisschen die Muffe, äh, wenn wir sagen, wir treffen uns mit dem, am Bahnhof, dass du am Bahnhof auf mich wartest, quasi, oder ich dich halt, also da abhol. Weil es nämlich gut sein kann, wenn der Zug kommt, dass halt plötzlich eine ganze Horde Hater dann da rauskommt. Was ist was ich Mann? Ja. Deswegen äh, geht mir da noch ein bisschen die Muffe. Ich glaube, ich habe dir das ich, schon erzählt, dass ich mich mal mit jemandem in Nürnberg treffen wollte. Mit einem Mädel. Eigentlich war es sogar ein Pärchen. Und ähm, wir haben uns da verabredet, mm, mit dem und dann bin ich da hingegangen und ähm, ich habe dann gesehen, als ich da hingekommen bin, dass da halt schon eine ganze Gruppe von Hatern stand. Ähm, und das war halt, waren halt auch wirklich Hater. Die hatten auch so Hater-Shirts an und so. Da gibt es ja auch Shirts dafür von, von solchen Idioten. Und ähm, ja. Habe ich zum Beispiel mal gesehen, da gibt es ein T-Shirt, äh, da steht groß drauf Hagebutene. Finde ich lustig. Finde ich wirklich sehr erheiternd. Ja, die sind dann da halt, äh, die sind dann da halt schon rumgestanden und haben halt auch schon sich unterhalten, haben auch, haben auch tatsächlich schon Passanten so angestellt, so, äh, Metal-Leute, äh, Dann halt, habe ich mich halt umgedreht, die haben mich zum so Glück nicht gesehen gehabt. Also ich bin dann mit dem, ich bin mit dem, mit dem Bus gekommen, und ich bin dann, dann ein bisschen gesessen, so, äh, schon absichtlich gesessen, dass die mich halt nicht sehen. Dann ist der Bus halt weitergefahren. Ich bin dann quasi die ganze Runde zurückgefahren und mit dem Zug wieder nach Hause. Reini, halte ich für eine Lüge, dass sie dich nicht gesehen haben, denn durch deinen Körperumfang sieht man dich eigentlich überall. Ähm, ja, aber das war halt auch schon so. Wer weiß, was die hier vorhatten. Ne? Es gab auch schon den Fall, dass ich mich mit einer Person am Bahnhof verabredet Das ist jetzt drei Jahre her ungefähr. Ähm, das ist auch nie veröffentlicht worden. Das irritiert mich bis heute. Ähm. Also war im Prinzip so, ich habe mich mit einer Person verabredet, dass ich die Neustadt, Neustadt am Bahnhof abholte. Nicht in dem Und äh, dann war ich halt am Bahnhof gestanden, habe halt so gewartet auf, auf, auf den Zug, beziehungsweise auf die Person hat bin ich dann ausgestiegen und dann hinter ihr so eine ganze Spatte hinterher. Äh, ja, und die haben mich dann bestimmt zehn Minuten lang angebürgert und angeschrien und was weiß ich alles, bis ich mich dann ins Auto habe abgehauen bin und abhauen konnte. Oh, Sekunde, jetzt kommt der Polizist was denn? bei Idioten da. So, Hi, äh, wer könnte höflicher sein? Die Polizisten. Ja, Reini, die haben auch keinen Bock auf dich. Die fahren am Tag mehr als zehnmal bei dir vor der Schanze vorbei. Die haben eigentlich wichtigere Aufgaben, als einem dicken Sonderschüler irgendwie die Straße vorm Hof freizuhalten. Das ist nicht wirklich deren Job. Wieso, was haben sie gemacht? Die wollten gar nicht zu mir. Keine Ahnung, was die von mir gewollt haben. Ähm, Wenn du jetzt weg warst, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, Neustadt, was, Hagenbücher. Ich äh, kenne die Bahn. Das heißt, glaube ich, Puschendorf oder so. Oh, um Gottes Willen. Das Puschendorf ist, schon... ist ein ganzes Stück zu weit. Ich werde doch mal mit der Polizei reden, ob die an der Kirche irgendwas planen, äh, polizeitechnisch da aufzupassen oder so. Also nicht auf mich, sondern aufs Dorf halt. Mhm. Es wäre halt ideal, wenn die da aufs Dorf aufpassen, dass die unten und oben am Bahnhof am, am Ding während der Kirche jemanden stehen haben. Reini, du hast es schon richtig gesagt, dass die auf dich aufpassen, denn kein Hater würde sich in dieses Dorf verirren, wenn du nicht da leben würdest. Also die beschützen dich schon und noch dazu, es hat dich eine Scheiß anzugehen, was die in ihrer polizeilichen Lage da irgendwie planen, wie sie dir den Hof frei halten. Das ist deren Sache und nicht deine und das hat dich nichts anzugehen. Oder zumindest eine Streife deiner Nähe haben und auf, auf Dingen auf Abruf haben. Warte mal kurz, ich kann mal kurz... Äh, wo ist er denn hier? Was denn? Nicht wundern. Hi. Ähm, du folgendes. Äh, weißt du, ob zufällig für den 20.08. jetzt irgendwas geplant ist von der Polizei her? Beziehungsweise auch äh, während der Kirchweih, Freitag, Samstag, Sonntag? Weil ich krieg nämlich am Freitag Besuch und äh, es wäre schon nicht schlecht, wenn da irgendwie die Leute ein bisschen aufpassen würden, wenn ihr da eine Streife oder zwei Streifen mehr hättet. Weil letztes Jahr an der Kirchweih war da ja auch wieder Randale wie Sau. Ich weiß nicht, ob da irgendwas geplant ist. Kannst du mir da mal kurz ein Info-Feedback rüber reichen? Was du mir natürlich sagen darfst, was du nicht sagen darfst, ist natürlich die andere Sache. Brauchst du mir natürlich nicht sagen? Reini, das würde der dir auch gar nicht sagen. Weil dich geht das eigentlich nichts an. Eigentlich müsste er dir überhaupt nichts sagen. Und zwei Streifen, das sind mindestens vier Leute, die dann da rumstehen und dein Dorf bewachen. Und die stehen da rum. Die machen da an sich dann gar nichts. Theoretisch würde eine Streife reichen, die stellt man dann im Dicken vor, vor die Haustür. Mehr bräuchte man eigentlich nicht. Hast du jemanden von der Polizei? Auf WhatsApp oder was? Nee, nee. Äh, das ist so eine Art Berater, den ich da habe. Hat mit der Polizei nichts zu tun. Aber der hat da äh, so Infos halt, weil er da halt... Ähm, ich arbeite halt mit der Gemeinde so zusammen, auch mit dem Landrat ein bisschen zusammen, wegen diesen ganzen Idioten seit dem 20.08. Reini, das ist gelogen. Das ist gelogen. Wenn du mit denen zusammenarbeiten würdest, dann würdest du dich aus YouTube löschen. Das ist das, was dir alle gesagt haben, dass du mit dem Scheiß aufhören sollst, weil dann hört das mit den Hatern auch auf. Aber du wusstest, es ist ja immer besser. Also hör auf, hier zu lügen, dass du irgendwie. Mit dem Landratsamt oder so zusammenarbeitest. Keine Ahnung. Und da wird halt manchmal auch ein paar Sachen organisiert. So, Hater-technisch. Ach so. Genau. Und der sitzt quasi dann im Landrat, oder was? Nee, der hat so eine beratende Funktion. Das ist kompliziert. Okay. Der hat auf jeden Fall, der kann auf jeden Fall ein paar Sachen organisieren, die ich alleine nicht organisieren kann. Solche Sachen halt. Das ist kompliziert, ah, okay. das zu erklären. Ach so, kann und ich, der, dir mal, erklär ich dir mal Ruhe. Das heißt, der kann also quasi äh, bei der Polizei nachhorchen, ob die 25.08. Äh, ja, der kann es so. ansprechen, der kann das Thema ansprechen, sowohl im Landrat als auch in der Gemeinde, als auch bei der Polizei. Und der kann mir halt auch Informationen weitergeben. Ich hoffe nur, dass du das, äh, das Ganze psychisch überlebst da. Weil ja, also das Ganze ist halt so einfach, wie du dir das vielleicht vorstellst. Ich meine, ich, ich weiß, du stehst ja ein bisschen zur so Erniedrigung. Aber ich glaube nicht, dass das diese Art von Erniedrigung da gut ist. Wenn ich. Ne, Reini, du vermischt jetzt hier wieder Sexualpraktiken mit Privatleben. Und von dir brauchst du ja keinen großen Beistand zu erwarten. Das haben wir ja gesehen, wie du damit umgehst. Also, um mal ein Beispiel zu machen. Mal angenommen, ich würde jetzt jemanden treffen, und er wäre eine Jungfrau und er wüsste so gar nicht, was er tut. Vor dem würde ich mich natürlich nicht unterwürfig zeigen, weil der verdient sich das ja in dem Moment nicht. Das heißt, wäre ich brauche... Wäre ja auch noch schöner. Äh, ich weiß nicht. Ja, Reine, du bist aber in diesem Fall die Jungfrau. Du bist der Zauberer. Du bist die 30-jährige Jungfrau. Das heißt, du hast dir das nicht verdient. Überleg dir das besser nochmal, was du jetzt sagst. Du kannst mir gar nicht sagen, ob das dann als Erniedrigung geht oder nicht. Ähm, wenn ich sie gerade fingerficke oder lecke oder so und sonstige Art und Weise befriedige... Äh, und ich merke, dass sie kommt, äh, dann sorge ich ja halt dafür, dass sie nicht kommen kann. So lange, bis ich will, dass sie kommt. Äh, das hat. Reini, dafür reicht es, wenn sie dein Gesicht sieht. Dann wird jede Frau trocken wie die Wüste. Das hat aber, glaube ich, nichts mit Erniedrigung zu tun in dem Sinne, oder? Weil da geht es eigentlich eher darum, äh, ja, ich spüre das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal und dann beim vierten Mal will ich es erst, dass sie kommt. So ungefähr. Weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich das Bild bereits vorher gekannt habe. Habe ich, glaube ich, nicht erwähnt gehabt. Mm -mm. Ähm, und zwar war es das so, dass mir jemand eine E-Mail geschickt hat. Ähm, und auf dieser E-Mail waren bereits diese Posts, die du mir geschickt hast, auch gestanden. Ähm, der Grund, ich habe ja neulich angesprochen, ob das vielleicht einer von deinen Freunden gewesen sein kann. Das war, wie gesagt, nicht böse gemeint oder so. Ähm kann das sein, dass die sich möglicherweise irgendwie reingehackt haben bei dir und irgendwas... Nee, nee, in mein Zeug hacken die sich nicht rein. Aber nur mit dem zweiten Bildschirm. Nur damit. Anders hacken geht nicht. Die versuchen zwar die ganze Zeit, meinen Google Account sich in meinen Google-Account reinzuhacken und auch in verschiedene Webseiten von zum Beispiel Steam oder so. Aber die kommen in das Zeug nicht rein. Um sich da rein zu hacken, müssten die meine E-Mail-Adresse, dafür müssten die meinen, meinen Google-Account hacken. Und um meinen Google-Account zu hacken, ähm, bräuchten die ein 36-stellig alphanumerisches Passwort. Ja, Reini, dann zähl mal auf. Dann sag mal dein Passwort. Ich meine, wir alle kennen es. Es war doch irgendwie Drachenfeuer 1510 oder so. Ir irgendwie sowas war das doch. Sein. Passwort für eigentlich alles. Deswegen ist ja auch zum Beispiel sein Merchandise-Shop offline gegangen. Aber gut, in den Google-Account beziehungsweise bei YouTube kommt man da halt leider nicht rein, weil Rainer den Zugriff von seinem Handy aus dann oder von seinem PC aus genehmigen muss. Das funktioniert dann leider nicht. Sie bräuchten mein Handy und mein Tablet in der Hand. Und sonst kommt man da nicht rein. Ach so, okay. Das gleiche gilt für meine anderen Webseiten. Angefangen bei Google bis hin zu Steam, Blizzard, äh, keine Ahnung, alles halt Discord. Ich bin ja teilweise sogar international mittlerweile bekannt. Es gibt mittlerweile viele Franzosen, die auch unter meine Videos mal hier und da mal kommentieren. Es gibt äh, Leute aus den USA, die mich aufgrund von Boneclicks kennen. Äh, es gibt Leute in Russland und in Japan, die mich kennen. Im russischen Fernsehen war ich sogar schon mal drinnen. Ja, Reini, im russischen Fernseher warst du tatsächlich mal als Terrorist bezeichnet worden, weil die den Clip, wo du mit der Pistole auf dem Balkon standest, weil die den ernst genommen haben. Das war auch so, das war auch so eine Story für sich, also auch wieder sehr schön. Äh, vor fünf Jahren oder so. Also von mir aus können wir das ruhig öffentlich machen. Ich sag mal so, du hast ja auch selber gesagt, dass die ja auch immer noch glauben, dass du noch nicht Sex hattest. Also warum sollten sie dir dann glauben, dass du eine Freundin hast? Hm. Das ist auch so, das ist auch so der größte Witz überhaupt. Oh Mann. Naja, Reini, du bist ein Zauberer. 30 Jahre ungefickt warst du. Und ich muss mich jetzt mal eben fertig machen, weil ich jetzt gleich zu meinem Arzttermin fahre. Okay. Aber wir können ja noch ein bisschen schreiben, wenn du willst. Okay. Ich rufe mal meinen Arzt an und frag den mal, äh, wie lange das dauern würde. Alles klar. Ähm, ich meine, wir können ja auch das ganze, das ganze Wochenende im Bett verbringen. Hust, hust, hust. Ja, wenn wir uns gut verstehen, why not? Hey. <laughs> Muss ich, glaube ich, nichts zu sagen, oder? Na gut. Äh, ich werde auf jeden Fall noch Ich werde auf jeden Fall noch ein, paar, äh, noch ein paar Kondome besorgen. Das muss ich auch dann, vielleicht mache ich das sogar noch heute, mal schauen. Nur bitte nicht die schwarzen, die finde ich irgendwie, uff. Ja, beziehungsweise, wenn wir beide getestet sind und du möchtest und wir dann eh zusammen sind, dann kann man ja sowieso darüber reden, wie man's, ob man es vielleicht ganz ist dann shoppen hat, man. Ja, und aber. Ich weiß nicht, ob du das beim ersten Mal möchtest, wenn nicht, das ist auch okay. Ja, kannst ja erstmal ich schauen, dass welche du welche da. besorgst. Ich habe. die kosten ja jetzt nicht so viel, wenn man ein kleines Pack holt. Nee, klar, ich habe sowieso welche da auch, von daher. Wenn ich noch nicht Allerdings abgelaufen ich ja halt die. Nee, nee, hast... das, ich habe gelaufen. Da, da achte ich drauf. Nee, ich habe sowieso welche da, diese. diese also, sind ja die sind ja die Billy Boys, die ich da habe, die, die bunten halt. Na gut, dann würde ich sagen, wir sprechen uns später oder so. Alles klar, bis später. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, äh. Haben wir es auch hinter uns? Sehr schön. Ich würde sagen, das war's dann an der Stelle und mit dem nächsten. Mit dem nächsten Part der Cola Bärchen Leaks beschäftigen wir uns in meinem nächsten Video. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Von diesem auch wieder etwas länger gewordenen Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei jedem, der jetzt noch mit dabei ist, der es durchgehalten hat. Lasst ein Abo bei der Wunschliste da, der es verdient. Link habt ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Und was das Wichtigste ist, tut nichts, was da reiner tut. Medal of.